Herren, ich würde mich freuen, wenn alle Platz nehmen könnten. Und freue mich sehr, Sie alle begrüßen zu dürfen zu unserer heutigen 44. Sitzung. Insbesondere freue ich mich, Frau Senatorin Dr. Badenberg zu meiner Rechten zu begrüßen. Ich begrüße ebenfalls die, wenn ich das so sagen darf, neu ernannte Präsidentin unseres gemeinsamen Justizprüfungsamtes Berlin-Brandenburg, Frau Dr. Teschner, die vorbildlich pünktlich bereits zu der anstehenden Anhörung erschienen ist, aber auch ihren ständigen Vertreter, wenn ich das richtig sehe, Herrn Dr. Marhold, der hier vorne sich eingefunden hat. Herzlich willkommen bei uns. Die Sitzung wird wie immer live auf der Homepage des Abgeordnetenhauses als Stream übertragen. Überdies wird die Videoaufzeichnung der Sitzung im Nachgang auf der Homepage des Abgeordnetenhauses abrufbar sein, in der dortigen Mediathek. Nach Artikel 44 Absatz 1 Satz 2 der Verfassung von Berlin ist die Ausschusssitzung öffentlich. Ich stelle fest, dass die Presse nach Paragraph 4 Absatz 3 Absatz 2 Satz 2 der Hausordnung der Präsidentin vom 17. März 2023 Bild- und Tonaufnahmen anfertigen darf. Herr Dr. Hussin, soll ich noch mal wiederholen, diesen spannenden Einstieg? Sie waren ja abgelenkt offenbar. Waren wichtige Hinweise, möchten Sie noch mal hören? Gut, dann darf ich fragen, ob wir mit der vorliegenden Tagesordnung verfahren können oder ob es Wortmeldungen zur Tagesordnung gibt. Das ist nicht der Fall, dann verfahren wir wie eingeladen. Demnach kommt zum Aufruf zunächst Punkt 1 der Tagesordnung, das ist die aktuelle Viertelstunde. Die Fraktionen haben folgende schriftliche Fragen zur aktuellen Viertelstunde eingereicht. Gemäß Punkt 4 Absatz 5 unserer Verfahrensregeln vom 24. Mai 2023 rufe ich Sie in der Reihenfolge Ihres zeitlichen Eingangs auf. Demnach darf die Fraktion der AfD beginnen und es wird offenbar der Abgeordnete Wallender die Frage stellen. Bitte sehr, Sie halten das Wort. Das Oberverwaltungsgericht hat in Berlin entschieden, dass die Berliner Polizei zu Unrecht Gebühren von sogenannten Klimaaktivisten erhoben habe. Es fehle an der Rechtsgrundlage. Ist die Innenverwaltung schon auf die Justizverwaltung zugekommen wegen der Überarbeitung der Gebührenverordnung und der Schaffung einer entsprechenden Rechtsgrundlage? Vielen Dank, Herr Abgeordneter Wallender. Frau Senatorin Dr. Badenberg, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Abgeordneter Wallender, die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 10. September ist mir bekannt. Bereits vorher, bevor diese Entscheidung gefallen ist, haben wir gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Inneres, die Senatsverwaltung ist federführend zuständig für die Polizeibenutzungsgebührenordnung, eine Rahmengebühr erstellt, die derzeit jetzt finalisiert wird. Eine Rahmengebühr für Maßnahmen unter anderem zum Lösen von Fixierungen von Personen. Und diese Vorlage, diese Gesetzes- oder diese Verwaltungsvorschrift wird oder ist vom Senat als Ganzes zu beschließen. Und wir werden in Kürze die entsprechende Rechtsverordnung im Senat abhandeln. Vielen Dank, Frau Senatorin. Der Abgeordnete Wallender erhält die Gelegenheit zur Nachfrage. Bitte schön. Ja, dann wie konnte es denn dann dazu kommen, dass sozusagen, wenn der Senat schon an so einer Vorlage gearbeitet hat, trotzdem 1300 Bescheide erlassen wurden, die jetzt möglicherweise rechtswidrig sein könnten? Also ja, Fragezeichen. Frau Senatorin, bitte. Also ich wiederhole es gerne nochmal, die Polizeibenutzungsgebührenordnung in der Form, wie wir sie beschließen wollen, ist ja noch nicht in Kraft getreten. Und insofern kommt es natürlich für eine Entscheidung für das Gericht auf die Gebührenordnung an, die zu dem Zeitpunkt wirksam ist. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Senatorin. Es folgt nunmehr die Fraktion der CDU und die Frage wird gestellt durch den Kollegen Herrmann. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wie bewertet der Senat die derzeitige Bedrohung der Verfassungsgerichte und was unternimmt der Senat dagegen? Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Alles in Ordnung? Nicht, dass hier noch ein Dienstunfall geschieht?
Jetzt erhält Frau Senatorin Dr. Wadenberg das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Abgeordneter Herrmann, in der Tat ist das eine Fragestellung, wie wir die Verfassungsgerichtsbarkeit schützen können, als ein essentieller Bestandteil unserer wehrhaften liberalen Demokratie, ein Punkt, der uns seit einiger Zeit bewegt. Wenn man ins europäische Ausland schaut, dann sieht man, dass es auch wichtig ist, dass man frühzeitig tätig wird. Ich würde gerne ganz kurz hier auf die Entwicklungen in Polen eingehen. Im Jahre 2017 hat die dortige Regierung durch verschiedene Maßnahmen, unter anderem organisatorische Maßnahmen, einen erheblichen Einfluss nehmen können auf die Besetzung des dortigen Verfassungsgerichtes, aber damit auch auf die entsprechende Rechtsprechung. Unter anderem ist 2017 in Polen das Gesetz über das oberste Gericht erlassen worden. In dem Gesetz ist unter anderem das Ruhestandsalter für die Richterinnen und Richter entsprechend abgesenkt worden. Das heißt aber auch, dass Richterinnen und Richter vor Inkraft des Gesetzes an diese Neuregelung gebunden waren, und damit konnten mehrere Richter in den Ruhestand versetzt werden. Es sind 27 neue Richter dort für drei Kammern des obersten Gerichtes ernannt worden. Und zudem ist auch eine neue Disziplinarkammer eingerichtet worden, die mit politisch besetzten Richterinnen entsprechend ihre Arbeit aufgenommen hat. Teile dieser Regelung konnten Gott sei Dank durch den Europäischen Gerichtshof im Nachgang aufgehoben werden. Und mittlerweile ist die Regierung darum bemüht, diese Regelungen nach und nach rückgängig zu machen. Aber es stellen sich natürlich bestimmte Fragestellungen, wenn beispielsweise politisch motivierte Entscheidungen getroffen worden sind. Wie ist es eigentlich? Ist man an diese Entscheidung heute noch gebunden? Kann man im Nachgang hingehen und die Bindungswirkung dieser Entscheidung aufheben? Das sind alles Fragestellungen, womit sich die polnische Regierung gerade beschäftigt. Auch hier in Deutschland hat das Thema ja in den letzten Monaten Fahrt aufgenommen. Sie konnten alle natürlich den Medien entnehmen, dass die Bundesregierung gemeinsam mit der Union sich dieser Frage gewidmet hat. Es geht darum, dass wir derzeit in unserer Verfassung in Artikel 93 und 94 die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts und die Verfahrensarten geregelt haben. Die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts werden ja zur Hälfte vom Bundestag und zur Hälfte vom Bundesrat gewählt und dürfen dann in der Funktion als Bundesverfassungsrichter, Bundesverfassungsrichterin weder dem Bundesrat, dem Bundestag noch Bundes- und Landesregierungen anhören. Aber alle weiteren Vorschriften, die das Bundesverfassungsgericht betreffen, sind in einem einfachen Gesetz, nämlich in dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz, geregelt. Und wenn man sich anschaut, sind andere Verfassungsorgane, wie beispielsweise der Bundespräsident, der Bundestag oder der Bundesrat, in ihrem Status, in ihren Kompetenzen und Verfahrensregelung stärker im Grundgesetz verankert als das Bundesverfassungsgericht. Das ist letztendlich auch der Anlass gewesen, warum die Bundesregierung gemeinsam mit der Union sich Gedanken gemacht hat, in welcher Form welche Vorschriften in die Verfassung aufzunehmen sind. Denn das Bundesverfassungsgericht ist ja ein einfaches Gesetz. Das bedeutet, dass mit einer einfachen Mehrheit die Regelungen natürlich geändert werden können, während eine Verankerung in der Verfassung dazu führen würde, dass man eine Zweidrittelmehrheit für Änderungen bedarf. Die Frage hat auch die Justizministerinnen-Ministerkonferenz beschäftigt. Es gab eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die sich mit den unterschiedlichen Konstellationen auseinandergesetzt haben und das für und wider der unterschiedlichen Optionen geprüft haben. Diese Arbeitsgruppe hat entsprechend einen Bericht erstellt. Dieser Bericht ist sowohl dem Präsidenten, der Präsidentin des Deutschen Bundestages, der Präsidentin des Bundesrates und dem Präsident des Bundesverfassungsgerichts zur Verfügung gestellt worden. Und darauf basierend hat die Bundesregierung mit der Union verschiedene Vorschläge gemacht. Diese Vorschläge umfassen unter anderem die grundgesetzliche Verankerung, was die Amtszeit angeht, die Amtszeit der Bundesverfassungsrichter, 12 Jahre. Was die Altersgrenze angeht, nämlich 68 Jahre, Ausschluss der Wiederwahl. Aber auch ganz wichtig, die Fortführung der Amtsgeschäfte bis zur Wahl eines neuen Nachfolgers, einer neuen Nachfolgerin. Die Festlegung der Anzahl der Senate, nämlich 2. Die Anzahl der Mitglieder je Senat, nämlich insgesamt 8. Die Bindungswirkung der Entscheidungen des Gerichts, aber auch die Geschäftsordnungsautonomie des Bundesverfassungsgerichts.
Das ist derzeit die Verhandlungsgrundlage und jetzt am kommenden Freitag wird auch genau diese Initiative im Bundesrat behandelt werden. Wir als Länder haben allerdings noch eine zusätzliche Anmerkung, eine zusätzliche Bitte. Wir wollen gerne, dass die Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes selbst unter dem Zustimmungsvorbehalt der Bundesländer gestellt wird. Das heißt, es soll ein Zustimmungsgesetz werden. Damit wollen wir sozusagen durch die erforderliche Zustimmung der Bundesländer für einen zusätzlichen Stabilitätsfaktor sorgen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Senatorin. Herr Kollege Herrmann stellt eine Nachfrage und erhält das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Senatorin, für die Bewertung. Mich würde jetzt im Nachgang interessieren, welche Schritte Sie vor dem eben ausgeführten Hintergrund unternehmen zum Schutz des Landesverfassungsgerichts hier in Berlin. Vielen Dank, Herr Kollege. Frau Senatorin, bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter Herrmann. Es ist natürlich eine Fragestellung, die sich daran anschließt. Wir müssen nicht nur schauen, wie wir das Bundesverfassungsgericht resilienter machen, sondern wir haben natürlich auch ein großes Interesse daran, dass auch der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin entsprechend aufgestellt ist, bevor möglicherweise eine solche Entwicklung, wie jetzt gerade im Land Thüringen passiert, hier auf uns zukommt. Mir ist es ganz wichtig, dass wir bei diesem Prozess alle Kollegen und Kollegen, die damit betraut sind, in den Entscheidungsprozess mit einbeziehen, vor allem Expertinnen und Experten, die sich seit Jahren mit der Frage beschäftigen. Und insofern werden die Präsidentin des Abgeordnetenhauses, Frau Seibelt, und ich eine Diskussionsrunde veranstalten am 4. November. Da geht es, das Thema ist die Resilienz des Verfassungsgerichtshofes des Landes Berlin. Es wird eine Podiumsdiskussion geben, an der neben der Präsidentin des Abgeordnetenhauses Seibelt die ehemalige Bundesverfassungsgerichtsrichterin Professorin Gertrude Lübbe-Wolf sowie die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes des Landes Berlin Frau Selting und vom Verfassungsblock Herr Maximilian Steinbeiß genau über diese Fragestellung diskutiert werden. Und im Anschluss würde ich gerne dann noch mal mit Ihnen ins Gespräch kommen, welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen und ob gegebenenfalls Änderungen der hiesigen Verfassung angezeigt sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Senatorin. Wir kommen dann zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und Frau Kollegin Dr. Wandrei hat das Wort. Ja, vielen Dank. Meine Frage bezieht sich auf die Rechtspfleger in Berlin. Die Frage lautet: Wie schätzt die Senatsverwaltung für Justiz den offenen Brief der Studierenden des Fachbereichs Rechtspflege an der HWR ein, die erhebliche Mängel in der Lehre, sehr hohe Durchfallquoten und familienunfreundliche Studienzeiten monieren? Und wie kann gegebenenfalls Abhilfe geschaffen werden? Frau Senatorin Dr. Badenberg, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Abgeordnete Dr. Wandrei, den offenen Brief, den Sie hier ansprechen, der an den Fachbereich Rechtspflege gerichtet worden ist von HWR, der ist auch mir nachrichtlich zugeleitet worden. Ich habe diesen Brief auch zum Anlass genommen, uns mit den unterschiedlichen Aspekten, die dort aufgeführt worden sind, zu beschäftigen. Zum einen, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass wir natürlich alle Möglichkeiten ausschöpfen wollen, um engagierte und qualifizierte Kollegen und Kollegen für die Berliner Justiz zu gewinnen. Die Punkte, die dort als Sorge formuliert worden sind, können, glaube ich, ganz überwiegend entkräftet werden. Ich würde gerne auf vier Punkte, die da betont worden sind, eingehen. Zum einen geht es um den für 2025 geplanten Double Intake. Was heißt das? Double Intake bedeutet die Umstellung der Aufnahme für den Studiengang. Früher ist es sozusagen hat das Studium lediglich einmal begonnen, und zwar einmal im Herbst. Künftig soll es so sein, dass diese Studiengänge sowohl einmal im Frühjahr und einmal im Herbst beginnen werden. Damit befürchten die Studentinnen und Studenten eine Zunahme der Studierendenzahlen und damit natürlich auch zwangsläufig eine personelle und räumliche Überlastung des Systems. Zweitens haben Sie angesprochen die Überstundenbelastung des Lehrpersonals, was damit einhergehen könnte.
Und drittens haben Sie dann noch den Aspekt der Durchfallquoten angesprochen, die seien sehr hoch. Und viertens seien die Unterrichtszeiten familienunfreundlich, in Anführungszeichen. Als Reaktion auf diesen offenen Brief hat das GJPA, das ja für diese Fachaufsicht der HWR, das also über den Fachbereich Rechtspflege der HWR zuständig ist, ein Gespräch geführt, ein gemeinsames Gespräch am 17. Juni bereits. Neben Vertretern des Bundes Deutscher Rechtspflege aus Berlin und Brandenburg haben an dem Gespräch noch teilgenommen, unter anderem der Dekan des Fachbereichs Rechtspflege der HWR sowie Vertreterinnen und Vertreter des Ausbildungsreferates des Kammergerichts. Es war ein sehr, sehr konstruktives Gespräch und ich glaube, dass in dem Gespräch viele Sorgen der Studierenden entkräftet werden konnten. Zum ersten Punkt, den ich aufgeführt habe, dieser Double Intake, der führt entgegen den Befürchtungen der Studierenden nicht zu einer Erhöhung der Gesamtzahl der Studierenden, sondern vielmehr zu einer Entzerrung im Studium und in der praktischen Ausbildung. Nämlich bislang ist es ja so, dass zum Herbstsemester rund 160 Studierende zum Rechtspflegerstudium zugelassen werden. Künftig sollen diese 160 Leute auf zwei Einstellungslehrgänge verteilt werden, sprich Frühjahr und Herbst. Und insofern haben wir nicht die Situation, dass wir das bestehende System jetzt überlasten werden, sondern vielmehr dadurch erhoffen wir uns eine Erhöhung der Qualität der Lehre, weil einfach weniger Studierende dann an dem jeweiligen Studiengang teilnehmen. Ja, wir haben einmalig möglicherweise eine Situation, wo es mehr als 80 Studierende gibt, nämlich für das Sommersemester 2025 kommt sozusagen zu dem letzten großen Herbstsemester noch ein kleines Sommersemester dazu. Es ist aber ein einmaliger Vorgang und wir wirken gemeinsam mit HWR und KG daran, dass durch zusätzliches Lehrpersonal und zusätzliche Räumlichkeiten die dadurch entstehenden Unannehmlichkeiten nach Möglichkeit ausgeräumt werden. Der zweite Punkt, die vorgebrachten Belastungen des Lehrpersonals. Ja, in der Tat, wir brauchen mehr Lehrpersonal an der HWR. Das ist kein Aspekt, der jetzt neu ist. Und da wirkt die HWR gemeinsam mit dem KG, mit dem Kammergericht nach Kräften entgegen. Das sind entsprechende Berufungsverfahren eingeleitet worden. Die laufen auch und insofern rechnen wir damit, dass alsbald da auch eine entsprechende Unterstützung kommen wird. Hierzu ist unter anderem vorgesehen, dass Kollegen und Kollegen der ordentlichen Gerichtsbarkeit für einen Zeitraum abgeordnet werden an die HWR, um die dort zu unterstützen als Lehrbeauftragte. Der dritte Punkt, der aufgeführt war, waren die Durchfallquoten. Die Durchfallquoten, wenn man sich das anschaut, der letzten Jahre zeigen keine besonderen Auffälligkeiten auf. Sie bewegen sich in einer ganz üblichen Schwankungsbreite. Und der vierte Punkt, der moniert worden ist, ist die Familienfreundlichkeit. Und auch das bewerten wir anders. Man muss sagen, dass der weit überwiegende Teil der Veranstaltungen im Fachbereich Rechtspflege an der HWR in den Kernzeiten von 8.30 Uhr bis 15.45 Uhr stattfindet. Lediglich in Ausnahmefällen finden Lehrveranstaltungen über diese Zeiten hinaus statt. Und viele Veranstaltungen sind auch als Selbststudium ausgestaltet, beziehungsweise die Teilnahme ist freiwillig. Jetzt konkret, um ein Beispiel zu nennen, hier im vierten Semester des Studiengangs Rechtspflege waren in den 18 Wochen Vorlesungszeit des Sommersemesters lediglich 3 Tage mit Präsenzlehre nach 16 Uhr geplant. Es waren 2 Tage online und 4 Tage frei im Selbststudium. Die Lehre an einem Samstag musste von 9 bis 14.30 Uhr abgehalten werden. Allerdings war die Teilnahme auch dort freiwillig. Das war deshalb erforderlich, weil kurz vorher eine einwöchige Studienreise stattgefunden hat und das musste entsprechend bei der Lehrgangsplanung berücksichtigt werden.
Im Sinne der Familienfreundlichkeit werden die Präsenzveranstaltungen auch auf Video aufgezeichnet, sodass die Kollegen und Kollegen, die nicht die Möglichkeit der persönlichen Teilnahme haben, am Lehrstoff trotzdem partizipieren können. Also insofern, glaube ich, sind wir in dem Bereich gut aufgestellt und völlig unabhängig davon, wenn in Einzelfällen tatsächlich Kinder- und oder Pflege- und Betreuungsbedarfe entsteht, reagiert HWR doch recht flexibel. Das Gespräch ist von allen Teilnehmenden übereinstimmend als sehr konstruktiv empfunden worden. Alle sind sich einig, dass die Ausbildung einer ausreichenden Zahl von qualifizierten Rechtspflegern im gemeinsamen Interesse liegt. Und insofern bin ich ganz zuversichtlich. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Senatorin. Ist eine Nachfrage gewünscht? Das ist nicht der Fall. Dann kommt nunmehr die Fraktion Die Linke zum Zuge durch Kollegen Dr. Schlüsselburg. Schlüsselburg. Bitte. Vielen Dank für die Promotion, Herr Vorsitzender, die ich honoris causa hier natürlich sehr gerne annehme. Ich frage den Senat, wie bewertet der Senat die Erfolgsaussichten des Länderantrags im Bundesrat, eine Zustimmungspflicht für Änderungen beim Bundesverfassungsgerichtsgesetz zu statuieren? Frau Senatorin mit Dr. Badenberg, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Abgeordneter Schlüsselburg, in der Tat, ich hatte ja vorhin schon ausgeführt, dass das Thema jetzt bei der kommenden Bundesratssitzung behandelt wird. Und es geht hier um das Zustimmungserfordernis des Bundesrates für Änderungen des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. Der Entschließungsantrag ist angemeldet worden. Diesem Entschließungsantrag haben sich auch mehrere Länder angeschlossen auf Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen. Ich kann nur sagen, dass wir bei der Justizministerkonferenz und die dort eingesetzte Bund-Länder-Arbeitsgruppe uns alle einig waren, dass es gut ist, ein entsprechendes Zustimmungserfordernis gerade in unserer föderalen Struktur vorzusehen, sodass die Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes immer dann auch mit einer entsprechenden Befassung des Bundesrates abhängig sind. Ich bin deshalb ganz zuversichtlich, dass dieser Entschließungsantrag auch auf eine große Mehrheit stoßen wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Senatorin. Kollege Schlüsselburg zur Nachfrage, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Senatorin, für die Darstellung des Sachstandes und auch der Tatsache, dass sich Berlin dieser Initiative angeschlossen hat. Das begrüße ich sehr. Haben Sie möglicherweise Signale bekommen vom Bundesminister der Justiz oder auch den Koalitionsfraktionen im Bundestag, wenn und soweit es zu einer positiven Entschließung am Freitag hier nebenan im Hause kommen sollte, dass das dann auch möglicherweise, ich glaube, in der nächsten Sitzungswoche des Bundestages realisiert werden kann? Gab es da schon Signale? Vielen Dank, Herr Kollege. Frau Senatorin, bitte. Also mir sind entsprechende Signale nicht bekannt. Insofern kann ich mich leider dazu nicht äußern. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Senatorin. Das folgt nunmehr die Fraktion der SPD. Und die Frage wird gestellt durch Herrn Kollegen Lehmann, der das Wort erhält. Bitte schön. Sehr geehrter Vorsitzender, Frau Senatorin, vielen Dank. Ich bin über eine Pressemitteilung gestolpert der Senatsjustizverwaltung. Welche Erkenntnisse konnte der Senat aus der in der Pressemitteilung vom 12.09. genannten Gesprächsrunde mit Vertretern der Opferhilfe und der Strafjustiz gewinnen, insbesondere im Hinblick auf den neuerlichen Femizid in Zehlendorf? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Frau Senatorin, bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter Lehmann. In der Tat, ich hatte auch in der letzten Rechtsausschusssitzung ganz kurz vorgetragen, dass das Thema Femizide uns sehr beschäftigt. Also gerade wenn man sich das in Berlin anschaut, die letzten Vorfälle. Wir hatten unlängst zwei Frauen, die mutmaßlich von ihren früheren Partnern getötet worden sind. Eine dritte Frau konnte nur sehr knapp dem Täter entkommen. Und insofern zeigen diese Vorfälle, dass wir da die Schutzmechanismen, die derzeit ja vorhanden sind, nochmal auf den Prüfstand stellen müssen und für mehr Schutz für Frauen sorgen müssen. Mir ist durchaus bewusst, dass nicht eine einzelne Maßnahme dazu führen wird, dass wir solche fürchterliche Taten verhindern können, leider. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, nochmal das Gespräch zu suchen und unterschiedliche Schutzmaßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen zu prüfen. Vor allem ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man die verschiedenen Perspektiven hier mit einzieht. Und deshalb hatte ich eine Gesprächsrunde am 11. September, wo ich die Vorsitzende des
Opferhilfevereins hier in Berlin, die Frau Schumann bei mir hatte, unter anderem den Opferbeauftragten des Landes Berlin, Herrn Weber, aber auch die Generalstaatsanwältin, die Vizepräsidentin des Amtsgerichts Tiergarten und die Vizepräsidentin der Amtsanwaltschaft. Und wir haben gemeinsam die unterschiedlichen Maßnahmen diskutiert. Wir haben das Für und Wider abgewogen. Und ich glaube schon, dass wir den einen oder anderen Anhaltspunkt haben, um jetzt darauf aufbauend entsprechende konkrete Maßnahmen abzuleiten. Was man aber, glaube ich, sagen kann, wir haben übereinstimmend festgestellt, dass es an vielen verschiedenen Stellen der Informationsaustausch zwischen den beteiligten Stellen nicht immer einwandfrei funktioniert. Alle Anwesenden haben sich regelmäßige Fallkonferenzen gewünscht, Fallkonferenzen, um einfach die Informationen, die bei den unterschiedlichen Institutionen vorliegen, auch zusammenzuführen, um darauf aufbauend die entsprechend richtigen und konkreten Maßnahmen auch zu erarbeiten. Momentan ist es so, dass dann aus bestimmten datenschutzrechtlichen Gründen die Informationsweiterleitung nicht möglich ist. Wir wollen das jetzt zum Anlass nehmen, gemeinsam mit Senat Skiva zu überlegen, an welchen Stellen müssen wir dort Anpassungen vornehmen. Und weil Ziel muss es am Ende sein, dass gerade in solchen Fällen der Informationsaustausch zwischen den beteiligten Stellen funktioniert, ohne dass der Datenschutz sozusagen dazwischen steht. Völlig unabhängig davon, das war auch ein Vorschlag, der da gemacht worden ist, ist der Vorschlag zu einer psychosozialen Prozessbegleitung. Gerade nach einer solchen fürchterlichen Tat befinden sich die betroffenen Frauen in einer wahnsinnig belastenden Situation, sodass sie zum Teil gar nicht den Kopf dafür frei haben, welche konkrete Hilfsmaßnahmen, Unterstützungsangebote gibt es, wo kann ich diese Hilfe in Anspruch nehmen, was muss ich dafür tun. Und wir hatten den Fall auch, und das möchte ich an der Stelle auch betonen, auch auf der Justizministerkonferenz besprochen. Da ist das BMJ gebeten worden, zu prüfen im Zusammenhang mit der Änderung des Gewaltschutzgesetzes, ob da an der Stelle noch Anpassungen notwendig sind. Wir haben leider bislang keine Rückmeldung vom BMJ und deshalb wollen wir jetzt nicht warten, möglicherweise bis das BMJ tätig wird, sondern wollen im Land Berlin schauen, gemeinsam mit dem Koalitionspartner, was wir da an der Stelle machen können und welche Maßnahmen hier notwendig sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Senatorin. Eine Nachfrage wird mir nicht angezeigt. Es bliebe noch die Möglichkeit für den Abgeordneten Brusek eine Frage zu stellen, der mir signalisiert, das nicht zu wollen. Dann kann ich die aktuelle Viertelstunde damit abschließen. Es kommt zum Aufrufpunkt 2 unserer Tagesordnung. Das ist auf Buchstabe A eine Besprechung gemäß § 21 Absatz 3 der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses zu dem Thema Reform der juristischen Ausbildung auf Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD. Auf Punkt B. Besprechung gemäß 21.3 unserer Geschäftsordnung ebenfalls zu dem Thema die Jureform Studio. Es ist Zeit für eine Erneuerung der juristischen Ausbildung auf Antrag der Fraktion Die Linke. Ferner verbunden auf Buchstabe C ebenfalls eine Besprechung nach 21.3 unserer Geschäftsordnung. Stand der Reform der Juristinnenausbildung, Klammer auf, GJPA, Klammer zu, auf Antrag der Fraktion Bündnis 90, Die Grünen und der Fraktion Die Linke. Zu diesem Punkt hatte der Ausschuss in der letzten Sitzung am 11. September 2024 einstimmig unter dem Punkt Verschiedenes die Durchführung einer Anhörung beschlossen. Ich gehe zunächst davon aus, meine Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen, dass wir ein Wortprotokoll nach 26 Absatz 7 Satz 4 der Geschäftsordnung anfertigen wollen. Das ist offensichtlich der Fall. Dann besteht darüber Einvernehmen. Ich darf dann nun nochmals bzw. erstmalig, aber jedenfalls sehr herzlich unsere Anzuhörenden und Sachverständigen begrüßen. Das ist in alphabetischer Reihenfolge, und so sind sie auch platziert worden, Herr Till Bussmann-Welsch, Geschäftsführender Vorstand Bündnis zur Reform der juristischen Ausbildung e.V. Daneben Herr, nee, doch nicht, alphabetisch, naja, Herr Dr. Kai-Wendelin Neubart, Rechtsanwalt und Mitgründer von Jurafuchs, herzlich willkommen. Dann bereits begrüßt, aber gerne noch mal wiederholt, Frau Dr. Teschner, Präsidentin unseres GJPA in Berlin und Brandenburg, und Frau Antonia Lahme, Mitglied des Personalrats der Referendarinnen und Referendare bei unserem Kammergericht. Herzlich willkommen. Wir kommen zunächst zur Begründung des Besprechungsbedarfs durch die Fraktionen und zu Punkt 2a
begründet die Fraktion der SPD. Und damit erhält der Kollege Lehmann das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Anzuhörenden sitzen ja wenigstens in alphabetischer Reihenfolge. Das macht es leichter. Also ich freue mich sehr, dass wir diesen Besprechungspunkt hier haben. Den Anstoß hatte Kollege Dr. H.C. Schlüsselburg in der Ausschusssitzung im Juni gegeben, indem er nachgefragt hatte nach der Justizministerkonferenz, was denn mit den Beschlüssen und warum denn die Justizministerkonferenz, ich darf zitieren, beschlossen hat, dass bei der juristischen Ausbildung, volljuristischen Ausbildung, kein grundlegender Reformbedarf besteht. Über diese Stelle sind wir auch gestolpert. Frau Senatorin hat dann den Beschluss näher erläutert im Juni gleich in der Aktuellen Viertelstunde und hatte auch erklärt, dass sich dieses volljuristische Ausbildung und Reformbedarf mehr oder weniger auf die Zweistufigkeit bezog. Da sind sich dann auch alle einig, dass das gar nicht so schlecht ist, ohne hier vorwegzugreifen. Und ich bin sehr froh, dass das eben nicht so stehen geblieben ist, weil der Satz, den fand ich schon als Affront. Ne? Also wenn man nicht diese Erklärung von Ihnen gehabt hätte, den fand ich schon sehr hart gegenüber allen Akteuren auf diesem Gebiet. Und gerade auch in der Studie von Jurreform, die wir alle kennen, alle uns zur Vorbereitung wahrscheinlich auch nochmal durchgelesen haben, und die ist ja auch von allen Akteuren, das ist ja das Starke an dieser Jurreform-Studie gewesen, dass sie von allen Akteuren auf dem Gebiet beleuchtet wurde. 4% aller Richter in Deutschland sind da involviert gewesen, nur als eine Zahl. Ich kann das alles lesen, muss ich nicht wiederholen, weiß jeder. Und auch die da war nicht nur Kritik in der Studie, sondern eben auch Lösungspunkte, sowohl thematisch von Bologna bis digitales Examen und ganz viele andere Lösungsvorschläge, die dann sogar noch gewichtet wurden nach, kann man sofort machen, kann man schnell einführen, braucht ein bisschen länger, braucht ein bisschen Vorlauf. Insofern freue ich mich, dass wir jetzt die entsprechende Anhörung mit Total-Experten durchführen können, die neben der Wissenschaft, Verwaltung, Anwaltschaft eben auch die Referendarinnen beinhalten. Deshalb freue ich mich sehr, dass Frau Lahme da ist. Und ich bedanke mich ganz besonders bei Dr. Neubert, der extra seinen Urlaub unterbrochen hat und deshalb wahrscheinlich auch ein paar Minuten zu spät kam. Aber umso gespannter bin ich auf die Expertise und wünsche eine gute Anhörung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lehmann. Wünscht auch die Mitantragstellende Fraktion zu begründen? Das ist nicht der Fall. Dann kann jetzt die Fraktion Die Linke ihren Besprechungspunkt zu 2b begründen. Kollege Schlüsselburg, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Lehmann, für die einführende Replik. Wir haben das ja tatsächlich schon länger auf der unerledigten Liste. Ich freue mich, dass wir heute substantiiert beraten können, und zwar mit einigen der Playern und AuskennerInnen, die sich diesem Thema Reform der Juristenausbildung sehr intensiv gewidmet haben. Wir haben großen Handlungsbedarf. Wir haben die Situation, das ist in allen Bundesländern so, aber auch in Berlin, dass uns sowohl beim richterlichen als auch beim nichtrichterlichen Personal einfach aufgrund der Demografie in Größenordnung bis 2032 viele Menschen, die Justiz im Moment am Leben erhalten und unseren Rechtsstaat ausmachen, verlassen. Und wir sind dringend gefordert, qualifizierten Ersatz zu finden. Und wenn wir uns dann angucken, wie sich an den verschiedenen Nahtstellen der volljuristischen Ausbildung, die betrachte ich jetzt erstmal, die Zahlen darstellen, dann ist es so, dass auch wir in Berlin, die wir noch eine etwas privilegierte Stellung als Hauptstadt und bei allen Schwierigkeiten immer doch attraktive Lebensstadt haben, im Vergleich zu anderen Bundesländern verfügen, auch Handlungsbedarf haben. Gucken wir uns mal die Immatrikulationszahlen an, die gehen leicht zurück. Wir hatten 2016/17 an der FU noch 522, an der HU 491 Immatrikulationen. Das ist leicht gesunken und vor allen Dingen haben wir eine, wenn Sie so wollen, Selektionsquote bei der Frage, wer verlässt denn den Studiengang aus unterschiedlichen Gründen im Laufe der Zeit nach der Immatrikulation, die schwankt zwischen, je nachdem, 18% und teilweise sogar 50%. Das muss uns zu denken geben. Das heißt, dass aus unterschiedlichen Gründen für viele Menschen nach der Immatrikulation dieses Studium nicht mehr erstrebenswert ist, zum Abschluss zu bringen. Wir haben auch die Situation, dass wir bei der Frage der ersten juristischen Staatsprüfung auch eine Nichtbestehensquote haben, die wir dringend verbessern sollten.
Und wir haben auch die Situation, dass wir bei der Frage derjenigen, die erfolgreich die erste juristische Staatsprüfung abgelegt haben, sich die Frage stellt, wie viele von diesen Leuten sind bereit, in den juristischen Vorbereitungsdienst einzutreten und am Ende auch noch die zweite juristische Staatsprüfung abzulegen. In anderen Bundesländern ist die Situation deutlich dramatischer als in Berlin, aber wir haben dort eine zunehmend größer werdende Lücke von Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen sagen, ich möchte gar nicht in den juristischen Vorbereitungsdienst, sondern möchte in eine andere Art von beruflicher Verwendung gehen. Auch da müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir die Situation verbessern, und auch die Selektionsquote bei der zweiten juristischen Staatsprüfung rangiert ja immer, auch immer noch, in Berlin jedenfalls, um die 20%. Deswegen freue ich mich, dass wir heute diese und andere Vorschläge mit den Expertinnen und Experten beraten können. Meine Fraktion ist der Auffassung, dass wir Handlungsbedarf haben. Es wird nicht einfach sein, denn Berlin ist nur eines von mehreren Bundesländern. Auch der Bund wird eine Rolle spielen. Wir reden ja über das Richtergesetz bei der volljuristischen Ausbildung. Deswegen ist das ein sehr, sehr dickes Brett. Aber vielleicht ist heute der Tag, wo wir alle zusammen mit den Expertinnen und Experten den Bohrer ansetzen und anfangen, sehr sorgfältig und gleichmäßig dieses dicke Brett zu bohren, damit es der Justiz in der Zukunft besser geht. Vielen Dank, Herr Kollege Schlüsselburg. Nunmehr kann die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zunächst Top 2c begründen. Frau Kollegin Dr. Wandrei, bitte sehr. Ja, ich freue mich auch sehr, dass Sie alle da sind. Insbesondere freue ich mich auch sehr, dass Frau Lahme da ist vom Personalrat der Referendare und Referendarinnen, aber natürlich auch über alle anderen, insbesondere auch über Frau Dr. Teschner, die ja neu in ihrem Amt ist und das erste Mal hier bei uns im Rechtsausschuss erscheint. Herzlich willkommen. Ich möchte jetzt nicht alles wiederholen, zumal ich ja hinterher die Diskussion jetzt nicht schon bei der Begründung der Besprechungspunkte vorwegnehmen möchte. Klar gibt es Handlungsbedarf, das hat man an der Jura-Reform-Studie ja deutlich erkannt. Ich denke, wir haben in Berlin noch eine sehr gut funktionierende Justiz. Aber gerade wenn wir exzellente Leistungen von unserer Justiz erwarten, müssen auch die Rahmenbedingungen für die Studierenden und für die ReferendarInnen exzellent sein. Diese sind es noch nicht. Wir haben bei der Studie gesehen, dass über 50%, ich glaube 52%, waren unzufrieden mit der jetzigen juristischen Ausbildung. Das sind mehr als die Hälfte, eine sehr große Zahl. Insbesondere wurde häufig moniert, dass der psychische Druck bei juristischen Ausbildungen sehr hoch ist. Dann haben wir die Fragen der Freischussregelung, ob das eine gute Idee ist oder nicht, wie das eventuell ausgebaut werden könnte. Und schließen möchte ich damit, dass ein Schwerpunkt nach unserer Auffassung auch auf der inhaltlichen Ausgestaltung der juristischen Ausbildung liegen muss und nicht nur auf den technischen Abläufen wie E-Examen. Das ist natürlich alles sehr wichtig, aber auch die inhaltliche Ausgestaltung darf nicht zu kurz kommen. Ich glaube, dass es wichtig ist, gerade in heutigen Zeiten sowas wie Resilienz der Demokratie, kritische Justiz, aber auch Fächer wie Verhandlungsgeschick und Mediation, dass auch dies Schwerpunkte der juristischen Ausbildung sein sollten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Herr Kollege Schlüsselburg hat aus formellen Gründen noch mal die Möglichkeit, noch mal alles zu wiederholen, aber er möchte nicht. Dankeschön. Das ist sehr nett. Dann kommen wir zur Stellungnahme durch den Senat, auf die wir gespannt warten. Frau Senatorin, bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Damen und Herren Abgeordnete, in der Tat, ich hatte auch zu diesem Punkt ja schon mal vorgetragen und insofern danke ich Ihnen sehr, Herr Abgeordneter Lehmann, dass Sie das noch mal betont haben. Es ist nicht so, dass wir sozusagen überhaupt gar keinen Änderungsbedarf sehen, sondern der Bericht der Koordinierungsausschuss ist zu dem Ergebnis gekommen, dass ein grundlegender Reformbedarf nicht gesehen wird, dass aber selbstverständlich an der einen oder anderen Stelle Anpassungen möglicherweise sinnvoll und erforderlich sind, und dazu werden ja die Expertinnen und Experten gleich auch vortragen. Vielleicht noch mal ganz kurz einige Eckdaten meinerseits. Grundlage dieser Untersuchung waren 90 standardisierte Interviews mit Lehrenden, mit Studierenden und Berufsträgern und den Arbeitgebern. Zentrales Ergebnis war grundlegender Reformbedarf, ja oder nein, und wenn ja, an welchen Stellen. Ich glaube, man kann festhalten, dass die juristische Ausbildung gerade durch diese zweistufige Staatsexamina eine hohe Akzeptanz
genießt. Wir haben Empfehlungen, die als Denkanstöße formuliert worden sind. Da geht es unter anderem darum, dass die Lehrenden besser für den physischen Stress der Studenten sensibilisiert werden sollen. IT-Kompetenzen sollen besser als bislang vermittelt werden und auch das wirtschaftliche Verständnis soll verstärkt werden. Des Weiteren, und ich glaube, das war ein Punkt, aber das werden die Kolleginnen und Kollegen ja gleich sicherlich berichten, es ist mehr Praxisbezug gefordert worden für das juristische Studium. Der Koordinierungsausschuss hat jetzt in den letzten 2 Tagen getagt und die Präsidentin des GJPA, die Frau Dr. Teschner, war bei dieser Tagung dabei und wird sicherlich gleich entsprechend dann auch berichten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Senatorin. Wir können nunmehr zur Stellungnahme unserer Anzuhörenden und Sachverständigen kommen. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass wir heute eine Premiere haben bei uns im Ausschuss. Wir haben hier ein Countdown-Touchpad, in das unsere Ausschussreferentin eingewiesen worden ist. Das heißt also ganz transparent, wird jetzt gleich eine Uhr laufen und es nicht mehr der Willkür des Vorsitzenden überlassen, zu entscheiden, wann 5 Minuten um sind. Also wir entwickeln uns auch positiv weiter. So, meine Damen und Herren, alphabetisch waren Sie schon richtig platziert. Nunmehr sind Sie es auch in meinem Handblatt. Ich würde einfach vorschlagen, dass wir in alphabetischer Reihenfolge auch beginnen. Sie sind im Rahmen der Einladung gebeten worden, sich bitte an 5 Minuten zu orientieren. Dafür auch diese technische Neuerung hier. Und wenn wir so verfahren wollen, dann wäre Herr Bussmann-Welsch der Erste in der Reihe und Sie erhalten das Wort. Bitte sehr. Okay, vielen Dank. Ich sitze hier als Vorstandsmitglied des Bündnisses zur Reform der juristischen Ausbildung und wir haben auch maßgeblich die Kampagne Jureform initiiert, die die entsprechende Studie, die schon genannt wurde, publiziert hat und dafür haben wir im Jahr 2022 über 6 Monate rund 12.000 Juristinnen über 43 Reformideen abstimmen lassen und mit Blick auf das Ergebnis würde ich mich hier im Rahmen vor allem auf 3 Punkte fokussieren. Das eine ist hier schon angeklungen und auch das Wichtigste, es besteht aus unserer Sicht durchaus auch grundlegender Reformbedarf. Wie das Wort grundlegend zu verstehen ist, darüber kann man natürlich streiten, aber es steht aus unserer Sicht auch im Widerspruch zum Beschluss der Justizministerin Konferenz, auch nach der hier erfolgten Klarstellung. Und das liegt auch maßgeblich daran, dass aus unserer Sicht dieser Beschluss auf einer veralteten Studienlage basiert, nämlich auf einer Studie aus dem Jahr 2019, die vom Justizprüfungsamt NRW durchgeführt wurde. Diese Studie ist allein schon 3 Jahre älter als unsere Studie und hat auch schon 11.910 weniger Befragte und steht auch im Widerspruch zu einer Vielzahl anderer Studien. Sie haben es schon ausgeführt, allein unsere Studie kommt zu dem Ergebnis, dass über 50% unzufrieden sind mit der Ausbildung, 25% sind indifferent, also jedenfalls nicht positiv gestimmt. Das heißt, wir haben 75% nicht von dieser Ausbildung überzeugen können. Das ist auf jeden Fall ein starkes Armutszeugnis und das liegt vor allem an 4 Aspekten. Keine Ausbildung ist so stressintensiv, keine Ausbildung ist so notenfixiert und bei keiner Ausbildung hängt es am Ende der Ausbildung so sehr von Willkür und Zufall ab, wie die Note ausfällt und nicht zuletzt auch etwas, was viele nicht gerne hören. Aber im Endeffekt ist es so, wie die Klausuren ausgestaltet sind. Man muss viel Stoff auswendig lernen, um die Klausuren in der nötigen Zeit zu schaffen, sonst ist das gar nicht mehr möglich. Und das sollte ja nicht das Ziel sein. Wir müssen fragen, was sollen die Leute können, nicht was sollen sie wissen. Und mit Blick auf, wie wir dieses Problem jetzt angehen, denn als Juristen ducken wir uns ja nicht weg von Problemen, sondern wir gehen sie an, möchte ich vor allem 2 Punkte angehen, die wir auch im Rahmen der Studie vorschlagen. Einmal das Sofortprogramm, also Maßnahmen, die alle Akteursgruppen so verabschiedet haben und auch die schnell umzusetzen sind. Das eine ist hier insbesondere der Stoffkatalog, den auch hier das Landesparlament in den Blick nehmen kann. Dieser ist, wie wir jetzt auch nochmal festgestellt haben, in der jüngsten Ausarbeitung in den letzten Dekaden nahezu exponentiell angestiegen und der muss dringend reduziert werden und da müssen wir uns drüber unterhalten und auch streiten. Jedenfalls müssen wir aber die Notbremse ziehen und sagen, one in, one out. Wenn neuer Stoff reinkommt, was hier schon angeklungen ist, dann muss wenigstens alter Stoff raus und dazu zählt auch, wenn neue Rechtsprechung dazukommt oder EU-Richtlinien im BGB umgesetzt werden. Der zweite Faktor ist, dass wir uns auch über die Prüfungsform und die Reduktion auf die Klausuren am Ende des Staatsexamens unterhalten müssen. Denn die Klausur an sich ist denkbar ungeeignet, um so einen breiten Wissensstoff abzuprüfen. Insbesondere bei handgeschriebenen Klausuren kann man sich da auch noch mal schnell verschreiben. Und es kann auch gar nicht die Detailtiefe des Wissens, das die Kandidatin haben, abprüfen. Deswegen, um das an einem Beispiel zu konkretisieren, im zweiten Examen sollten wir uns ernsthaft fragen, ob wir nicht die Praxisleistungen, die vorher erbracht werden, stärker mit einbeziehen. Denn faktisch ist das zweite Examen gerade ein verkapptes erstes Examen, was man eigentlich schon mal geschrieben hat, nur in einer anderen Gestalt. Nämlich von dem eines Urteils, wo man
man gelernt hat, wie man Anträge einrückt und so. Ob das wirklich die Prüfungsleistung sein sollte, am Ende dürfte in Frage stehen. Ja, aber das ist nicht das Einzige, was wir natürlich fordern. Das Sofortprogramm kann ja nur schnell umgesetzt werden. Es gibt auch andere Sachen, wo sich alle einig sind, beispielsweise beim Ausbau universitärer Repetitoren, wo auch ein Landesparlament vielleicht Gelder zur Verfügung stellen könnte, damit das mal ausgebaut wird. Vielleicht sollten sich die Länder auch mal austauschen darüber, wie man das machen kann, damit nicht alle immer das Rad neu erfinden, wie beispielsweise beim E-Examen geschehen. Und das Letzte ist, wir haben bei der Studie festgestellt, natürlich gibt es Einigkeit, aber auch Unterschiede bei den 43 Reformideen und wir müssen uns da irgendwie einigen. Und wir schlagen dafür einen Stakeholder-Prozess vor, ein Jahr, wir nennen das Ganze LOCOM 2.0, angelehnt an den ersten Stakeholder-Prozess, den es einmal gab, LOCOM 1.0, der hat schon mal die juristische Ausbildung grundlegend reformiert, nämlich mit der einstufigen Ausbildung. Und wie sieht das aus? Man trifft sich im Jahr mal vierteljährlich, mietet eine Messehalle und da holen wir alle Stakeholder zusammen und diskutieren mal über diese Reformideen ergebnisoffen, außerhalb des COA vielleicht auch mal, außerhalb der Verwaltungsinstitutionen, wo eigentlich nur die GJPAs mitreden faktisch, und öffnen das und demokratisieren das mal. Also um das zusammenzufassen, grundlegender Reformbedarf auf jeden Fall. Wie können wir das angehen? Zweispurig mindestens das Sofortprogramm und zweitens grundlegender Stakeholderprozess, ein Jahr. Das müssen wir jetzt mal initiieren und Berlin kann eine starke Stimme sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bussmann-Welsch. Ihre beeindruckende Sprechgeschwindigkeit hat dazu geführt, dass ich testieren kann. Das waren nur 4 Minuten 2 etwa. Also super eingehalten die Zeit. Vielen Dank dafür. So, nachdem wir das jetzt alphabetisch hier auch in meinem Handblatt in die richtige Reihenfolge gebracht haben, ist nun Frau Lahme dran. Bitte sehr, Sie erhalten das Wort. Dann will ich das doch mal versuchen hiermit. Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns wirklich sehr, dass auch Sie den Bedarf sehen, jetzt wie Herr Schlüsselbau gesagt hat, den Bohrer einzusetzen und dass wir auch explizit eingeladen wurden, mitzusägen hier. Dass wir da mit teilnehmen dürfen, ist wirklich toll, denn wir sehen tatsächlich, ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen, extremen Reformbedarf, auch grundlegenden Reformbedarf. Und ich kann vielleicht aus jetzt erstmal der ReferendarInnenperspektive grundlegende Bedenken schildern, die sehr aus unserem Alltag hervorgehen. Auch wir sehen uns einem enormen psychischen Druck ausgesetzt, der auch in vielerlei Hinsicht oft dazu führt, dass die Personen eben im Zweifel davon absehen, das zweite Examen überhaupt anzusteuern und halten die Ausbildung für oft ineffizient, veraltet, überladen und oft auch ungerecht. Ein großer Punkt und ich finde fast der wichtigste, das betrifft die Ausbildung an sich während des Examens, ist die AG-Station. Es ist grundsätzlich eine super Idee, dass wir Stationsarbeit und AG verquicken, aber die AGs sind vollkommen unzureichend. Das liegt allein daran schon, dass die AusbilderInnen überhaupt gar nicht das hauptamtlich machen. Die müssen das neben irgendwie ihrem Hauptamt, und wir hören ja, die Leute sind überfrachtet und überarbeitet, noch irgendwie dazwischen gequetscht kriegen. Das heißt, wir sind oftmals totaler Willkür ausgeliefert, wer uns da jetzt ausbildet. Oft sind die Materialien vollkommen unzureichend, wenn nicht sogar überhaupt gar nicht da, gar nicht gegeben. Und so herrschen extreme Qualitätsunterschiede zwischen den AGs. Und das könnte eigentlich der Moment sein, wo man wirklich die Leute gut ausbildet. Das könnte ein Moment sein, wo die Leute Spaß dran haben, vernünftig lernen und sich dann eben auch gut auf das Examen vorbereitet sehen. So ist das jetzt gerade überhaupt nicht der Fall. Und selbst wenn wenn schlechte AG-Leitende evaluiert werden, dann muss oft das Kammergericht doch noch auf sie wieder zurückgreifen, weil es einfach nicht genug Personal dafür gibt. Also das ist wirklich ein Punkt, den kann man leicht angehen und das wäre extrem wichtig. Dann weiter in der Vorbereitung ein ganz großes Thema, das Tauchen. Wir müssen uns vernünftig vorbereiten können auf dieses Examen. Es hieß gerade schon, die Stoffmenge ist gewaltig. Es ist wirklich, wirklich viel. Und man kann nicht erwarten, dass man das in der Kürze dieser Zeit, die einem bleibt, dann wirklich effizient gewährleistet bekommt. Es muss eine Zeit geben, in der man sich wirklich auf die Examensvorbereitung konzentrieren kann. Da ist ja auch an sich nichts Verwerfliches dran. Wenn man 9 Monate Anwaltsstation hat, die Stationen davor sind auch 3 Monate lang, dass diese 9-monatige Anwaltsstation im Zweifel verkürzt wird, damit man sich eben vorbereiten kann oder wenigstens die Möglichkeit besteht, sich den Examenstermin frei auszuwählen. Also wenn man das Gefühl hat, ich bin noch nicht gut genug vorbereitet, das im Zweifel auch nach hinten schieben zu können und dann im Zweifel ohne Vergütung sich weiter vorzubereiten. Die Unterbehaltsbeihilfe, auch ein Punkt, der immer wieder auftritt, die ist einfach extrem gering. 1.300 € um den Dreh in Berlin, das reicht für viele Leute nicht. Das heißt, viele Menschen müssen nebenher arbeiten, haben dann eine zusätzliche Mehrbelastung. Das betrifft natürlich dann auch wieder vermehrt Menschen, die sowieso schon unterprivilegiert sind. Das heißt, sie haben dann wieder ein Problem mit Chancengerechtigkeit.
gerade auch die Leute, die im Zweifel auf eine Nebeneinkunft angewiesen sind, haben auch keine Möglichkeit, die zahlreichen privaten und kommerziellen Repetitorien wahrzunehmen, sowas wie den Klausurenkurs. Auch das ist nur mit Bezahlung möglich. Also hier haben wir dann wieder ein Riesenproblem mit Chancengerechtigkeit, dass die Menschen im Zweifel unterschiedlich vorbereitet in das Examen gehen können, weil manche eben noch arbeiten müssen oder nicht. Auch das kann man über die Unterhaltsbeihilfe steuern. Ja, und am Ende steht dann eben dieses große, sagenumwobene Examen, auf das ein extremer Druck irgendwie sich anhäuft. Und ich kann mich dann meinem Vorredner nur anschließen, da bedarf es dann wirklich grundlegender Reformen. Da kann ich jetzt mich doof und dusselig reden, was mir alles einfallen würde, von genau Stoffreduzierung, Ruhetagen zwischen den Examina, überhaupt mal darüber nachzudenken, warum es überhaupt eine große Prüfung am Ende von dieser langen Ausbildung bedarf, ob man das nicht auch stückeln kann, ob man nicht, wenn wir uns doch schon praktisch vorbereiten sollen, die praktische Zeit mit in die Bewertung auch mit einbeziehen. Also diese Stationsarbeit, die ist doch eigentlich das Herz dieser Ausbildung, dieses zweiten Examens. Warum wird das dann nicht mit einbezogen? Ja, Korrekturen. Es gibt eine Studie, die ist auch, also sowieso, es fehlt ja leider, abgesehen von an Studienlage, aber die zeigt, dass es im Durchschnitt einen Unterschied zwischen den Korrekturen von über 6 Punkten zwischen den verschiedenen Klausuren geben kann. Also dann eine intransparente Note am Ende zu bekommen, all das sorgt für große Unzufriedenheit unter den ReferendarInnen. Und das ist schade, denn es ist ja letztendlich genau ein tolles Fach und ein toller Beruf. Und darauf ist es ja in unser aller Interesse, dass wir da gut drauf vorbereitet werden und ernst genommen werden. Also ja, vielen Dank. Vielen Dank. Es folgt nun Herr Dr. Neubart. Bitte sehr. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Frau Senatorin, sehr geehrte Frau Präsidentin des GJPA. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist eine besondere Ehre. Mein Name ist Wendelin Neubert und ich bin Rechtsanwalt und Lehrbeauftragter an der BSP Business and Law School hier in Berlin, unterrichte dort öffentliches Recht. Aber mein Hauptberuf ist die juristische Ausbildung. Ich bin seit vielen Jahren Mitgründer und Chefredakteur des juristischen digitalen Fachverlags Jurafuchs. Und freue mich sehr, dass auch unsere Perspektive hier Eingang finden kann. Ich glaube, nach den Vorreden ist klar geworden, wir haben großen Handlungsbedarf. Der juristische Fachkräftemangel, der immer mehr aufzieht, der beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit und auch die Qualität in Justiz und kann zur Gefahr für unseren Rechtsstaat werden. Doch wo nehmen jetzt die ganzen Leute her? Sie haben es ja auch geschrieben, es machen immer weniger dieses Studium mit, diese Ausbildung mit. Wo nehmen wir die eigentlich her? Und wenn man die Studienlage sich anschaut, dann merkt man, ja, sie sind unzufrieden mit dem Ausbildungssystem, mit der Qualität der Ausbildung, mit den Prüfungsleistungen. Und wenn wir wieder mehr Menschen in die juristische Ausbildung und die juristischen Berufe bringen wollen, wir brauchen mehr und wir müssen sie besser ausbilden. Wenn wir mehr brauchen, wenn wir wieder in die Ausbildung bringen wollen, müssen wir sie besser ausbilden. Das muss uns gelingen. Und es erscheint mir, trotz der vielen Vorschläge, die kursieren, nicht wirklich zielführend, die große, große Reform zu fordern. Warum? Diese große Reform, die Sie alle zu Recht fordern, in vielen Punkten notwendig ist, die steht, deren Umsetzung steht in den Sternen. Also bis das, was Sie fordern, auch zu Recht fordern, vergehen 20 Jahre und wir haben nicht 20 Jahre. Deshalb möchte ich Ihnen heute 3 konkrete Reformvorhaben vorschlagen, die das Land Berlin gewinnbringend umsetzen kann. Erstens plädiere ich für Verbesserungen der Ausbildungsbedingungen in Studium und Referendariat. Die hinreichende Vorbereitung auf das erste Staatsexamen ist schon vielerorts ein Problem. Wir haben es gehört, es gibt Untersuchungen, dass zwischen 70% und 90% aller Studierenden ein privates Repetitorium vor dem ersten Staatsexamen besuchen. Und dieser traurige Zustand ist aber nicht alternativlos. Eine mögliche Lösung gibt die Universität Passau vor. In Passau gibt es sogenannte Lehrprofessuren. Die werden besetzt von herausragenden Persönlichkeiten, die didaktisch hervorragend sind und die Lust haben, den Leuten was beizubringen und sich auf die Lehre zu fokussieren. Und die dortige Examensvorbereitung ist so gut und so beliebt, dass 85% aller Studierenden in Passau das erste Examen ohne privaten Repetitor meistern. Ein Beispiel. Auch im Referendariat, haben wir auch schon gehört, kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen, besteht Verbesserungsbedarf, auch wenn vieles auch sicher sehr gut läuft, muss ich auch mal dazu sagen. Aber die Qualität der Ausbildung hängt zu sehr, wie Sie auch sagten, von den Ausbildern und Ausbildern ab. Viel zu sehr, es hängt davon ab, wen Sie treffen, auf wen Sie groß zufälligerweise stoßen und wie gut die Lernunterlagen sind. Und auch dort gibt es Lösungen, da kann man sich auch an anderen orientieren. Ein Beispiel ist Nordrhein-Westfalen. Das Justizministerium Nordrhein-Westfalen entwickelt seit kurzem einheitliche Ausbildungsunterlagen. Und diese einheitlichen Ausbildungsunterlagen werden für alle Stationen außer der Anwaltsstation bereitgestellt und die kommen allen Referendarinnen und Referendaren und den Ausbildern gleichermaßen zur Verfügung. Alle Referendarinnen und Referendare haben die gleichen Lernunterlagen, das gleiche Qualität
Und die Ausbilder und Ausbilder, also die Richterinnen, Staatsanwälte, Beamte, die können sich konzentrieren auf die Vermittlung von Fähigkeiten, müssen keine eigenen Aufgaben erstellen. Der größte Verbesserungsbedarf vom Referendariat besteht leider in den Arbeitsgemeinschaften in der Rechtsanwaltsstation. Die Vertreterinnen und Vertreter meiner Zunft, die die Arbeitsgemeinschaften leiten, die sind leider in meinen Augen und in den Augen der Untersuchungen, die wir dazu gemacht haben, zu oft nicht gut genug befähigt, um die Referendarinnen und Referendare aufzubilden. Es liegt auch in der Natur der Sache. Ja, exzellente, brillante Anwältinnen und Anwälte, die eine hervorragende anwaltliche Ausbildung im Referendariat gewährleisten könnten, die haben schlicht viel zu viel zu tun und zu wenig Anreize, um ihre Mandatsanwaltarbeit einzutauschen gegen die Ausbildungsarbeit im Auftrag des Kammergerichts. Und hier würde ich als Lösung Folgendes vorschlagen, zwei Bestandteilen. Erstens, schaffen Sie die rechtsanwaltschaftlichen Arbeitsgemeinschaften ab. Lassen Sie sie einfach weg. Und Sie sparen dem Steuerzahler eine Menge Geld und den Referendaren und Referendaren eine Menge Zeit. Und der zweite Punkt, entwickeln Sie zum anderen, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Rechtsanwaltskammer Berlin, hochwertige Schulungseinheiten für die Anwaltsstation. Die können Sie digital allen Referendaren und Referendaren zur Verfügung stellen. Und da haben Sie dieses Problem auch gelöst. Es gibt noch viele andere Reformvorschläge, insbesondere was die Prüfungsbedingungen abschließt. Aber zum Schluss möchte ich als Digitalisierungsunternehmer noch was sagen. Ich denke, Sie sollten auch mehr Digitalisierung in der juristischen Ausbildung ermöglichen. Denn Digitalisierung ist zwar kein Selbstzweck, aber sie ermöglicht große Potenziale zur Steigerung der Lernleistung. Die Lernwissenschaft weiß schon seit über 10 Jahren, dass digitalisierte Lernmittel zu besseren Lernergebnissen führen als die klassische Ausbildung. Deshalb möchte ich dazu einladen, dass Sie Leute in den Universitäten, in den Fakultäten und am Kammergericht finden, die dieses Know-how entwickeln und auch zu einer besseren Digitalisierung beitragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Neubert. Das war eine Punktlandung. Und nunmehr Frau Dr. Teschner, bitte. Vielen Dank. Ihr Mikro, Frau Präsidentin, genau. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Senatorin. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Abgeordnete, ich freue mich außerordentlich, dass ich die Einladung zu dieser heutigen Veranstaltung bekommen habe und mit Ihnen über die Reform zur juristischen Ausbildung sprechen kann bzw. hierzu Stellung nehmen darf. In den letzten beiden Tagen habe ich in meiner neuen Funktion als Präsidentin des GJPA an der Sitzung des bundesweiten Koordinierungsausschusses Juristenausbildung teilgenommen. Und dort wurde das heutige Thema sehr intensiv und eingehend behandelt. Ich kann also heute vielleicht auch höchst aktuelle Informationen beisteuern. Ich kann Ihnen zudem, und da greife ich etwas auf, was eben schon viel von Erfahrungen berichten aus der gerichtlichen Ausbildung, nämlich aus meiner Zeit als Vizepräsidentin am Landgericht, eine Tätigkeit, die ich die letzten 8 Jahre ausgeübt habe und wo ich viele Erfahrungen gewonnen habe im Rahmen der Qualifizierung des juristischen Nachwuchses, also sowohl der Referendarausbildung als auch der Proberichterinnen und Proberichterheranführung an das Berufsbild. Ergänzen kann ich, soweit von Ihnen gewünscht, in der Diskussion Aspekte beisteuern aus meiner früheren Tätigkeit. Da war ich Leiterin des Prüfungsamtes für die notarielle Fachprüfung, ein gemeinhin plakativ gern als drittes Staatsexamen bezeichnetes Prüfungssystem, wo durchaus einige Diskussionspunkte wie etwa die Menge des Prüfungsstoffes und die psychische Situation identisch sind. Dies vorausgeschickt möchte auch ich betonen, dass wir qualifizierten juristischen Nachwuchs dringend benötigen. Das weiß ich insbesondere aus meiner früheren Tätigkeit am Landgericht. Deshalb muss juristische Ausbildung attraktiv sein, da gebe ich allen recht. Sie muss aber auch Qualitätsstandards erfüllen. Und in dieser Kombination beider Elemente liegt eine große Herausforderung. Und umso wichtiger ist es, dass wir hier in einen Diskurs gehen. Und an der Stelle möchte ich nochmals sagen, dass ich mich ausgesprochen freue, dass ich an diesem Diskurs hier heute teilnehmen darf. Vielleicht sage ich zunächst mal etwas zum Standort Berlins und zum Referendariat. Ich teile die Einschätzung von Frau Senatorin Dr. Badenberg, dass Berlin ein sehr attraktiver Ausbildungsstandort ist, um mit der Einführung des E-Examens und des integrierten Bachelors, in beiden Fällen hat Berlin eine Vorreiterrolle eingenommen, noch weiter an Attraktivität gewonnen hat. Die Attraktivität ist belegt einerseits durch die Anziehungskraft der Hochschulen und zudem durch die hohe Zahl der Referendarinnen und Referendare, die in dieser Stadt ihr Referendariat anstreben. Das führt indes auch dazu,
dass die Referendarinnen und Referendare regelmäßig auf Wartelisten in Berlin geführt werden müssen, weil eben so viele hier ihr Referendariat ablegen wollen. Sie müssen dann die Zeit bis zur Einstellung häufig überbrücken. Angesichts dessen ist die Erhöhung der Zahl der Ausbildungsplätze für Referendarinnen und Referendare pro Jahr, die ja jetzt ansteht, absolut zu begrüßen. Gleichzeitig ist es aber wichtig, dass eine hohe Qualität dieser Ausbildung in der Station und in den Arbeitsgemeinschaften, das klang bei Frau Lahme schon an, sichergestellt ist. Denn nur wenn die Ausbildung attraktiv ist, können wir Referendarinnen und Referendare für die Rechtspflege auch wirklich dauerhaft begeistern. Zur Qualitätssicherung der Ausbildung gehören zum einen Fortbildungen zur Gestaltung der Stationsausbildung und zur Didaktik für Arbeitsgemeinschaftsleitende. Beides wird in Berlin angeboten. Dennoch bleibt eine große Herausforderung für die Praxis, engagierte Arbeitsgemeinschaftsleitende zu finden und diese zu binden. Zudem ist es eine Herausforderung, dass die Ausbildenden in der Station, sehen Sie es mir nach, dass ich auch da wieder die Richterinnen und Richter am Landgericht als Beispiel anfüge, vor der schwierigen Aufgabe stehen, neben ihrer großen ohnehin bestehenden Arbeitslast, sich auch engagiert dem beruflichen Nachwuchs zu widmen. Gerade dieser Aspekt ist mir aber besonders wichtig, denn diese Arbeitslast ist natürlich auch spürbar für die Referendarinnen und Referendare in der Ausbildung. Und da liegt so eine gewisse Wechselwirkung. Wenn das nicht attraktiv wirkt, das Berufsbild, dann ist es auch schwierig, dauerhaft Leute für das Berufsbild zu begeistern. Mit dem Thema Qualität der Ausbildung möchte ich zu der aktuellen Reformdiskussion über die Ausgestaltung der juristischen Ausbildung kommen. Die Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister hat in diesem Jahr festgestellt, das klang hier schon häufig an, dass grundlegender Reformbedarf nicht besteht. Wie immer bei Juristen, dass die Bedeutung liegt im Detail oder dahin, was man hinter dem Wortlaut zu verstehen hat. Ich teile die Auffassung aus meiner fachlichen Sicht und aus meinen verschiedenen bisher ausgeübten juristischen Berufen, dass grundlegender Reformbedarf nicht besteht. Aber was bedeutet grundlegend? Die Grundlagen der juristischen Ausbildung des Volljuristen sind belegt durch die einheitliche Ausbildung, also dass die juristischen Berufszweige alle eine einheitliche Ausbildung erzielen. Nur diese Ausbildung stellt sicher, dass angehende Juristinnen und Juristen eine breit angelegte Ausbildung, sowohl was Fachkenntnisse als auch Methodenkompetenz, erwerben. Außerdem ermöglicht die einheitliche Ausbildung ein hohes Maß an Flexibilität für das spätere Berufsleben. Und dies auch für weitere Qualifizierungen. Ich möchte an dieser Stelle nur erwähnen, Fachanwaltschaft oder das von mir eingangs gewählte Anwaltsnotariat. Die zweistufige mit Staatsexamen abgeschlossene Ausbildung genießt ein hohes Maß an Akzeptanz und, so möchte ich sagen, auch ein hohes Maß an Vertrauen der Rechtssuchenden und der Gesellschaft insgesamt. Wenn man sich aber die Formulierung noch mal anschaut, grundlegender Reformbedarf besteht nicht, dann lässt diese Formulierung durchaus offen, dass wir Überlegungen anstellen sollten, wie man die Ausbildung weiter verbessern kann. Der von mir eingangs erwähnte Koordinierungsausschuss Juristenausbildung hat die Untersuchung Jurist und Juristin der Zukunft gestartet und in diesem Frühjahr einen Bericht hierzu vorgelegt. Liebe Frau Dr. Teschner, ich muss Sie darauf hinweisen, dass wir schon bei 6 Minuten 55 sind. Und ich mache es kurz. Danke. Da sind mehrere Punkte, von denen ich nur drei herausgreife, weil sie gerade fielen, nämlich Reformbedarf bei der Sensibilisierung der Lehrenden für Stress und für den Stress der Studierenden, die Vermittlung von Soft Skills und mehr Praxisbezug im Studium. Und zu diesen Themen plant der Koordinierungsausschuss, den Deutschen Juristen- und Fakultätentag, also die Vertretung der Lehrenden, und den Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften mit in die Vertretung der Lernenden, zu einer gemeinsamen Kick-Off-Veranstaltung einzuladen, um sich diesen Themen aus dem Bericht weiter zu widmen.
Lassen Sie mich zusammenfassend, und ich nehme einfach mal die eine Minute von Herrn Bußmann-Welsch, wenn ich darf, noch dazu, feststellen, dass die Diskussion über die zukünftige Ausgestaltung der Juristenausbildung sehr wichtig ist, aber eben von ganz vielen Facetten geprägt ist. Und dass es gerade deswegen wichtig ist, dass man dazu in einen Diskurs geht. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich kann hier nicht vertuschen, dass Sie 3 Minuten über der Zeit sind. Wir berücksichtigen das in der zweiten Runde. Ja, da fühlen Sie sich dann bitte freier, die anderen 3 anzuhören, damit wir Waffengleichheit haben, wobei ich gar nicht feststellen kann, dass es große Widersprüche gibt. So, dann kommen wir jetzt zur Beratung. Und ich habe schon 6 Wortmeldungen wahrgenommen. Eine 7. kommt dazu. Ich lese einmal vor, das sind die Kolleginnen und Kollegen Hermann, Wallander, Dr. Wandrei, Lehmann, Schlüsselburg, Dörstemann und Brusek. Habe ich jemanden übersehen? Kollege Dr. Nass noch? Wir machen das jetzt so, meine Damen und Herren, dass die Kolleginnen und Kollegen Stellung nehmen, und danach würde ich dann auch mal die Möglichkeit zur Replik eröffnen. Danach fängt jetzt an der Kollege Hermann, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Im Namen der CDU-Fraktion und auch in meinem Namen auch von uns noch mal herzlich willkommen an unsere 4 Anzuhörerinnen. Vielen Dank für Ihre einleitenden Statements. Manche etwas schneller, deswegen in den 5 Minuten, manche etwas langsamer, aber mindestens genauso gehaltvoll, deswegen etwas länger. Aber in der Summe viele, viele wichtige Gedanken. Um etwas Wasser in den Wein zu kippen, ich würde heute hier nicht bohren und ich würde auch nicht sägen, weil ich glaube, dass die Ausbildung, wie sie aktuell praktiziert wird, mit dem Ziel eines Einheitsjuristen, hat sich bewährt. Also grundlegenden Reformbedarf sehen wir nicht. Wir sehen natürlich durchaus Probleme. Einiges ist davon eben schon angeklungen. Aber ich würde den Blick etwas weiter fassen. Wenn Sie jetzt schildern, wie unzufrieden Auszubildende, Studierende mit der juristischen Ausbildung sind, dann mag das so sein. Es ist, glaube ich, aber auch dem aktuellen Zeitgeist geschuldet, weil wenn ich mir daneben lege, generell die Abbrecherquote an Universitäten in Deutschland liegt bei 33%, an den Fachhochschulen bei 23% und auch bei den Berufsausbildungen haben im letzten Jahr 155.000 Auszubildende ihre Berufsausbildung vorzeitig abgebrochen. Das sind 29,5%, und wenn man es noch mal runterbricht, im Handwerk sogar 36,7, weil man eben beim Bäcker vielleicht etwas eher aufstehen muss und arbeiten muss, bei den freien Berufen immerhin noch 34,7, sodass ich glaube, es ist eben kein Problem nur der juristischen Ausbildung. Es ist auch ein Problem, wie sich Gesellschaften entwickelt haben, welches Anspruchsdenken besteht, Work-Life-Balance. Das sind alles Punkte, die Sie jetzt nicht ins Feld geführt haben, aber ich glaube, die man schon mit berücksichtigen muss, wenn man sich das Ganze anschaut. Und klar ist doch auch, mit dem Anspruch, wir wollen einen starken Rechtsstaat, wir wollen gute Juristen, müssen wir schauen, was ist dafür notwendig? Man kann natürlich jetzt versuchen, Ausbildungsinhalte zu reduzieren, wie es angeklungen ist, zu sagen, wenn neuer Stoff reinkommt, muss alter Stoff rausfliegen. Ob das aber dann den Erwartungen gerecht wird, die wir an unsere Justiz haben. Als Mitglied des Richterwahlausschusses sage ich, nein, wir brauchen gute Examen und wir brauchen natürlich Juristen, die breit aufgestellt sind, die tief aufgestellt sind. Und das funktioniert eben nur mit einer entsprechend breiten und tiefen Ausbildung, damit am Ende dann gute Juristen rauskommen. Was Sie richtig angesprochen haben, natürlich, da sind wir Juristen immer etwas schwerfälliger, das Thema Digitalisierung. Ich merke jetzt als Rechtsanwalt, wir kriegen aktuell ganz, ganz viel Werbung zu Themen wie KI und so weiter. Also das ist schon spannend. Die Debatte ist ja gesellschaftlich schon längst durchdiskutiert, sage ich mal. An vielen Stellen ist KI schon State of the Art und mittlerweile erreicht es auch die Justiz. Natürlich ist das wichtig und diese Inhalte müssen wir stärker auch in der juristischen Ausbildung berücksichtigen. Da können wir sicherlich, so hat es ja auch Frau Dr. Techner gesagt und auch Herr Dr. Wendlin, da müssen wir ganz viel noch dazulernen. Das ist sehr wichtig, um uns dort zu befähigen.
Wir müssen das eben, glaube ich, nicht grundsätzlich, sondern an den Stellen, wo es notwendig ist. Und so hat es ja auch die JuMiKo formuliert, was den Einfluss, ich zitiere mit Erlaubnis des Vorsitzenden, was den Einfluss der Digitalisierung auf die volljuristische Ausbildung anbelangt, insbesondere die Vermittlung von IT-Kompetenz, den Einsatz von Legal Tech und die Verwendung von KI, wird beauftragt, Entwicklung weiterhin zu beobachten, erfordernfalls mit Akteuren und Akteuren in einen Austausch zu treten. Also das, wo es Best-Practice-Beispiele gibt, natürlich dann auch gegebenenfalls auf andere Bundesländer zu übertragen. Berlin selber, auch das ist eben angeklungen, ist mit dem E-Staatsexamen, mit den digitalen Klausuren Vorreiter. Und insofern haben Sie recht, wenn wir sagen, man schaut auch auf Berlin, aber das kann man jetzt schon schauen und es ist gut. Das heißt nicht, dass man nicht auch noch mal eine Schippe draufpacken kann in diesen Bereichen und weitermachen muss. Aber ich glaube, wir sind dort auf einem sehr guten Weg. Und Frau Dr. Teschner hat es ja eben doch richtig ausgeführt. Wir haben lange Wartelisten, wir haben große Bewerbungsfelder. Und ich glaube, wir müssen wirklich schauen, dass wir nicht, indem wir Anforderungen absenken, indem wir vielleicht sogar, auch das ist eben angeklungen, auf Examina verzichten, vielleicht die praktischen Stationen, die man sich ja auch selber sucht. Da gibt es ja auch den einen oder anderen, der sich dann etwas sucht, wo er vielleicht jemand kennt und das Ganze dadurch etwas angenehmer gestalten soll, gerüchteweise. Anwesende Kolleginnen und Kollegen mit Staatsexamen natürlich ausgenommen. Lieber Florian Dostemann, ja, hat schon Sorge. Du warst nicht gemeint, ich habe dich auch nicht angeschaut. Aber ich will nur sagen, auch das ist ja nicht das Allheilmittel, sondern ganz im Gegenteil, wir müssen eben schauen, was funktioniert. Ich finde den Vorschlag von Herrn Dr. Wendelin zu schauen, Quatsch, von Herrn Dr. Neubert, Sie sehen es mir bitte nach, ich unterstreiche mir das mal, das ist mir sonst noch, passiert es noch mal, aber wenn man mal wieder drauf guckt, dann passieren leider Fehler, Sie sehen es mir bitte nach, Herr Dr. Neubert, dann kann man natürlich schauen, ob man mit solchen Lerninhalten, wenn man sie standardisiert, sicherlich auch den Prozess noch mal anders standardisiert und vielleicht dann auch eine bessere Vergleichbarkeit ermöglicht. Und abschließend für uns noch mal, es sind ja noch weitere Kollegen meiner Fraktion dabei, also wir würden nicht an den Grundfesten rütteln wollen, wir sehen keinen grundsätzlichen Reformbedarf, wir wollen eher an den Stellen, wo es notwendig ist, mit dem Ziel, gute Examina und gute Einheitsjuristen am Ende dann auch zu erhalten, für die Berliner Justiz, gerne natürlich auch für die weiteren juristischen Berufe, an den Stellschrauben schrauben, an denen es notwendig ist. Aber wir wollen hier weder mit Hammer noch mit Säge noch mit Bohrer irgendwo an die Grundfesten der Juristenausbildung, wie wir sie kennen, wie wir sie absolviert haben, rangehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Es folgt der Abgeordnete Wallender. Bitte sehr. Ja, vielen Dank auch an die Anzuhörenden für Ihren engagierten Vortrag. Ich glaube, dass wir hier schon doch einige Punkte gehört haben, über die man zumindest reden sollte und die auch meines Erachtens von der Justizsenatorin berücksichtigt werden sollten bei der Frage, wie man denn die Juristenausbildung in Berlin gestaltet. Ich hätte ja noch ein paar Nachfragen natürlich an die Anzuhörenden. Einmal, was halten Sie denn eigentlich von diesem Vorstoß jetzt von CDU und SPD, eine Justizassistenz einzuführen im Land Berlin für die Rechtsreferendare als sozusagen Nebentätigkeit während des Referendariats? Es wurde ja auch gerade angesprochen, das ist ja eine hohe, ohnehin schon eine recht hohe Belastung während des Referendariats gibt von Seiten der Referendare. Wird das also begrüßt oder eher kritisch gesehen? Dann hätte ich noch eine Frage hinsichtlich der, das geht mehr noch an die Senatorin, an die Rechtsreferendarsvergütung in Berlin. Also eben wurde monatlich irgendwie 1.300 Euro erwähnt. Ich habe jetzt gefunden, es sind jetzt 1.537 Euro ungefähr. Wie hat sich die denn entwickelt, die Referendarsvergütung im Land Berlin während der Inflationszeit, die wir in der Vergangenheit hatten und der ganzen Preissteigerung? Zum Beispiel Hessen hat ja eine wesentlich höhere Spitzenvergütung für Referendare von 1.633 bis 1.682 Euro. Plant das Land Berlin, sich da an Hessen zu orientieren oder sind dort keine
keine Anpassungen vorgesehen. Das andere bezieht sich dann auf den Punkt der universitären Repetitorien, insbesondere diese Idee, sie öffentlich zu finanzieren. Gibt es denn da auch Pläne im Berliner Senat, im kommenden Landeshaushalt möglicherweise so etwas zu finanzieren oder auf den Weg zu bringen? Gab es natürlich mehrere Punkte, die sich bezogen haben auf, kann man nicht die Examensprüfungen flexibilisieren, zum Beispiel eben in der freien Wahl des Examenstermins und der Stückelung von Klausuren. Da geht eben meine Frage dann eben auch an die Senatorin. Gibt es dort eben Vorstellungen, dort ranzugehen an dem Bereich, oder soll das alles so bleiben, wie es ist? Zum Kollegen Herrmann muss ich vielleicht noch sagen, ich denke mal, das Examen zu Ihrer Zeit und auch zu meiner Zeit war doch noch ein anderes als das heutige Examen. Ich würde mal sagen, dass der Umfang der EU-Rechtsprechung und der EU-Rechtsetzung damals noch eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Und auch natürlich die, Komplexität des Rechts und die Spezialisierung hat doch enorm zugenommen, und eine Generalisierung oder also dieses, die Idealvorstellung, die wir durchaus früher zu unserer Zeit natürlich hatten, dass sozusagen der Jurist alles, ein Alleskönner sein muss, das ist ja nur noch sehr schwierig mit der, mit der steigenden Komplexität des Rechts. Und da muss man natürlich durchaus berücksichtigen, dass man also, dass es nicht nur die Faulheit der Generation Z sein muss, die jetzt sozusagen dazu führt, dass vielleicht die Examensergebnisse nicht so gut sind, sondern vielleicht muss man tatsächlich da doch dann drüber nachdenken, dass man zumindest die Stoffmenge etwas entschlackt, wieder, und auf das Wesentliche reduziert, auf die Kernbereiche. Da würde ich also Ihnen nicht ganz zustimmen. Ansonsten eine letzte Frage an die Anzuhörenden noch. Wie sieht es aus eigentlich mit KI-Einsatz für die Unterstützung der juristischen Ausbildung? Gibt es da nach Ihrer Kenntnis irgendwelche Initiativen oder irgendwelche Gruppen oder irgendwelche Projekte, die sozusagen versuchen, diese neue Technologie sozusagen als Unterstützungs-Lerntechnologie irgendwie sozusagen in die Juristenausbildung mit zu integrieren? Haben Sie da vielleicht irgendwas zu, wo Sie was zu sagen können? Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Es folgt Frau Kollegin Dr. Wandrei. Ja, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Also an die Faulheit der Generation Z oder irgendeiner anderen Generation glaube ich nicht. Ich glaube, es ist für alle Generationen, auch für die jetzige, wichtig, gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich finde nach wie vor, Jura ist ein ganz tolles Fach. Ich habe ja nicht nur selbst Jura studiert, sondern ich war auch lange Mitglied des Richterwahlausschusses, und ich finde, dass es da so wahnsinnig beeindruckende Juristen und Juristinnen gibt, die sich da um den Richterdienst bewerben mit ganz tollen Lebensläufen, die auch neben tollen Examen viele andere Sachen, Praktika in sozialen Bereichen und so weiter gemacht haben, was heute auch zu den Soft Skills oder zu einer Persönlichkeitsentwicklung gehört, neben den Examensnoten. Ich habe einige Fragen an die verschiedenen Anzuhörenden und würde mal der Reihenfolge nach mit Herrn Bußmann-Welsch beginnen. Sie hatten ja gesagt, der Stoffkatalog müsse reduziert werden. Also ich denke auch, dass der immens gewachsen ist und dass man nicht immer nur neue Sachen da reinstopfen kann, wenn man nicht alte Sachen rausnimmt. Ich hatte eingangs bei der Begründung des Besprechungspunktes auch gefragt nach den Schwerpunkten, beispielsweise kritische Justiz, Verhandlungsführung und so weiter. Was meinen Sie denn zu den inhaltlichen Schwerpunkten? Also es geht natürlich auch an die anderen Anzuhörenden. Welche müssen, also neben den klassischen Fächern, wie dass man natürlich das BGB und das StGB und so weiter kennen muss, was gehört zu den Schwerpunkten, die im Moment zu wenig berücksichtigt sind und mehr rein sollten? Welche könnten vielleicht eher entfallen? Die Frage Repetitorien vom Staat, die ist ja bei verschiedenen Anzuhörenden angeklungen.
Die Frage ist natürlich, wenn man die durch den Staat finanzieren lassen möchte, braucht man ja auch Leute, die das machen. Wir haben ja überall einen Personalmangel. Das haben wir eben schon bei der mündlichen Fragestunde bei den Dozenten für den Rechtspflegerberuf gehört. Das gilt aber auch für Hochschulprofessoren und so weiter. Woher soll man die Leute nehmen? Wäre es eine Möglichkeit, dass man sagt, man nimmt die von den jetzigen privaten Repetitorien, weil da gibt es ja nun mal gute Leute. Also jeder, der ein Jura-Examen gemacht hat und bei Altmann Schmidt war, weiß, dass es da qualifizierte Leute gibt. Könnte man die nicht auch dazu gewinnen, als staatliche Repetitoren oder Repetitorin tätig zu werden? Ich finde den von Ihnen angesprochenen Stakeholder-Prozess ganz gut. Das ist natürlich sehr aufwendig. Ich finde den aber schon ganz gut, weil man das so ein bisschen offener gestaltet und mehr in die Gesellschaft verlagert. Und da wäre meine Frage an die Senatsverwaltung, ob denn da auch Bereitschaft bestünde, so einen längeren offenen Prozess zu unterstützen und gegebenenfalls ja auch zu finanzieren. Dann komme ich zu Ihnen, Frau Lahmer, auch an Sie vielen Dank, vor allem, weil Sie ja direkt aus der Praxis der Referendarinnen berichten. Ich glaube auch, dass die AG-Leiter komplett überlastet sind, also insbesondere wer Anwältin oder Anwalt ist und eine gut laufende Kanzlei hat und voll arbeitet als Anwalt oder Anwältin, weiß, dass man daneben überhaupt keine Lust hat, irgendwas Zusätzliches zu machen, schon gar nicht eine schlecht bezahlte Stelle wie einen AG-Leiterposten zu übernehmen. Das heißt, wer soll das machen oder soll man das vielleicht am besten ganz weglassen? Also ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, weil das bringt auf jeden Fall nichts daran festzuhalten, wenn es so schlecht läuft. Das weiß ich schon aus meinem Referendariat, was schon ziemlich lange zurückliegt, aber schon damals war es dasselbe Spiel. Man war da praktisch AG-Leitern ausgeliefert, die je nach Lust und Laune da ihre Sachen aus ihrem Anwaltsleben erzählt haben. Das war mal toll, wenn man zufällig jemand Qualifiziertes erwischt hat. Mal war das eher so eine Erzählung von Anekdoten, die dann lustig war, aber die einem für die Ausbildung nicht viel gebracht hat. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Punkt ist, wo man ran muss. Dann hatten Sie, Frau Lahme, das Problem Tauchstation angesprochen. Also ich glaube, das wissen alle, die Jura studiert haben, dass es gang und gäbe ist, weil man einfach die Zeit für die Vorbereitung aufs Examen braucht. Also ich bin eine Freundin davon, zu schauen, dass man eine Vorbereitungszeit gibt, wo man unbelastet von anderen Sachen, die man eigentlich machen müsste, sich wirklich aufs Examen vorbereiten kann. Das gilt auch für die Idee, die Examen zu stückeln. Das finde ich, kann man ja eigentlich relativ leicht umsetzen und auch ohne, dass es viel kostet, weil, also wenn man innerhalb von, weiß ich, 1, 2, 3 Wochen alle Rechtsgebiete runterbeten soll, das ist ja mehr oder weniger unmöglich und man kann nur auf Lücke lernen, wenn man alles gleichzeitig wissen muss. Es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit und da wäre es meines Erachtens ja ein leichtes, das weiter auseinanderzuziehen. Das könnte ein erster Punkt sein, der ja leicht umzusetzen ist. Dann komme ich zu Herrn Neubart. Sie hatten gesagt, Sie wollen keine Reform, lieber 3 kleine Schritte sozusagen. Also ich glaube, es schließt sich ja nicht aus. Man kann eine große Reform wollen, aber auch erstmal mit kleineren Schritten anfangen. Sie hatten unter anderem angesprochen Nordrhein-Westfalen mit den einheitlichen Unterlagen. Das fand ich eine sehr charmante Idee, weil da würde man ja sehr viel Arbeit abnehmen von den Leuten, die sich darum bemühen müssen. Und man hätte ja auch einen einheitlichen Standard und nicht so viele verschiedene Anforderungen. Also das finde ich einen Punkt, wo wir auch als Landesparlament weiter überlegen sollten. Ansonsten hatten Sie ja auch mit den AG-Leitern und diesem Vorbild Passau, das hatte ich ja praktisch eben schon abgehandelt. Frau Dr. Teschner, Sie hatten insbesondere angesprochen, Berlin ist ein toller Standort, finde ich auch. Es kommen ja viele Leute her zum Referendariat, aber auch schon zum Studium, die einfach auch, weil Berlin interessant ist, hier gerne studieren möchten und das Referendariat hier machen möchten. Die Frage ist natürlich dann immer hinterher, wie hält man die Leute auch in Berlin, damit die der Justiz in Berlin dann wirklich auch ein Gewinn sind. Dann hatten Sie noch mal den Punkt angesprochen, den hatte ich bei den anderen jetzt nicht so gehört, die Sensibilisierung für diesen psychischen Stress. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt, weil ich glaube, das ist was ganz viele Leute vom Jurastudium abschreckt,
dass Leute, die das studieren, davon berichten, in was für Extremsituationen die geraten, wenn sie in der Examensvorbereitung sind. Und das andere Leute auch sehr abschreckt. Das heißt, dieser Punkt psychischer Stress ist, glaube ich, einer, den wir beachten müssen. Und dann an alle gerichtet, letzte Frage. Ich weiß, dass wir viele Frauen haben, die Jura studieren und auch im Referendariat sind. Wo ich nicht genau weiß, ob wir da schon genug haben, sind Leute mit Migrationsgeschichte. Wir haben in Berlin, was ich aus meinem Anwaltsleben, was ich ja nebenher noch in zeitlich begrenztem Umfang ausübe, weiß, relativ weiße Richterbänke. Also es ist in der Richterschaft noch nicht sehr verbreitet, Leute mit Migrationsgeschichte zu haben. Wie könnte man das fördern, dass man das schon im Studium, aber auch im Referendariat fördert? Genau, das waren meine Punkte. Vielen Dank. Es folgt Herr Kollege Lehmann. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, wenn ich meinen Laptop auch in die Gänge kriege. Vielen Dank und vielen Dank an die Anzuhörenden. Wir könnten hier wahrscheinlich auch noch nach 17 Uhr sitzen und die Sache diskutieren. Und ich freue mich aber auch, dass diese Justizsenatorin so interessiert zuhört, weil das kann nur gut sein, dass sie das dann auch in die nächste JuMiKo mitnimmt oder auf die im Bundesrat vielleicht für Initiativen nutzt. Jedenfalls war es bis jetzt sehr interessant und wir sind uns auch einig, da finde ich auch besonders interessant, dass wir alle eine unterschiedliche Definition haben, was hier grundlegend heißt. Das ist irgendwie juristentypisch. Das heißt, wir müssten erstmal irgendwie ein Symposium abhalten und den Begriff definieren, dass wir alle vom selben Wort ausgehen. Aber wir sind ja dafür da, uns anzunähern und irgendeinen gemeinsamen Nenner zu finden. Ich glaube allerdings nicht, dass wir in der Justiz und in der Justizausbildung auf Abbrecherquoten anderer Genre gucken sollten, weil sich damit abzufinden, dass woanders auch schlecht ist, das war noch nie ein guter Ratgeber. Wir müssen halt mit der Zeit gehen und diese mehr als 200 Jahre alte Juristenausbildung ständig irgendwie an die Zeit und an die Erfordernisse anpassen. Und da sind wir uns aber auch einig, dass die Qualität bei jeglicher Anpassung wohl nicht die Exzellenz der deutschen Juristinnen nicht zu leiden hat und dass wir versuchen, dass das weltweit die deutsche Justizausbildung eben immer noch anerkannt ist. Ich habe mir allerdings eine Frage, ob die Justizministerkonferenz generell geeignet ist, sowas anzustoßen. Diese Frage hatte ich vorher schon und insofern war ich Herrn Bußmann-Welsch auch dankbar für die Locum 2.0. Dass größere Akteure alle einbinden, von allen Seiten beleuchten, das müsste das Ziel sein. Herr Dr. Bußmann-Welsch, also vielen Dank für die Klarstellung, auch dass die JuMiKo auf den alten Studiendaten oder auf alten NRW-Studiendaten beruht und auf einer kleineren Studie, das muss man halt immer dazu wissen, ne? Weil jeder irgendwas mit Brust und der Überzeugung sagt, glaubt es halt jeder. Aber der Nächste, der mit doppelter Geschwindigkeit redet, kriegt hier nur 2,5 Minuten. Die Frage ist, die geht aber an alle Anzuhörenden bitte. Wenn die Idee ist bei One In, One Out oder umgekehrt, was soll denn Out? Also was Neues In kommt, kann ich mir vorstellen. Wo fängt man denn an? Also Ehegatten 1300 ist bei mir gestrichen worden, da musste man am Ende nicht mehr drüber reden. BGB rede ich jetzt, als ich noch Jura studiert hatte, da gab es den noch. Der ist dann automatisch weggefallen, weil er nicht mehr im Gesetz stand. Aber wo gibt es denn Ideen, was rausfallen soll? Weil da geht es ja, glaube ich, hin. Frau Lahme, vielen Dank auch, dass Sie sich neben dem ganzen Stress mit der Referendarsausbildung auch für den Personalrat betätigen. Da bin ich als Sozialdemokrat immer begeistert, wenn jemand ehrenamtlich für Allgemeinheit gewerkschaftliche Tätigkeit sozusagen praktisch tut. Wenn die Arbeitsgemeinschaften nicht abschrecken, also Sie hatten so gesagt, dass die Qualität der Arbeitsgemeinschaft nicht gut ist. Also das ist auch ein Ansporn, die Qualität zu verbessern und generell das Studium zu verbessern, worüber ja insgesamt wir da sind. Weil wenn das Studium schön ist und man einen beispielhaften Arbeitsgemeinschaftsleiter, Leiterin hat, dann will man das vielleicht später auch mal machen. Also das würde sich multiplizieren in meinen Augen. Insofern ist dieses AG-Thema nicht ohne Grund. Und diese 6 Punkte hatten Sie angesprochen. Das war sogar mehr in der von Ihnen, 6,42 irgendwie, glaube ich, mich zu erinnern. Inwieweit würde denn da Digitalisierung, Kollege Herrmann hat es angesprochen, auch Digitalisierung, sogar KI hat er angesprochen, inwieweit würde denn KI, Digitalisierung helfen bei der Objektivierung der Lern- oder Studienleistung? Gibt es da schon Ideen? Kann man dazu irgendwas sagen? Weil ich glaube, das ist ja dann objektiver, als wenn es Menschen sind oder Zweitkorrekturen.
Herr Dr. Neubert hat mich sehr gefreut, dass er auf die Loslösung von den kommerziellen Repetitorien hingewiesen hat. Das spricht mir auch aus meiner sozialdemokratischen Seele. Kann nicht sein, dass jemand, um einen Abschluss zu bekommen oder besser zu werden am Ende im Referendariat, Geld bezahlen muss. Und wer Geld bezahlt und wer mehr Geld bezahlt, da fiel vorhin auch so eine komische Firma, die ich nicht wiederhole, das fand ich damals schon skurril, dass die Leute, die dann so lange arbeiten gehen, dass sie keine Zeit zum Lernen haben, aber das Repetitorium schaffen. Also diese Symbiose fand ich unsäglich damals schon. Frau Dr. Teschner, sehr schön, dass Sie das dritte Examen angesprochen haben. Das zeigt uns ja, dass es selbst mit dem zweiten nicht zu Ende ist. Und dass man auch, wenn man gute Examensergebnisse hat, dass man die ja braucht, um das dritte zu machen. Insofern müssen wir darauf Wert legen, dass diese Staatsübertragung vom Notarberuf auf zwei ersten Examen oder zwei Examen erstmal Fuß, die super gut sind, sonst kommen wir ja gar nicht erst zum dritten. Insofern ist das auch ein Grund, wenn die Staatsaufgaben dann übernommen werden. Pflichtfachkatalog hatte ich schon gefragt, was da rausfallen soll. Frau Dr. Teschner könnte vielleicht noch was dazu erzählen mit dem Pflichtfachkatalog, was da rausfällt, hatte ich mir gedacht. Wie erleben Sie denn mit den anderen JPAs, GJPAs gibt es vielleicht gar nicht woanders, aber wie ist denn da der Austausch über genau diese Themen? Gucken Sie mal, wie machen Sie denn das und wo kriegt ihr denn eure AG-Leiterinnen her? Das wäre spannend für mich mal zu erfahren. Ansonsten freue ich mich auf Locum 2.0, dass wir uns alle wiedersehen und fleißig weiter diskutieren, aber hoffentlich, dass wir es auch noch erleben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lehmann. Es folgt Kollege Schlüsselburg. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an alle Anzuhörenden für den Input. Die Linksfraktion ist sowohl der Auffassung, dass es grundlegenden Reformbedarf für die volljuristische Ausbildung gibt und ist gleichzeitig der Auffassung, dass man es nicht unterlassen sollte, im derzeitig bestehenden Korsett die notwendigen Anpassungen vorzunehmen. Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Als Vorbemerkung. Die erste Frage richte ich gerne an alle Anzuhörenden. In diesem Rechtsausschuss haben wir in dem vorangegangenen Teil dieser Wahlperiode im Zusammenhang mit der Teilung des Landgerichtes den geschätzten ehemaligen Präsidenten Herrn Mattisen hören dürfen, der einem Kollegen von der FDP entgegnet hat, dass das Ideal des Volljuristen ein Ideal ist und mit der Rechtswirklichkeit heutzutage in allen drei klassischen Berufsgruppen herzlich wenig zu tun hat. Und hat das dann ausgeführt am Beispiel der damals bestehenden Problematik an einem gemeinsamen Landgericht, zum Beispiel in die Situation versetzt werden zu müssen, Senate besetzen zu müssen mit spezialisierten StrafrechtlerInnen, die dann sehr komplizierte Sachen wie medizinisches Haftungsrecht machen müssen, um nur ein Beispiel zu nennen. Vor dem Hintergrund würde ich gerne von allen Anzuhörenden wissen, wie Sie das sehen und wie Sie welche Haltung Sie haben zu der Frage, ob es sinnvoll wäre, eine einstufige Ausbildung zu erreichen und wenn man das tun sollte, wie man dann konkret einerseits an und mit den Universitäten, andererseits mit dem staatlichen Sektor und auch den Berufsgruppen eine Verzahnung von sozusagen Praxis und Theorie so hinbekommt und das dann auch zu einem Abschlusssetting führt. Das würde mich interessieren. Die zweite Frage geht an Frau Dr. Teschner. Es ist der Aspekt Praxisleistung im zweiten Semester angesprochen worden und der Wunsch, diese stärker zu berücksichtigen. Da würde mich aus Ihrer Perspektive interessieren, wie Sie das bewerten und welchen Rechtsrahmen wir hier als Bundesland Berlin haben, dort gegebenenfalls etwas tun zu können, ohne in sozusagen Anerkennungsprobleme unserer Abschlüsse mindestens innerhalb der Bundesrepublik zu geraten. Eine Frage an den Senat, an die Frau Senatorin. Es ist auch angesprochen worden, die Prüfungsbedingungen im ersten und zweiten Examen möglicherweise dadurch zu verbessern, dass man die Prüfungstermine entzerrt. Und dazu kommt, dass man zum Beispiel sich en bloc etwas besser vorbereiten kann, zum Beispiel auf die Pflichtfachprüfung im Zivilbereich, dann ein bisschen Pause hat, sich konzentrierter mit mehr Entspannung vorbereiten kann auf die strafrechtlichen Klausuren oder auch auf die
öffentlich-rechtlichen Klausuren. Da würde mich vom Senat interessieren, wie könnten wir das tun? Das hat was mit Räumlichkeiten zu tun, das kostet Geld, keine Frage, aber wir sind hier ja auch Haushaltsgesetzgeber. Insofern würde mich interessieren, wie da der Diskussionsstand ist, ob Sie da Pläne haben, ob Sie keine Pläne haben oder ob Sie uns dazu was sagen können. Zum Thema E-Examen, das ist eine Sache, über die ich mich deswegen sehr freue, weil Berlin, glaube ich, im Bundesvergleich da schon auch mit zu den Ländern gehört, die Vorreiter sind. Wir haben das in unserer Regierungszeit mit auf den Weg gebracht. Herzlichen Dank an Senatorin Kreck und die ehemalige Amtschefin Saraya Gumies. Da wäre meine Frage an den Senat. Wie ist der aktuelle Zeitplan für die Einführung des E-Exams bei der ersten Staatsprüfung? Da haben wir mehr Prüflinge und deswegen ist das sozusagen deutlich komplexer als für das zweite. Und da hätte ich noch mal gerne eine Einschätzung von allen Anzuhörenden, wie Sie die Situation in Berlin, sofern Sie davon Kenntnis haben, bewerten beim zweiten Examen, wo wir das ja eingeführt haben. Und eine Frage, ob Sie eine Verbesserungsmöglichkeit sehen beim zweiten Examen, beim E-Examen, hier eine Anonymisierung vorzunehmen, und zwar zwischen dem Erstkorrektor und dem Zweitkorrektor, wie Sie diesen Vorschlag bewerten, damit man vielleicht zu etwas sozusagen objektiveren Beurteilungen kommt. Das ist ja manchmal ein Problem, wenn der Erst- und der Zweitkorrektor voneinander wissen, wer man ist. Ich hätte gern von Herrn Bussmann-Welsch gewusst, ob Sie eine Meinung und Einschätzung dazu haben, auch vielleicht aus Ihrer Studienerfahrung heraus, wie die Beteiligung von Rechtsprofessoren an den sowohl ersten als auch zweiten Staatsprüfungen, aber vor allen Dingen den ersten Staatsprüfungen darstellt. Aus meiner Erkenntnis heraus ist es so, dass in den mündlichen Prüfungen sehr selten auch nur ein Hochschullehrender Teil der Prüfungskommission ist. Das ist insofern betrüblich, weil die Hauptvorbereitung für das erste Examen findet ja an den Universitäten statt. Und auch die Frage an den Senat vielleicht oder an Frau Dr. Teschner, wie ist denn die Quote der von Hochschullehrern gestellten Prüfungsklausuren im ersten Examen? Auch das würde mich interessieren, sind wir da inzwischen besser geworden? Vorletzte Frage geht nochmal zu den Ausbildungsinhalten. Ich würde von allen Anzuhörenden gern ein kurzes Schlaglicht haben zu der Frage, sind Sie der Auffassung, dass es ein verpflichtendes Modul an den Universitäten werden sollte, sich zu dem Thema Unrecht in Diktaturen oder anderen autoritären Staaten aus einer sozusagen rechtswissenschaftlichen Perspektive zu nähern? Und die letzte Frage an den Senat. Ich hatte jetzt schon einige adressiert, Frau Senatorin, aber ich denke, die wurden mitgeschrieben. Frau Senatorin, mich würde noch mal interessieren, ob Sie mittlerweile schon hier auf Landesebene eine Art Stakeholder-Runde zusammengerufen haben mit den Fakultäten, mit den verschiedenen Statusgruppen, um über die Möglichkeiten von Reformen hier in unserem Bundesland zu sprechen. Falls ja, würde mich interessieren, wer der da Stand ist. Falls nein, ob Sie sowas vorhaben und wann Sie das in Angriff nehmen würden. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Es folgt Herr Kollege Dostelmann. Danke, Herr Vorsitzender. Und auch Ihnen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, die ja schon ein sehr umfassendes Bild gezeichnet haben. Ich will mich daher auch ein bisschen kurz fassen. Hier sind viele wichtige Fragen gestellt worden, viele gute Anmerkungen gemacht worden. Ganz kurz, Herr Kollege Wallender, Sie hatten auf Herrn Kollege Herrmann rekurriert bei Ihrer Feststellung, dass die Spezialisierung zugenommen habe und dass man dem Rechnung tragen müsse. Also das bietet einen gewissen Einstieg, um nochmal auf die Frage Methodenlehre zurückzukommen. Ich würde nämlich Herrn Kollege Herrmann recht geben, dass es wichtig ist, am Anfang diese Grundlagen und diese Methodenlehren zu vermitteln und die Spezialisierung eher nach hinten zu verlagern, wenn sie denn in der notwendigen, auf Dauer notwendigen beruflichen Form überhaupt schon innerhalb der Ausbildung erfolgen kann. Also meine Erfahrung ist da auch eine andere. Ich glaube, dass die gute Generalausbildung zu Beginn eigentlich die verlässlichste Grundlage ist für den späteren Erfolg, nicht so sehr die frühe Spezialisierung. Also das habe ich auch in meiner beruflichen Laufbahn immer anders wahrgenommen. Bei Kollegen, auch bei mir selber, habe ich das so
nicht festgestellt, dass man relativ früh darauf einsteigen sollte. Gleichwohl bleiben natürlich später die Herausforderungen der Spezialisierung, aber das wäre noch mal ein eigenes Thema. Mich würde jetzt Folgendes interessieren. Hier ist völlig zu Recht darauf eingegangen worden, dass die Wissensvermittlung natürlich nicht nur darauf beruht, dass möglichst viel Wissen vorgetragen und dann repetiert wird, sondern auch, wie es vorgetragen wird. Das heißt, die didaktische Herausforderung scheint mir so eins der zentralen Themen zu sein. Und es ist ja auch schon sehr gut dargestellt worden, dass das offensichtlich bei den privaten Anbietern im Repetitorium zum Teil besser gelingt als an den Hochschulen. Ich finde, damit muss man sich befassen. Ich setze jetzt nicht auf anekdotische Evidenz, will aber zwei persönliche Erfahrungen ganz kurz anfügen. Ich habe im ersten und im zweiten Semester Strafrecht bei Professor Tiedemann gehabt, der ein exzellenter Didaktiker war. Also brillant, der hat ja auch mit Tiedemann und mit Roxin und Arzt veröffentlicht. Sie konnten sich das aus einer Vorlesung heraus merken, schon in dieser frühen Zeit, zum Teil bis ins Examen hinein, was der vermittelt hat. Ich habe einen ähnlich guten Repetitor erlebt, ja, Professor Gülzow, der das auch konnte. Waren jetzt beide im Strafrecht und ist natürlich nicht verallgemeinerbar. Aber beide Beispiele haben mir gezeigt, dass es selbst in den unterschiedlichen Formaten, also kleinere Gruppe Repetitorium, große Gruppe Hörsaal, ja damals in Freiburg noch immerhin mit 400 Leuten, die da saßen, ja, dass das beides möglich ist, wenn die Didaktik stimmt. Und mich würde jetzt mal interessieren, das ist auch eine Frage an den Senat, wie man das sicherstellen kann, denn Frau Kollegin Dr. Wandra hat vorhin völlig zu Recht darauf hingewiesen, es ist für viele Anwälte nicht attraktiv, in diese AGen einzusteigen. Das war dann meine Erfahrung auch, die ich gemacht habe während des Repetitoriums. Sie haben es, glaube ich, vorhin auch schon gesagt. Herr Dr. Norbert, dass die berufliche Situation entweder so ist, dass man das zum Hinzuerwerb braucht, dann ist die Frage, wie man in die Tiefe einsteigt. Das kann funktionieren. Ich selbst habe das anders wahrgenommen. Also da waren Kolleginnen und Kollegen unterschiedlicher didaktischer Qualität dabei, bei denen man das zum Teil gut, zum Teil weniger gut mitnehmen konnte. Und deshalb, ich fand Ihren Einwand vorhin vollkommen berechtigt, dass man da vielleicht auch eine andere Form suchen muss, dass man das in irgendeiner Weise, und darauf lief es wohl hinaus, jedenfalls habe ich so verstanden, die Anregung, dass man das professionalisieren muss. Und ich glaube, darum kommen wir nicht drum herum. Und wenn wir uns also die unterschiedlichen Stationen innerhalb des Referendariats, jetzt mal weg vom ersten Staatsexamen hin zum Referendariat anschauen, dann kann man ja unterschiedliche Schwerpunkte setzen, was ganz gut ist, aber die AGen werden dort im Einzelnen wahrscheinlich nicht mithalten. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Das liegt natürlich eine ganze Weile zurück bei mir, das räume ich ein, aber persönlich habe ich es so erlebt und ich glaube schon, dass man da einen anderen Ansatz braucht und der würde auch den Beteiligten helfen. Ja. Und deshalb wäre mir ganz recht, noch mal zu hören, müsste man da vielleicht komplett umsteuern? Braucht man da professionelle Vortragende, die in erster Linie die Lehre, und sei es hier in Form von AG-Betreuung, betreiben und weniger die berufliche Praxis beispielsweise als Anwalt oder auch natürlich in anderer Form in Unternehmen. Ich finde, das ist eine Situation, mit der wir umgehen müssen und die schon eine Herausforderung ist. Und ich habe auch die Anzuhörenden so verstanden, dass die Qualität der einzelnen Beiträge in diesen AGen eben auch schon sehr kritisch gesehen wird in ihrer Unterschiedlichkeit, von sehr gut bis eben unzureichend. Vielen Dank, Herr Kollege Dörstelmann. Es folgt der Abgeordnete Buseck. Ja, vielen Dank. Wenn ich zuerst einmal aufgreifen darf, was von Herrn Bussmann-Welsch gesagt wurde, da klang ja immer wieder die Einstufigkeit durch und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das ist ja so eine Leiche aus dem Keller. Das gab es ja in den 70er, 80er Jahren, ist gescheitert und ich glaube, es ist zu Recht gescheitert, hört sich attraktiv an, war es im Nachhinein nicht.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen der große Versuch, einen gordischen Knoten mit dem Holzschwert zu durchschlagen. Und das würde nicht funktionieren. Deswegen war ich froh, dann nachher zu hören, dass zumindest von Seiten der öffentlichen Akteure ein grundlegender Bedarf einer Reform nicht gesehen wird. Und ich finde das richtig, was Herr Neubert gesagt hat, das wäre doch ein Ding, das würde länger dauern als der Turmbau zu Babel. 20 Jahre Abstimmung mit den Ländern, wir müssen ans Kleine ran. Das halte ich für ganz entscheidend. Und auch gerade das, was von Seiten des Personalrates genannt wurde, das waren doch keine großen Steine, die bewegt wurden, das waren kleine, konkrete Probleme, die ich durchaus kenne. Zum Beispiel dieser Druck. Man muss sich aber eines fragen. Dieser Druck ist ein Teil der Ausbildung, weil er nämlich simuliert, dass Juristen überwiegend immer unter Druck arbeiten. Das wird im Examen abgefragt und das wird auch in der Ausbildung abgefragt. Und deswegen findet das statt, ob wir das wollen oder nicht. Und wenn man das nicht will, dann muss man sich halt was anderes überlegen, wie das ja auch viele machen. Das ist nur vielen nicht klar. Im Gegensatz zu vielen anderen hier habe ich das die Ausbildung immer als absolut quälend und unerträglich empfunden und fand Jura auch immer schrecklich. Das hat sich allerdings im Referendariat total gewandelt. Das ist also vielleicht nicht immer so. Was ich ein bisschen komisch fand und auch wirklich nicht angemessen, die Willkür der Notengebung, die kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, es gibt keine validen Zahlen für eine Willkür der Notengebung. Das halte ich wirklich für ein totales urbanes Gerücht, das unter Referendaren immer wieder auftaucht. Ich glaube, das Zentrale, wenn wir an die kleinen Dinge gehen, ist in Wirklichkeit das GJPA. Und wir dürfen uns nichts vormachen. In der Referendarsausbildung lernen wir nicht fürs juristische Leben, wir lernen fürs JPA. Wenn ich das weiß, kann ich das kritisieren, aber ich muss mich ja darauf einstellen. Und das Entscheidende sind meiner Meinung nach nicht Kataloge. Kataloge, wo drin steht, was abgeprüft wird. Das Entscheidende sind die Klausuren, wie schwierig sind sie oder wie mittelschwer oder wie leicht sind sie? Vielleicht, und das ist meine Frage an Frau Teschner, wäre es ganz sinnvoll, manchmal Klausuren fürs Zweite zu hinterfragen. Ich habe Klausuren korrigiert, wo ich nach Jahrzehnten mit Vorschriften konfrontiert war, von denen ich noch nie was gehört hatte und meine Kollegen auch nicht. Das wurde aber abgefragt. Und das sollte so nicht sein. Das ist das eine. Und das Zweite, was ich total gut fand, was so ein bisschen untergegangen ist, war, was hat Dr. Neubert gesagt hat, der sprach davon, die Anwaltsstationen abzuschaffen. Ja, das habe ich mir schon immer gedacht. Und ich habe von vielen Referendaren gehört, die Anwaltsstationen sind quälend, die sind schlecht. Und ich hatte immer den Eindruck, was die Leute in den Anwaltsstationen gelernt haben, hat ihre Erfolge in der Anwaltsklausur verschlechtert, weil die Anwaltsklausuren nicht so gestaltet sind, dass man sie bearbeiten kann wie ein Anwalt. Das ist ein Etikettenschwindel, die sind anders. Die prüfen schon eine anwaltliche Sicht, aber nicht so, wie die Anwälte das beibringen. Deswegen ist diese Unzufriedenheit nachvollziehbar. Und ich finde auch, dass das vielleicht abgeschafft gehört. Vergessen wir eins nicht, diese Referendarsausbildung war historisch immer eine Richterausbildung. Referendare lernen auf Richter. Die lernen nicht auf Anwalt oder Verwaltungsbeamter oder UNO-Beamter. Und dann sollte das immer modernisiert werden und es kamen immer mehr anwaltsspezifische Dinge dazu, die letztendlich aber von einer richterlichen Behörde, nämlich dem GJPA bei der Senatsverwaltung für Justiz oder sonstigen Ministerien in den Ländern abgefragt werden. Und das ist nicht ganz kompatibel. Und deswegen sollten wir vielleicht den Mut haben, einen Cut zu machen und zu sagen, okay, das prüfen wir nicht, denn dieser sogenannte Volljurist, der ist gut. Denn am Ende dieser Ausbildung überlege ich mir dann, was mache ich denn jetzt? Irgendwie kann ich alles so ein bisschen und vielleicht auch nicht. Und dann geht es erst richtig los. Aber wenn ich mich mit 23 schon spezialisiere, dann halte ich das für völlig in die Irre führend. Danke. Vielen Dank. Es folgt Herr Kollege Dr. Nass. Ja, ich danke Ihnen, Herr Vorsitzender. Ich danke Ihnen
für diese sehr wertvollen Informationen. Jetzt wurden ganz viele Fragen gestellt. Es heißt ja, die Juristen müssen unter Druck arbeiten, auch unter Zeitdruck. Daher möchte ich Ihnen nicht viel Zeit wegnehmen und mich kurz fassen. Aber zwei Aspekte, die ich gerne aufgreifen wollte. Eigentlich wollte ich nur eine Frage stellen an Herrn Neubert, aber zwei Aspekte würde ich gerne nochmal ansprechen. Einmal die Didaktik, dass man in der Ausbildung, in der juristischen Ausbildung, im Studium diese Grundlagen mitbekommt. Das sehen wir als Praktiker, ob als Rechtsanwalt oder in der Justiz, wie wichtig dieses Grundlagenwissen ist. Der Kollege Dörstelmann, der hat es ja angesprochen, die Methodenlehre. Die zweite Sache, was die AfD gesagt hat, Recht ist komplexer geworden. Ich glaube nicht, dass Recht komplexer geworden ist, auch nicht durch das EU-Recht. Früher war alles besser. Ich glaube nicht, dass es komplexer geworden ist, auch nicht durch das EU-Recht, nur weil ein paar Richtlinien dazugekommen sind. Ich habe selber leidenschaftlich gerne Europarecht und Völkerrecht gemacht und ich glaube, allein die Zunahme von Vorschriften und Bestimmungen macht es nicht komplexer. Umso wichtiger ist es, dass man die Grundlagen kann und dass man neue Gesetze, Vorschriften auslegen, aber auch praktisch anwenden kann. Und so komme ich auch zu meiner Frage, nämlich die praktische Anwendung, die Arbeit in der Praxis. Herr Dr. Neubert, Sie werden gleich die Gelegenheit haben, das auch zu korrigieren. Ich hatte Sie so verstanden, im Gegensatz zu meinem Vorredner, dass Sie die Arbeitsgemeinschaft, das heißt die Lehre oder die Gemeinschaft, die von einem Praktiker geleitet wird, dass Sie diese Arbeitsgemeinschaft abschaffen würden, aber Sie haben nicht gesagt, Sie wollen die Anwaltsstation abschaffen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das klarstellen würden, weil dann hätte ich noch größere Bedenken. Wir sehen, dass 70-80%, da kann mich gerne der Personalrat korrigieren, dass 70-80% der Referendare sich für den Anwaltsberuf entscheiden. Ich fand diese Arbeitsgemeinschaft sehr interessant und sehr zielführend, weil ein Praktiker vorne mir erklärt hat, wie formuliere ich eine Klageschrift, wie gehe ich strategisch vor, ist es sinnvoll, eine Klage einzureichen oder lieber abzuwarten, auch im Hinblick auf die Vergütung eines Anwalts. Hole ich mir noch eine Geschäftsgebühr, indem ich ein außergerichtliches Schreiben rausschicke oder gleich klage? Das sind Überlegungen, die man leider an der Uni nicht lernt, aber auch so nicht lernt. Und das sagt einem eher der Praktiker. Ich gebe Ihnen aber recht, dass man Schwierigkeiten hat vielleicht bei der Personalfindung. Ich würde es aber nicht abschaffen. Ich würde eher dazu plädieren, dass wir diese Ausbildung durch Praktika verstärken. Ob es in Form einer Arbeitsgemeinschaft, ob wir in Form die Referendare, die sich zu 80% für einen Anwaltsberuf entscheiden, die müssen mehr praktische Erfahrung haben, damit sie nach dem zweiten Staatsexamen, ich bin selber Ausbilder und habe jahrelang Referendare ausgebildet, ich hatte teilweise Referendare, die nach dem zweiten Staatsexamen nicht wussten, wie sie eine Klageschrift schreiben. Und das finde ich sehr bedauerlich. Und das hat auch nicht nur damit zu tun, dass sie in den letzten 3 Monaten untertauchen, wie die Praxis so ist. Das heißt, wir müssen die noch mehr an die Hand führen und umso mehr auch vielleicht für die anderen Berufe, Richter, Staatsanwälte, wo wir sie da vielleicht auch mehr in die Hand führen müssten, damit sie besser gewappnet sind. Aber ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie nochmal auf diese Ausbildung und Arbeitsgemeinschaft eingehen könnten. Und danke Ihnen jetzt schon. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Nass. Ich bin nunmehr der Letzte, der auf der Rednerliste steht. Es ist mir ein Bedürfnis, vielleicht noch den einen oder anderen Gesichtspunkt etwas zu pointieren. Auch keine Sorge, auch ich beabsichtige nicht, Anekdotisches beizutragen, wenngleich das ja jeder von uns hier auch könnte. Allgemein sagen kann ich sicher, ich kenne niemanden, der behaupten würde, dass die juristische Ausbildung oder Prüfung leicht war und nicht mit Stress und Druck verbunden ist. Das heißt also, hier sitzt, glaube ich, niemand, der in irgendeiner arroganten Weise von oben herab meint, das ist doch alles nicht so wild, sondern ich denke, gerade hier dieses Kollegium weiß auch, dass das eine große individuelle Herausforderung ist, der man sich da stellen muss. Aber tatsächlich ist das so, dass das eben auch Bestandteil der juristischen Ausbildung sein muss, weil nämlich die juristischen Berufe genau das auch verlangen.
Ich habe gestern ein Gespräch mit dem Hauptrichterrat, mit Vertreterinnen und Vertretern des Hauptrichterrats geführt, wo ich unter anderem darauf aufmerksam gemacht wurde, wie viele Proberichterinnen und Proberichter unplanmäßig ausscheiden und was die möglichen Hintergründe sind. Vor allem scheint das so zu sein, das kann ich natürlich noch nicht belegen, das werden wir uns weiter anschauen, aber es scheint so zu sein, dass es die Arbeitsbelastung und der Druck ist. Bin nun auch, wie viele hier, Anwaltsberuf ohne Druck und Stress gibt es nicht. Gibt es nicht. Staatsanwälte müssen immer auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren können. Ich könnte das jetzt beliebig fortsetzen. Also natürlich muss die juristische Ausbildung eben auch gerade darauf vorbereiten, dass der juristische Beruf ein psychisch, emotional herausfordernder Beruf ist. Wir müssen ferner sehen, dass die Debatte, die wir hier führen, dem Grunde nach seit 200 Jahren geführt wird. Ich habe mich nie vertieft damit beschäftigt, aber natürlich kenne ich aus den üblichen Anmerkungen, auch Zitate, ob es von Goethe ist bis sonst wohin, die aus der Zeit ihrer juristischen Ausbildung schon das ein oder andere beklagt haben, was wir auch heute beklagen. Keine Sorge, die Schlussfolgerung ist nicht, es war schon immer schlecht, darum muss es schlecht bleiben. Darum geht das nicht, das ist nicht die Aussage. Ich will auf was anderes hinaus, was mir hoffentlich gelingen wird. Maßstab kann auch keinesfalls sein, zu sagen, es war bei mir hart und die Examenszeit war schlimm, darum muss ja auch bei allen anderen schlimm sein. Das ist Quatsch. Sondern natürlich muss man sehen, wo kann man Dinge verbessern. Aber der entscheidende Gesichtspunkt kann nicht sein, wie kann ich eine leichte Ausbildung, ein leichtes Staatsexamen machen, sondern der entscheidende Gesichtspunkt muss sein, wie kann ich die hohe Qualität in der juristischen Qualifikation sicherstellen. Warum ist das so? Wir machen hier keinen Bachelor, wir machen keinen Master, wir haben kein Diplom gemacht, sondern wir machen ein Staatsexamen. Das Staatsexamen behält der Staat für Bereiche zu, wo er eine staatliche Zugangsregulierung hat. Wir wissen, das ist ansonsten bei Medizinern so, bei Apothekern und noch bei ganz wenig anderen Berufen. Warum ist das so? Weil der Staat damit Gewähr bieten will, dass in diesen Berufen von besonderer, herausragender, gesellschaftlicher und staatstragender Verantwortung eben auch ein bestimmtes Niveau gesichert ist. Und das ist vollkommen richtig. Auch das kann ich Ihnen aus anwaltlicher Erfahrung sagen. Der Mensch, für den der Anwalt tätig wird, hat zum Glück im Durchschnitt immer noch ein sehr hohes Vertrauen in die Justiz. Das wird nur gewährleistet dadurch, wenn Sie funktionsfähige Rahmenbedingungen schaffen und insbesondere Persönlichkeiten auswählen, die dafür charakterlich geeignet sind, aber eben auch die erforderliche Fachlichkeit mitbringen, dass Sie in der Regel zu Entscheidungen kommen können. Menschliche Fehler sind immer denkbar, die eben ein fachliches Niveau mit sich bringen, das außer Frage steht. Und darum müssen wir, glaube ich, die Debatte von diesem Gesichtspunkt aus meiner Sicht führen. Wie können wir sicherstellen, dass auch zukünftig in der juristischen Ausbildung und vor allem Prüfung das vermittelt wird, dass am Ende Menschen den Zugang in die juristischen Berufe erreichen und schaffen, denen wir das auch zumuten können, diese hohe Verantwortung für Staat und Gesellschaft zu tragen. Im Übrigen ist ja alles sehr beweglich. Keine Anekdote, aber ein Kollege hat mir gerade eine Nachricht geschrieben. Erinnerst du dich daran, wie das war, als wir in den 1990er Jahren angefangen haben zu studieren? Da saßen wir an der Humboldt-Uni im Hörsaal und wurden begrüßt mit großem Schulterzucken. Was wollen Sie alle hier? Es gibt eine Juristenschwemme, Sie werden nicht gebraucht. Ja, Sie können das hier alle studieren, egal was Sie für einen Abschluss machen. Keiner von Ihnen oder nur jeder Zweite von Ihnen wird überhaupt in einen juristischen Beruf gehen können, weil Sie alle gar nicht gebraucht werden. Sie fahren alle Taxi nachher und Richter können Sie sowieso nur werden mit zweimal gut. Das war auch damals so. Heute hat sich die Situation etwas geändert aus verschiedenen Punkten, aber sie ist natürlich auch nicht statisch, sondern genauso der Veränderung unterworfen. Das heißt, man kann nicht ein Symptom behandeln mit Mechanismen in der Betrachtung eines kurzen Zeitraumes, sondern muss sich die grundsätzliche Frage stellen, wie man eine Ausbildung vernünftig und vor allem ein Staatsexamen so strukturiert, dass es Gewähr dafür bietet, dass eben nur Leute, die auch über ausreichende Eignung verfügen, hinzukommen. Und freilich ist es so, dass natürlich ein Wissenszuwachs stattfindet. Der findet seit jeher statt, seitdem Menschen anfangen zu denken und Wissen zu bündeln. Allerdings ist ja die juristische Ausbildung auch aus Sicht des Studenten oder des Referendars erheblich vereinfacht worden. Erinnern Sie sich bitte daran, dass wir das erste Staatsexamen deutlich entschlackt haben durch den Wegfall der Wahlfachgruppen, die die meisten von uns ja noch kennen werden, und dafür der universitäre Schwerpunktbereich eingeführt worden ist. Das heißt, statt
früher 9 Klausuren schreiben die Studierenden heute nur noch 7 Klausuren und gehen bereits in aller Regel, statistisch gesehen, ich frage das regelmäßig ab, mit weit überdurchschnittlich guten Noten aus der staatlichen Schwerpunktprüfung sozusagen positiv im Rucksack in eine Staatsprüfung hinein. Es ist so, dass das Staatsexamen jedenfalls im zweiten Staatsexamen unterdessen auch computergestützt geschrieben werden kann. Also eine deutliche handwerkliche Erleichterung für die zu Prüfenden. Die Unterhaltsbeihilfe ist erheblich erhöht worden und so weiter. Ich könnte weiteres aufzählen, was sozusagen auf der anderen Seite steht, wenn man sich den Prozess anschaut und betrachtet. Und man muss bei jeder Reform auch sehen, natürlich ist die juristische Ausbildung nicht perfekt und eine Staatsprüfung auch nicht, aber man muss sich auch mal die Frage stellen, was wäre denn besser? Und wie kann man dann den hohen Anspruch, den ich gerade formuliert habe, der aus meiner Sicht auch berechtigt ist, nach wie vor alternativ erreichen? Das kann ich dem Grunde nach eben nicht erkennen. Von daher sehe ich in der Tat keinen grundsätzlichen Reformbedarf, was nicht heißt, dass manche Dinge sich überholt haben können, beziehungsweise man auch mit der Zeit gehen muss bei einigen Sachen und sie besser entwickeln muss. Zu den AG-Leitern, was Frau Kollegin Dr. Wandrei sagte, das liegt vielleicht auch, weil Sie, glaube ich, noch vor mir die Ausbildung gemacht haben, heutzutage werden ja AG-Leiter auch evaluiert. Und ich glaube, wenn da jemand da ist, der nur Anekdoten erzählt, dann werden die Referendare sowas auch aufschreiben im Rahmen ihrer Evaluierung. Und dann bin ich davon auch überzeugt, dass das JPA solche AG-Leiter dann auch ablösen wird, wenn die dort kein Wissen vermitteln und nur Anekdoten erzählen. Also ich will darauf hinaus, wir müssen, glaube ich, es vom Ende her denken und sehen, was wollen wir mit der juristischen Ausbildung erreichen und wie wollen wir einen gewissen Qualitätsstandard sicherstellen. Danach muss sich das ausrichten. Und im Einzelnen, kleinteilig, wo man Dinge verbessern kann, das sind sicher Fragen der Digitalisierung, das sind sicher auch Fragen, wie man eine Prüfungssituation vertretbar und annehmbar für die zu Prüfenden gestalten kann. Da ist sicherlich ganz viel zu machen. Natürlich muss man sich permanent auch anschauen, welcher Prüfungsstoff ist geboten oder nicht. Auch ich habe ab und an Anwaltsklausuren gesehen, wo ich mit Verlaub sage, in aller Bescheidenheit, das hat mit der anwaltlichen Praxis nichts zu tun, das hat der ein oder andere Kollege hier auch schon angesprochen. Aber das heißt ja nicht, dass das System und der Anspruch einer Staatsprüfung dem Grunde nach falsch ist, sondern dass man eben die ein oder andere Stelle natürlich auch überarbeiten muss. So, vielen Dank dafür. Ich nehme jetzt wie immer einen Rollenwechsel vor und wir kommen dann jetzt zu der Möglichkeit unserer Gäste, auf die vielen Fragen zu antworten oder überhaupt zu replizieren. Wollen Sie in der gleichen Reihenfolge verfahren? Ist das gewünscht? Und Herr Bussmann-Welsch, Sie dürfen gerne etwas langsamer reden. Wir haben den guten Willen außerordentlich positiv zur Kenntnis genommen. Bitte sehr. Achso, vielleicht darf ich noch einen Hinweis geben. Es ist jetzt 16 Uhr. Um 17 Uhr ist hier Schluss. Das sollten wir jedenfalls gemeinsam im Auge behalten. Also die Schlusszeit hier sieht die Geschäftsordnung zwingend vor 17 Uhr. Ja, bitte. Ja, vielen Dank. Ich werde mich bemühen. Eingangs noch, mir wurde vorhin auch von Seiten der SPD-Fraktion noch der Doktortitel verliehen. Ich promoviere zwar, aber den Doktortitel habe ich noch nicht. Insofern nehme ich bisher auch noch die Ehrendoktorwürde, aber von Herrn Schüsselburg auch gerne an. Und nun zum Inhaltlichen. Ich fange mal an bei der CDU-Fraktion. Es wurde eingangs gesagt, die Unzufriedenheit hängt vor allem an den Abbrecherquoten am Zeitgeist. Unsere Umfrage zeigt, das ist übergreifend, unabhängig von den Absolventinnen. Das sind auch Professorinnen, Richterinnen, Staatsanwältinnen, die damit unzufrieden sind. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung das sagen. Also ich bringe das Argument nicht so gerne, aber hier scheint es jetzt angebracht zu sein. Ich bin selber relativ erfolgreich durch die Ausbildung gekommen und ich kenne auch viele andere, die sehr erfolgreich durchgekommen sind und keiner von denen würde das wieder machen, ehrlich gesagt. Und der Kollege vom JPA war bei mir auch noch bei der Zeugnis- oder beziehungsweise der Abschlussveranstaltung vom Kammergericht dabei. Da wurde auch die Anekdote von einem BGH-Richter erzählt, der immer noch quasi so Albträume hat von seiner Examensprüfung. Insofern, wenn das selbst BGH-Richter sagen, dann stimmt irgendwas grundlegend im System nicht. Und Gründe dafür sind unter anderem, das wurde von verschiedenen Fraktionen auch angesprochen, die Stoffkürzung. Ich würde sagen, grundsätzlich muss Stoff gekürzt werden, denn wieso? Ja, man macht das ja nicht zum Selbstzweck, man soll es anwenden. Es wird immer gesagt, wir lernen mit dem Vierklang von Savigny, man soll den Sachverhalt im Einzelfall verstehen und sich dann das Wissen erschließen. So sind aber momentan die Klausuren gar nicht konzipiert, ja, sondern man muss von vornherein wissen, worauf die hinauslaufen und lösen können, sonst schafft man das in der Zeit nicht. Ja, und das geht natürlich an diesem Idealbild komplett vorbei und das Spiegelbild davon ist dieser Stoffkatalog, ja, weil das JPA die These vertritt, der Stoffkatalog muss so breit sein, damit sie sicherstellen, dass die Unis alles beibringen an der Uni. Das ist aber nicht die Aufgabe des JPAs, das sicherzustellen durch den Stoffkatalog. Man muss sich die Frage stellen, was sollen wir denn überhaupt beibringen? Und ich würde sagen, wir sollten erstmal von der Radikalthese angehen. Wenn die Grundannahme ist, wir wollen den Leuten beibringen, sich Recht zu erschließen,
dann muss der Stoffkatalog nicht so groß sein. Um meinen Doktorvater, Professor Dr. Stefan Breinbach, vertritt die These, man könnte deswegen um 90% kürzen. Ja, da würde ich erstmal anfangen, am Ende landet man ja eh woanders. Und ein Beispiel ist zum Beispiel das EBV, ja, relativ komplexes Rechtssystem mit, das ist glaube ich das umstrittenste Rechtsgebiet im ganzen Zivilrecht, kommt in der Praxis aber sehr selten vor. Ja, man kann das fortführen, man muss dann aber eben in die Details gehen, man könnte auch über Brandstiftungsdelikte im Strafrecht reden. Das Problem im ersten Examen ist dann immer, dass wir Professoren sagen, ja, aber hier nicht mein Strafrecht, nicht meine Notwehr kürzen und so, weil sonst werde ich ja weniger relevant. Ja? Und vor diesen Eitelkeiten müssen wir wegkommen. Ja? Und man muss das Ziel vor Augen haben und da muss man sich eben konkret angucken, was ist vielleicht praxisrelevant, was weniger praxisrelevant, was ist das Ziel. Vielleicht arbeiten wir auch nur noch mit unbekannten Rechtsgebieten, ja? Und machen das ein bisschen offener und fangen dann beispielsweise mit dem Abfallrecht an im Verwaltungsrecht oder so, um sich da besser das erschließen zu können und machen den Stoffkatalog dann vielleicht offener an der Stelle. Es wurde auch schon erwähnt, dass das E-Examen eine positive Entwicklung ist und Berlin relativ attraktiv. Ich möchte noch betonen, dass Berlin so attraktiv ist, liegt nicht nur an der juristischen Ausbildung, sondern auch an Berlin selber. Ne? Kulturangebot, hier gibt es nice Techno-Clubs und hier gibt es auch viele gute Organisationen, bei denen man eine Refstation machen kann. Das ist natürlich auch ein Grund. Und das E-Examen ist ein netter Zusatz und das ist für das Ob auch ganz gut, ob wir das machen. Aber wie das durchgeführt wurde, ist auch kritikwürdig. Ja, jedes Bundesland macht sein eigenes System dafür. Ist auch so die Frage, ob man das EFA-System nicht anwenden will. Einer für alle, wie das sonst bei der Justizdigitalisierung der Fall ist. Und dieser Prototyp, der entwickelt wurde, ist auch noch ausbaufähig. Und er wurde leider nach meinem Kenntnisstand auch nicht unter Einbeziehung von Referendarinnen entwickelt, die das am Ende benutzen. Und das ist eigentlich bei der Usability-Entwicklung zwingend notwendig. Das wurde zu spät gemacht. Dann auf die Frage von der AfD. Nämlich auch die Justizassistenz. Ich denke, das ist an sich eine ganz gute Idee, da die Nähe zur Justiz zu suchen. Das Problem ist nur, das Referendariat soll das ja eigentlich vermitteln. Ja, und jetzt wird on top noch ein Job gemacht, der eigentlich das, was das Referendariat vermitteln soll, dann ein bisschen besser bezahlt. Da könnte man sich überlegen, ob man nicht das Referendargehalt am Anfang ein bisschen erhöht oder ob man diese Justizassistenz vielleicht schon nach dem ersten Examen möglich macht und nicht erst nach dem zweiten Examen, weil ich glaube, im Referendariat werden die meisten Leute zu wenig Zeit haben dafür. Dann noch auf die Frage der Grünen-Fraktion, zusätzliche Inhalte zum Stoffkatalog. Sicherlich kann man über einzelne Inhalte nachdenken. Sie haben gesagt, da muss auch Inhalt gestrichen werden. Beispielsweise die kritische Auseinandersetzung mit der Justiz. Ich denke auch, dass die Auseinandersetzung mit autoritären Systemen ein guter Inhalt sein kann, gerade im Verfassungsrecht, wenn man rechtsvergleichend hier das einbezieht, um gerade auch die originären Gedanken der Verfassung besser nachvollziehen zu können, kann das ein guter Ansatz sein. Auf die Frage, woher die Leute für das Unirep kommen sollen. Es wurde das Beispiel Passau schon genannt, wo man Lehrprofessoren geschafft hat. Dafür müssen die Gelder natürlich da sein. Aber es müssen natürlich auch nicht immer nur Professoren machen. Es kann auch sehr, sehr gute wissenschaftliche Mitarbeiterinnen geben an der Stelle, die das übernehmen können. Dann zum Ideal des Volljuristen. Ich würde sagen, das kann man grundsätzlich hinterfragen. Ich möchte aber noch die Kritik vom fraktionslosen Abgeordneten aufnehmen und insofern klarstellen, dass wir nicht für die einstufige juristische Ausbildung per se eintreten, sondern nur für den Prozess, der zur einstufigen juristischen Ausbildung geführt hat, nämlich diesen großen, grundlegenden Stakeholder-Prozess. Und in diesem Prozess kann es natürlich zu dem Ergebnis kommen, dass man vielleicht eine einstufige juristische Ausbildung einführt. Kann aber auch sein, dass man das nicht macht. Der Vorteil davon ist natürlich, dass wir momentan nach meinem Dafürhalten das Gefühl haben, wir haben ein zweites Examen, das vom Inhalt sehr nah am ersten Examen eigentlich dran ist, nur in einer anderen Form. Und die Frage ist, ob man dafür 2 Jahre noch mal so lange büffeln sollte. An sich müsste man das inhaltlich vielleicht dann umstellen, dann kann man das zweite vielleicht gleich zum ersten Examen machen und im zweiten Examen die Praxisinhalte mehr in den Vordergrund rücken. Ich glaube, es ist nicht so ein großer Aufwand, den Leuten an der Uni beizubringen, wie man ein Urteil schreibt und eine Anklage. Dann könnten die Klausuren weitgehend inhaltsgleich sein. Im zweiten Examen werden ohnehin schon überwiegend Klausuren gestellt, die auch maßgeblich nur materielles Recht abprüfen. Dann noch zur Beteiligung der Professoren auf die Frage. Das ist in der Tat aus meiner Perspektive bisher niedrig. Und da ist die Frage, wie wir das steigern können. Und insofern haben die Professoren natürlich eine gewisse Freiheit, dass man sie nicht dazu zwingen kann. Insofern muss man individuell stärker auf sie zugehen und individualisieren. Ich kann das nach meiner Perspektive nur durch persönliche Gespräche ermöglichen. Genau. Die Didaktik wurde schon angesprochen. Ich würde noch darauf hinweisen, in Hamburg gibt es ein Institut, was sich damit auseinandersetzt. Insofern sollte man da vielleicht die Brücke schlagen und würde zum Abschluss noch mal dafür plädieren. Sie haben viele gesagt, der große Reformwurf kann auch durch kleine Veränderungen kommen. Und ich denke, das kann auch passieren. Man kann an vielen kleinen Stellschrauben drehen und am Ende sieht das System ganz anders aus. Das schließt sich im Zweifel nicht aus. Nur haben wir die letzten Jahre immer am Klein-Klein gearbeitet und die Unzufriedenheit ist weiterhin hoch. Wie gesagt, es sind 75%, die sich mit dieser Ausbildung so bisher nicht anfreunden können. Da sollten wir nicht stehen bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann Frau Lahme, bitte.
Ja, vielen Dank auch für die Rückfragen. Ich würde auch ganz gerne direkt starten mit dem Thema Stress und Juristinnen und Juristen unter Druck. Ich würde Ihnen total zustimmen, dass das einhergeht mit dem juristischen Beruf. Aber genau das ist vielleicht auch ein Punkt, worüber man sich Gedanken machen müsste, warum so viele Leute eigentlich gar nicht unbedingt Juristinnen dann in dem Justizdienst werden müssen, wenn sie immer nur hören, das ist ein extrem großer Druck. Das macht die Berufe natürlich auch unattraktiv. Und wenn wir vorher schon an psychischen Erkrankungen ausfallen, dann fehlt natürlich auch der Nachwuchs. Also ich glaube, auf Druck vorbereiten tut man nicht mit noch mehr Druck, sondern eben damit, dass man die Kompetenzen ausbildet, wie man mit diesem Druck umgeht. Also nur weil ich total gestresst durch meine Ausbildung irgendwie komme, werde ich dadurch ja jetzt keine gute Juristin, die mit Druck auskommt, sondern im Zweifel falle ich dann einfach aus und bin überhaupt nicht mehr zu haben. Also da schon eine Kompetenzstärkung des Ganzen schon während der Ausbildung zu fördern, wäre wirklich etwas, was ich im Namen der Referendarin oder Referendare sehr begrüßen würde. Also einfach auch eine gute Ausbildung ist wirklich, glaube ich, der absolute Kern, um uns dann eben auch zu guten Juristinnen zu machen, die dann auch unter Druck arbeiten können. Wenn ich gut ausgebildet bin, mich gut auskenne, dann schaffe ich die Sachverhalte vielleicht auch schneller zu bearbeiten und komme besser klar mit den Anforderungen in der Praxis. Die AGs deswegen nochmal sind absolut essentiell. Ich würde die auf keinen Fall abschaffen. Im Gegenteil, professionalisieren, wie es gerade schon gefallen ist, woher die Leute kommen sollen. Idealerweise sind das, ich wurde gerade auch schon erwähnt, PraktikerInnen, weil die eben genau diese Brücke schlagen können zu dem, was wir ja letztendlich lernen sollen. Und idealerweise sollten das auch Leute sein, die das dann hauptsächlich machen, also für die es sich wirklich lohnt, da Mühe und Zeit reinzustecken und die geschult werden, wo es gute Fortbildung gibt, die didaktisch versiert sind, die einen Klausurenkurs anbieten können, wo man auch Korrekturen kriegt. Am Ende des Tages schreiben wir ja ein Examen, das ist alles, was zählt, und es gibt keine, oder abgesehen von einem Probeexamen, keine wirkliche Möglichkeit, diese Klausurtaktik wirklich zu üben. Das liegt alles am Ende in der Hand der Referendarin und muss auch von uns dann im Zweifel selbst vergütet werden, also bezahlt werden, diese Teilnahme an Klausurenkursen. Das kann nicht sein, das sollte Teil dieser AGs sein, es sollte eine Materialsammlung im Zweifel geben, dass man darauf dann zugreifen kann und das auch wieder nicht an dem einzelnen AG-Leitenden hängt. Und dass wir gerade schon Evaluierungen sollten ernst genommen werden können, das ist nämlich leider gerade tatsächlich nicht der Fall. Also selbst wenn eine Person schlecht evaluiert wird, dann fehlen so viele Menschen, dass man im Zweifel sogar auch die bitten muss, dass sie die AG nochmal übernimmt, weil einfach nicht genug Leute da sind und auch die allerschlecht bewährtesten AG-Leitenden dann wieder zu Rate gezogen werden müssen. Wenn diese Leute, wir wissen, das Personal ist knapp, wirklich nicht da sind, dann halte ich auch den Vorschlag gar nicht so schlecht. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, da habe ich keine Rückendeckung von den ReferendarInnen, dass das private RepetitorInnen machen können oder andere Menschen, die jetzt nicht konkret aus der Praxis des Richterberufs oder der Staatsanwaltschaft kommen. Wenn das dann garantieren würde, dass diese AGs wirklich richtig gut wären. Ich glaube, das würde eine extreme Bereicherung dahingehend werden, dass wir weniger gestresst sind, uns gut vorbereitet fühlen und genau diesem Druck dann uns standhalten, bessere Examina schreiben und auch die Chancengerechtigkeit gewährleistet ist. Das habe ich gerade vergessen zu erwähnen, aber was ein Anliegen auch ist, ist, solange diese Qualität der AGs nicht gewährleistet ist, wäre es durchaus einen Gedanken wert zu überlegen, ob die Anwesenheitspflicht nicht abgeschafft werden sollte. Denn so schlecht, wie viele AGs gerade sind und so wenig Zeit, wie wir haben, uns vorzubereiten auf das Examen, ist es oft wirklich Zeitverschwendung, sich dann in den AGs aufzuhalten. Und das sollte uns erwachsenen Juristinnen im Zweifel auch wirklich selbst überlassen sein, ob wir so eine AG dann wahrnehmen möchten oder nicht. Und gute AGs werden besucht werden. Also das ist überhaupt keine Frage, wenn die Qualität da ist, die Studie aus Passau, die kann man da, glaube ich, gut zur Rate ziehen, dann kommen die Leute auch, das ist überhaupt keine Frage. Ja, dann weiter, gute Juristinnen brauchen gute Vorbereitung, dann geht Hand in Hand mit der Frage des Tauchens auch da wieder einfach reserviert genug Zeit zu haben. Wenn es schon so viel Stoff ist, dann muss man auch die Zeit haben, sich wirklich vernünftig mit dem auseinanderzusetzen. Dieses schnell, schnell, schnell führt nicht dazu, dass wir in irgendeiner Form wirklich Kompetenzen entwickeln. Deswegen finde ich so Vorschläge wie die Reihenfolge ändern, das ganze Stückeln auf jeden Fall gut. Auch da kann ich keine ganz konkreten Anmerkungen zu geben, aber auch deswegen wäre es eine so gute Idee, das mit den Stakeholdern zu besprechen und in einen gemeinsamen Prozess zu gehen.
Die Masse des Stoffs, das Ideal des Volljuristen. Ich glaube, ein idealer Volljurist ist jemand, der kompetent ist, der nicht jedes Rechtsgebiet bis in die tiefste Tiefe beherrscht. Das ist tatsächlich, würde ich sagen, ausgeschlossen, sondern der sich auch mit unbekannten Normen versteht, auseinanderzusetzen. Und deswegen, ich finde den Vorschlag gar nicht so schlecht zu sagen, dann nehmen wir eben lauter unbekannte Rechtsgebiete rein. Die Leute müssen arbeiten können mit dem Gesetz. Dafür, das lernen wir gerade wirklich kaum, oder nicht genug zumindest. Es muss wirklich Kompetenz, die Grundkenntnisse, die müssen von Anfang an, da muss genug Zeit für sein und genug Praxis, das wirklich zu üben. Die Einbindung von Unrecht der Diktaturen finde ich extrem gut, auch dass wir werden so reingeschmissen mit einer extremen Machtmittel ja am Ende des Tages auch als Juristinnen und haben kaum Möglichkeit während des Studiums und auch nicht während des Referendariats wirklich zu lernen, was das eigentlich heißt, was macht Recht eigentlich, welche Rolle spielen wir in der Gesellschaft. Das wäre ein super wichtiger Punkt, das von vornherein schon im Studium auch wirklich mit aufzunehmen. Wir haben so diese Nebenfächer, die macht man mal eben schnell, irgendwie Note ist auch egal, kommt in dem Examen sowieso nicht dran. Das ist wichtig, das ist jetzt genau die Rolle, die wir am Ende spielen. Also deswegen großes Lob für, wenn sowas eingebunden wird. Es wird teilweise auch in der Referendarsausbildung jetzt schon gemacht und das wird sehr, sehr, sehr begrüßt und ist total spannend und ich würde sagen, sehr, sehr wichtig. Die Frage nach, wie kriegt man Menschen mit Migrationsgeschichte besser eingebunden. Jetzt fragt man natürlich mich, weiße Kartoffel, da kann ich auch, das ist leider, sollte man andere Menschen noch eher zu fragen. Aber was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass man schon früher anfängt, Berührungspunkte zu Recht zu schaffen. Also schon in der Schule. Oft kommen die Juristinnen aus Privilegierten, oft auch wieder Juristinnenfamilien. Das führt sich sofort. Und genau, dann sieht man immer auch die alten weißen Männer auf den Richterinnenbänken. Dass sich da dann ein Narrativ überhaupt erst entwickeln kann für andere Menschen. Wäre gut, wenn man dann früh anfängt, Kompetenzen da verteilt. Ich glaube, das wäre schon eine Möglichkeit zu sehen, wie funktioniert das überhaupt. Und dann auch wieder Chancengerechtigkeit innerhalb der juristischen Ausbildung besser, also gerade unterprivilegierte Menschen. Bildungsgerechtigkeit ist leider auch oft immer noch an die Migrationsgeschichte geknüpft, da zu gucken, dass genau die Menschen nicht nebenher noch eine Nebentätigkeit brauchen und die Unterhaltsbeihilfe hoch genug ist. Die Liste. Dann zum E-Examen. Großes Kompliment, da haben wir sehr viel positives Feedback zu bekommen. Das läuft weitgehend ziemlich gut. Zu der Frage mit dem Erst- und der Anonymisierung, das würde ich auch wieder persönlich sehr, sehr begrüßen. Ich glaube, es gibt einen großen Ankereffekt, wenn man sieht, mein Erstkorrektor hat schon 8 Punkte gegeben, dann bleibe ich mal ungefähr dabei und habe natürlich auch gleich weniger Begründungsaufwand. Es gab mal den Versuch dazu, eine Studie durchzuführen, wie sehr die Abweichung ist und das hat auch da, genau, es gibt viel zu wenig Studien, kann ich auch nur wieder sagen. Wir argumentieren mit sehr wenig festem Material, aber da war die Rede davon, dass wenige Prozent im Zweifel überhaupt eine Abweichung zwischen den Noten zu vermuten war. Also deswegen Anonymisierung ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Was habe ich hier noch aufgeschrieben? Genau, und diesen Ankereffekt zu sehen, wenn jemand vorher das schon so bewertet hat, dass man das dadurch auch auslöschen würde. Inwiefern die KI objektivierend eingreifen kann, da kann ich leider nicht so viel, konnte ich nicht so viel mit anfangen. Wenn Sie da noch mal was zu nachreichen möchten, da habe ich jetzt keinen spontanen Anfall, aber was auf jeden Fall gut wäre, wäre auch da einfach weiter Daten zu erheben, um zu sehen, wie kommen diese Diskrepanzen zustande. Die Studie, die ich gerade meinte, die war von der LMU, also zu der ungerechten Notenbewertung. Das war auch nur eine kleine Fallstudie. Ich glaube, es wurden um die 240 Klausuren untersucht und da gab es eben genau diese Diskrepanz von über 6 Punkten pro Klausur. Es gab einen Fall, wo eine Klausur mit 4 Punkten und die andere mit 14 bewertet wurde. Also es wurden die gleichen Klausuren mehrfach eingeschleust. Das ist leider nur eine Studie. Das zeigt auch wieder, wir brauchen mehr dazu. Aber es liegt sehr, sehr nahe, dass es da eine große Ungerechtigkeit gibt. Und bei all dem Aufwand, all dem Druck, dann am Ende mit so einer Bewertung konfrontiert zu sein, an der ja auch so viel hängt, dass es einfach niederschlagend. Letzte Frage zum den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen. Wir können das nur begrüßen. Wir finden das gut, dass das eingebunden wird. Aber es ändert natürlich letztendlich nichts an der Qualität der Ausbildung. Das ist eine schöne Ergänzung. Ich kann mir vorstellen, dass das für interessierte Leute ein schöner Einstieg ist, um mal zu gucken, ob die Justiz wirklich noch was ist und da auch tiefere Einblicke zu bekommen. Aber an den grundsätzlichen Problemen der Juristinnenausbildung hilft diese wissenschaftliche Mitarbeit, dieser Vorstoß da jetzt leider auch nicht wirklich. Ich hoffe, ich habe alles abgefrühstückt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Lahme. Herr Dr. Neubert, bitte.
Vielen Dank für die Zeit und Ihre Nachfragen. Es sind viele spannende Themen zusammengekommen und ich glaube, im Ausgangspunkt sind wir uns alle einig und das ist, glaube ich, wichtig nochmal hervorzuheben. Es geht darum, exzellente Juristinnen und Juristen auszubilden. Und wir brauchen die. Sie brauchen die, ich brauche die, wir brauchen die alle. Ich sage zu meinen Studierenden immer, Sie sind die Verteidigerinnen und Verteidiger des Rechtsstaats von morgen. Wir brauchen sie. Und deshalb ist es, ob es jetzt eine Frage des Zeitgeistes ist oder nicht, das ist eigentlich vollkommen egal, ist es die Herausforderung, die einfach vor Ihnen und vor uns steht, so viele Juristinnen und Juristen so gut wie möglich auszubilden. Und deshalb denke ich auch, dass wir auf gar keinen Fall an die Höhe der Anforderungen rangehen sollen, sondern müssen die Ausbildung systematisch verbessern, um den Studierenden und Referendarinnen und Referendaren zu ermöglichen, diese Herausforderungen besser bewältigen zu können. Und der Ausgangspunkt, um das zu erreichen, ist die Qualität der Ausbildung. Das war auch der Schwerpunkt meiner Ausbildung von vorhin und ich möchte nur zwei, drei Punkte nochmal aufgreifen. Die Qualität der juristischen Ausbildung hängt im Wesentlichen davon ab, dass man die Grundfähigkeiten kann und nicht jede Detailfragen. Und diese Grundfähigkeiten, das hatten verschiedene jetzt angemerkt, hängen ganz maßgeblich davon ab, dass man Methodenkompetenz hat, Urteilsfähigkeit, einen kritischen Blick aufs Recht. Diese Fähigkeiten müssen stärker vermittelt werden. Das ist vor allem an die Adresse der universitären Ausbildung. Es wäre vor allem durch die Bildungssenatorin, die Senatsleitung für Bildung, die zuständig ist für diese universitäre Ausbildung, soweit ich weiß, in den meisten Bundesländern, aber natürlich auch von Sie, Frau Senatorin, wenn es möglich wäre, dass Sie da anknüpfen. Denn die Erlebnisse der meisten Studierenden sind, sie müssen eine Grundlagenvorlesung absolvieren, Methodenlehre, Rechtsgeschichte. Die machen Sie, dann ist es vorbei. Und dann beginnen die eigentlichen Ausbildungspunkte. Das heißt, wenn Sie wirklich exzellente, kritische Juristen und Juristen ausbilden wollen, die Methodenkompetenz haben, müssen Sie diese Themen einfach in der Ausbildung im ersten und zweiten Examen stärker in den Vordergrund stellen und auch abfragen. Ob man Inhalte rausnehmen muss oder nicht, da möchte ich mich ehrlich gesagt nicht zu äußern. Wir können von mir ZPO im ersten rausnehmen und Arbeitsrecht und so. Da streiten sich dann alle drüber, weil die Pfründe verteilt werden. Deshalb möchte ich mich dazu weniger äußern, weil ich auch der Auffassung bin, vieles kann drinbleiben, wenn die Ausbildung gut genug ist und die Studierenden darauf hin ausbildet, mit diesen Inhalten umgehen zu können. Weil es kann nicht Sinn der Ausbildung sein, Detailkenntnisse in einzelnen Rechtsgebieten zu vermitteln, die mir vielleicht Spaß machen. Ja, ich liebe Völkerrecht, Europarecht, IPA, alles toll, aber die für die Qualität der Fachkompetenz nicht entscheidend sind. Und das sollte auch das Ideal des Volljuristen sein. Also es sollte die Fähigkeit sein, die Dinge zu packen, zu verstehen, zu begreifen, zu durchdringen, mit unbekannten Rechtsfragen zu arbeiten. Denn das ist letzten Endes die Aufgabe, die in allen juristischen Berufen im Vordergrund steht und die Qualität der Ausübung dieser Berufe gewährleistet. Aber ein Punkt, der hier aufkam, der kommt tatsächlich in der Ausbildung weitestgehend zu kurz. Die Kritik geht nicht ans Kammergericht. Ich hatte eine fantastische Ausbildung zu diesem Thema am Kammergericht, aber der Uni überhaupt nicht, nämlich der Umgang mit Unrecht in Diktaturen. Sie hatten es gerade auch schon gesagt, Frau Lahme, es ist wichtig, dass wir verstehen können, was Recht und was Unrecht ist. Und dafür bringt es nichts, wenn Sie wissen, irgendwie, wer die Kronjuristen des Dritten Reiches waren, sondern Sie müssen praktisch mit Normen arbeiten, bei denen Sie erkennen können, warum driften die jetzt eigentlich in was Unrechtes ab? Warum sind die Unrecht? Das müssen Sie üben, das müssen Sie anwenden können, findet überhaupt nicht statt. Das ist auf jeden Fall ein grundlegender Reformbedarf inhaltlicher Natur, nur weil das angesprochen wurde. Wie garantiert man jetzt die Qualität? Viele Anknüpfungspunkte, aber ein entscheidender Punkt ist die Didaktik. Und die Didaktik spielt bei der Auswahl von den meisten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern kaum eine Rolle, sondern die wissenschaftliche Exzellenz. Ich will das eine nicht gegen das andere ausspielen. Es ist nur aktuell so, dass die wissenschaftliche Exzellenz die Lehrfähigkeiten ausspielt. Und Sie haben fantastische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die einfach nicht ausbilden können, weil sie es nicht können, weil sie nie darin ausgebildet wurden, weil sie Didaktik nicht verstehen. Und da manche Universitäten gehen da mit gutem Beispiel voran. Ich hatte das Beispiel Passau genannt, Lehrprofessuren. Da geht es um Personen, die genau das wollen. Es gibt auch viele fantastische Personen hier in Berlin, die ganz, ganz toll lehren können an der FU und da gibt es alles. Aber es muss systematisch verbessert werden, die Didaktik in den Universitäten. In der Referendarsausbildung ist das Thema mindestens genauso wichtig. Nur da haben Sie das Problem, dass viele der Personen, klang auch schon an bei Ihnen, Dr. Techner, dass viele der hauptamtlichen Richterinnen und Richter die Ausbildung nebenbei machen müssen, die sind ohnehin überfordert. Das heißt, wenn Sie Qualität in der juristischen Ausbildung fürs zweite Examen durch die AG-Leiterin gewährleisten wollen, dann müssen Sie entweder die Richterinnen und Richter stärker freistellen,
oder hauptamtliche Richterinnen und Richter, Staatsanwälte bestellen, die das machen können. Und dann, da kam mein Vorschlag vorhin, einheitliche Lernunterlagen. So, jetzt aber mein Vorschlag zum Thema, schaffen Sie die Anwalts-AGs ab. Ich habe nicht gesagt, die Anwaltsstation, auf gar keinen Fall. Niemals. Als Rechtsanwalt würde ich das ohnehin nicht für gut befinden. Und die praktische Erfahrung ist entscheidend, ob die in Stationen vermittelt wird oder eben wo auch immer. Aber die Rechtsanwaltsstation würde ich auf gar keinen Fall abschaffen. Gerade weil man da erst wirklich einen Einblick darin bekommt, was anwaltliche Arbeit bedeutet, genauso wie in anderen Situationen. Ich habe nur pragmatisch versucht vorzuschlagen, einen Vorschlag zu machen, den Sie schnell umsetzen können, der Ihnen Geld spart und der die Möglichkeit eröffnet, dass Sie die Ausbildung verbessern. Wenn Sie über 50 exzellente Anwältinnen und Anwälte verfügen, die bereit sind, diese exzellente berufliche Praxis in ihre Ausbildung für das Kammergericht zu überführen, super, machen Sie das. Ich bezweifle nur, dass es die gibt. Wenn Sie sagen, es gibt die, oder Sie sagen, es gibt die, dann lassen Sie uns bitte mal wirklich evaluieren. Wenn das ist der Punkt, wenn wir an unterschiedlichen Tatsachen aus herangehen, dann kommen wir nicht zum Ergebnis. Wir müssen dann auch diese Evaluation ernst nehmen. Aber wenn Sie die haben, behalten Sie die Station, die Ausbildungs-, die AGs bei. Wenn Sie die nicht haben, das wäre mein Vorschlag, erarbeiten Sie zusammen mit der Rechtsanwaltskammer ein Schulungsprogramm, wo die praktischen Erfahrungen, die Fähigkeiten, die Sie brauchen, direkt vermittelt werden. Ich bin sicher, die Rechtsanwaltskammer Berlin ist sofort bereit dazu, weil sie ein großes Interesse an einer praxisorientierten Ausbildung hat. Repetitorium vom Staat, agile Alter, also wer macht es? Ich denke, es gibt genug, und das sagt jetzt hier ein privater Unternehmer, ja, ich denke, es gibt genug hervorragende Juristinnen und Juristen, die im Dienste des Kammergerichts und im Dienste der Universitäten Ausbildung machen können. Ich glaube nicht, dass wir zwingend auf private Repetitoren und Repetitoren zurückgreifen müssten. Wäre aber auch, glaube ich, nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass das Problem erkannt ist, dass die Ausbildung besser werden muss und man die Leute dafür findet und sie befähigt. Mit didaktischen Fortbildungen, mit entsprechenden Vergütungen auch. Aber nur auf Ihre Frage, Frau Bandra, es gibt genug Leute, also die Bewerbungen auf freie Professorenstellen in Deutschland, die laufen ja über. Wenn Sie da sich bewerben, sind Sie einer unter 50 oder einer unter 60. Bewerberinnen und Bewerbern, also wenn Sie da mehr Professuren schaffen wollen, es gibt auf jeden Fall genug Leute, die sich darauf bewerben wollen würden. Aber es muss auch die praktische Ausbildung weiterhin im Vordergrund stehen. Und da, glaube ich, ist ganz entscheidend, dass es Ihnen und uns gelingt, die Vorbereitung auf die praktischen Berufe zu ermöglichen. Warum? Weil Sie dann genauer merken, macht mir das eigentlich Spaß? Und da kommen wir zurück zu einem Problem, warum viele Leute aussteigen aus der Ausbildung. Sie merken gar nicht mehr, warum Sie das machen. Sie haben keine Freude mehr dabei. Und wenn Sie einen praktischen Einblick vermitteln können, der ganz konkret andockt an Ihre Fähigkeiten und Ihre Motivation, warum haben Sie eigentlich mal Jura studiert, dann sind Sie bereit zu sagen, hey, super, da mache ich weiter, da kämpfe ich weiter. Motivation ist nach der Lernwissenschaft der allerhöchste Faktor für den Leistungserfolg. Nicht die Zeit, die Sie investieren, nicht die Klugheit, die Sie haben, Motivation. Und wenn Sie Motivation stärken können, super. Ich muss jetzt aber mal das Kammergericht in Schutz nehmen. Die Klausuren im zweiten Examen, die gerade gelaufen sind vor 2 Wochen, waren nach meiner persönlichen Erfahrung ein hervorragendes Beispiel, wie Klausuren laufen müssen. Ich musste da leidvoll durch, weil meine Frau das Examen geschrieben hat. Und alle diese Klausuren, ausnahmslos, waren Klausuren, in denen, also waren faire Klausuren in Anführungsstrichen, weil es dort um Systemverständnis geht, bekannte Rechtsgebiete, in denen sie argumentieren mussten, in denen sie sich durchkämpfen mussten mit dem juristischen Handwerkszeug. Das sind super Klausuren. Ist nicht immer so, aber das gibt es eben auch und da müssen wir dabei bleiben, dass die Leute darauf ausbilden und die Klausuren genauso stellen. Und die Ausbildung auf Druck hin ist, ja, das ist einfach so. Ich weiß, wie viele Nächte ich als Anwalt durchgearbeitet habe, um Schriftsätze bis zum nächsten Tag fertig zu machen. Das ist in meinem jetzigen Beruf auch nicht anders. Aber die Frage ist nur, wie, das hatten Sie auch gesagt, Frau Lammert, wie entwickeln Sie Fähigkeiten und Resilienz, um mit Druck umzugehen? Ich weiß nicht, ob die beste Fähigkeit, um mit Druck umzugehen, ist, dass sie einfach Druck ausgesetzt werden. Auch das weiß die Lernforschung. Lernen unter Angst führt zu Misserfolg. Ist eine verschwendete Lernzeit. Also wenn Sie Formate entwickeln, es gibt das ja, Moot Courts, irgendwelche Mock-Verhandlungen, gibt es ja alles, bei denen Sie auch lernen müssen zu argumentieren, zu diskutieren, auf Druck zu reagieren, auf unbekannte Fragen. Da kommen Sie viel stärker in die Situation, Leute daraufhin auszubilden und nebenbei Fähigkeiten auszubilden, die in der aktuellen Ausbildung fast keine Rolle spielen. Sie können durchs gesamte Jurastudium durchgehen, vom ersten Semester bis zur mündlichen Prüfung, ohne mit einer einzigen Person gesprochen zu haben. Das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Die juristischen Berufe hängen alle davon ab, dass sie exzellent kommunizieren. Ob das mit den Parteien ist, mit den Mandanten, mit der Richterin, mit wem auch immer. Sie müssen lernen zu kommunizieren und ins Rechtsgespräch zu treten. Es wird nicht adressiert. Das heißt, da merkt man an diesen kleinen Punkten, es gibt grundlegenden Reformbedarf, um das Ziel, die exzellenten Juristinnen und Juristen auf die Fähigkeiten ihrer Berufe vorzubereiten, noch besser in den Vordergrund zu stellen. Ich möchte ganz zum Schluss noch auf das Thema Digitalisierung eingehen, weil das hatten mehrere angesprochen und das ist letztens das, was ich Tag ein, Tag aus mache. Es gibt Anwendungen künstlicher Intelligenz, die sich direkt auswirken auf den Lernerfolg. Also ganz konkret setzen wir Lerntools ein, bei denen mit künstlicher Intelligenz von OpenAI Definitionen gelernt werden können. Früher haben sie Definitionen gelernt, da haben sie eine Seite beschrieben, haben sie die Definition draufgeschrieben und umgedreht und sich dann irgendwie so abgefragt. Bei uns ist es so, sie haben ein Freitextfeld, sie müssen die Definition aus ihrer Erinnerung eingeben und sie bekommen dann die Rückmeldung von der KI, war ihre Eingabe richtig oder falsch und warum. Das ist ein Gamechanger und das ist nur ein Beispiel dafür, wie KI Personalisierung in der Lernerfahrung ermöglichen kann. Sie kennen vielleicht alle dieses Problem, das ein Bildungswissenschaftler mal beschrieben hat vor vielen Jahren. Das ist das sogenannte, das Blohmsche Zwei-Sigma-Problem. Was heißt das? Das ist eine Erkenntnis aus der Bildungsforschung, die weiß, dass sie bei einer individuellen Betreuung, also einer 1-zu-1-Betreuung beim Lernen, 98% besser sind als diejenigen, die keine 1-zu-1-Betreuung genossen haben. Aber 1-zu-1-Betreuung, Tutoren, das gibt es halt nur für sehr wenige Leute, die in der Regel auch hinreichend viel Geld haben, um sich das leisten zu können. Digitale Anwendungen mit KI kommen jetzt in die Richtung, das ermöglichen zu können, dass sie also quasi einen digitalen KI-Tutor haben, der sie sozusagen unterrichtet und ihre diese 1-zu-1-Betreuung ermöglicht. Das heißt, das sind die Chancen von Digitalisierung, die sich auch in der Ausbildung zeigen. Aber allgemein sollten Sie, glaube ich, auch vor Augen führen, es hilft, Digitalisierung einzusetzen, weil sie Digitalisierung ist. Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Aber es hilft, sie einzusetzen, weil sie dazu beitragen kann, zu besseren Lernergebnissen zu bekommen. Das beste Beispiel ist sogenannte Blended Learning. Das kennen Sie vielleicht alle, wenn Sie eine Lehrveranstaltung haben. Dann gehen Sie in die Vorlesung und der Professor erzählt Ihnen etwas, was Sie in einem Buch lesen können. Das ist verschwendete Lernzeit. Beim Blended Learning ist es so, Sie kommen vorbereitet in die Vorlesung, zum Beispiel mit der Unterstützung eines digitalisierten Lernmittels, und dann können Sie die Zeit mit dem Professor, mit der Professorin verwenden auf wirkliche Arbeit, auf die Rechtsanwendung. Das führt zu kategorisch anderen Lernergebnissen. Das hat die Lernforschung, weiß ich, schon seit 10 Jahren. Also da kann Digitalisierung wirklich zu Verbesserung der Lehr-Lernqualität beitragen. So viel vielleicht mal bis hierhin. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Neubart. Frau Dr. Teschner, bitte. Dann versuche ich mal, die Themen abzuräumen, die noch offen sind oder wo ich vielleicht eine andere Position zu vertrete. Ich würde gerne anfangen mit der Justizassistenz und den wissenschaftlichen Mitarbeitern innerhalb der Gerichte. Das ist in der Tat kein Ersatz für das Referendariat. Das kann es auch gar nicht sein, weil es eine völlig andere Konstruktion ist. Es dient dazu, dass junge Leute die Gelegenheit haben, sich näher mit der Tätigkeit im Gericht vertraut zu machen. Und das ist uns besonders wichtig aus 2 verschiedenen Gründen. Um einfach an die Arbeitsweise heranzuführen oder wie ein Gericht funktioniert und dann sicher auch die Möglichkeit zu haben, Personalakquise zu betreiben. Weil nur dann, wenn ich einen wirklich authentischen Eindruck davon habe, wie die Gerichtsabläufe sind, dann kann ich mich positiv und auch mit dem entsprechenden Hintergrund für eine Tätigkeit am Gericht entscheiden. Ein Nebeneffekt ist sicher auch, dass eine gewisse Entlastung in den Gerichten eintritt. Aber machen wir uns nichts vor. Sie sind ja nicht hundertprozentig für die Tätigkeit im Gericht ausgebildet, wenn Sie als Justizassistent anfangen oder als Justizassistentin, sondern müssen an die Tätigkeit herangeführt werden. Und das ist letztendlich eine Art Testphase, eine Lernphase, eine Kennenlernphase, die für beide Beteiligten große, große Werte mit sich bringt. Dann war hier mehrfach das Thema Stoffkürzung. Es geht ja allgemein, wenn man 2 Juristen fragt, kriegt man 3 Meinungen. Und das ist auch so, wenn Sie fragen, welchen Stoffbereich sollen wir denn jetzt kürzen oder was sollen wir weglassen? Und da gebe ich meinen Vorrednern recht, das kommt immer darauf an, wen man fragt. Weil natürlich, wenn Sie eine gewisse Fachrichtung, die Vertreter der Fachrichtung fragen, sagen die, nein, also meins auf keinen Fall, das ist ja sehr wichtig.
Wenn Sie umgekehrt andere fragen, werden die sich genauso für Ihre Fachbereiche verwenden. Das macht es also schwierig, da wirklich ranzugehen. Ich möchte aber den Schwerpunkt woanders setzen, nämlich bei der Methodenkompetenz. Auch das ist ein Stichwort, was hier mehrfach angefallen ist. Das Recht ist komplex und die Ausbildung ist es dann auch. Aber dann müssen wir in der Ausbildung auf diese Komplexität vorbereiten. Und das tun wir, indem wir Methodenkompetenz lehren und zunehmend jetzt auch, so die Beschlussfassung der COA, die ich vorhin erwähnt habe, uns Untersuchungen widmen, inwieweit die Vermittlung von Methodenkompetenz weiter ausgeweitet werden soll. Damit man als Jurist, und das wird identisch sein mit dem späteren Berufsbild, egal ob man jetzt Richter, Staatsanwalt oder Anwalt oder ähnliche Berufe ergreift, ja auch der Realität gerecht. Sie lernen nicht abschließend einen Katalog und in Ihrem späteren Berufsleben finden Sie genau die Fragen, die Sie vorher im Katalog gelernt haben. Sie müssen sich immer mehr mit neuen Rechtsgebieten auseinandersetzen und sich in die eindenken. Also ist die Methodenkompetenz meines Erachtens der Schlüssel und da müssen wir ran, die weiter aufzubauen, aber nicht darüber zu diskutieren, wo der Stoffkatalog eingeschränkt werden soll. Dann fiel hier das Stichwort mehr Beteiligung der Professoren an den Prüfungen beziehungsweise inwieweit sie sich ans Prüfungsgeschehen beteiligen. Was die Klausuren, die Erstellung von Klausuren angeht, sind die Professoren sehr gut in der Beteiligung. Wo wir Defizite haben, da ist aber weniger dieser Ausschuss für zuständig, sondern da müsste man an den Wissenschaftsausschuss herantreten, ist die Tätigkeit in der Prüfung. Weil die Prüfervergütung eben nach dem Hochschulgesetz nicht vorgesehen ist. Und dadurch haben wir die Situation, dass wir das zwar immer hinterfragen können und auch sehr gerne Prüfer begrüßen würden aus dem universitären Bereich, da aber eher noch Verbesserungsbedarf haben. Und das könnte man zum Beispiel dadurch, dass die Prüfervergütung für die Hochschullehrenden anders geregelt wird, erreichen. Ich würde mich dann gerne dem Thema Stress widmen oder Stressresilienz. Auch ich habe in meinem Jurastudium Stress empfunden und in allen Berufen, die ich bislang ausgeübt habe, diesen Stress auch wiederholt empfunden. Ich gebe Ihnen recht, dass das vielleicht auch zu dem Berufsbild dazugehört, weil man sehr akut auf einmal eine Antwort schuldet, sei es im Gerichtssaal oder wenn man einen Mandanten berät, kann man schwer sagen, das weiß ich jetzt auch nicht. Man muss irgendwie mit der Situation umgehen können und dafür ist es eben wichtig, die Stressresilienz auszubauen und umgekehrt aber auch alle, die an der Ausbildung oder an der Prüfung beteiligt sind, zu sensibilisieren für den Stressfaktor. Und in beiden Bereichen hat sich die COA das auf das Papier geschrieben, also der Koordinierungsausschuss für die Justizausbildung, und möchte beide Bereiche näher untersuchen und dann erforderlichenfalls dann auch zu Veränderungen führen. Gern widme ich mich dem Thema KI, weil ich selbst für KI großes Interesse hege und mich dafür auch anderenorts schon sehr positiv ausgesprochen habe. Der EDV-Gerichtstag oder überhaupt die Juristen bundesweit untersuchen ständig, inwieweit KI vielleicht auch für die juristischen Berufe zur Anwendung kommen kann. Und wie Sie alle wissen, wenn Sie die Diskussion intensiv verfolgen, gibt es da durchaus Befürworter und es gibt auch welche, die das kritisch sehen, weil dann immer gleich das Argument kommt, das würde irgendwie den Juristen ersetzen. So ist es ja nicht. Es ist eine Assistenz und nur über die denken wir ja auch heute in dem Kreis nach. Und insofern ist es sicher auch angezeigt, sich über die Nutzung von KI oder überhaupt KI-Techniken im Referendariat oder in der juristischen Ausbildung zu befassen. Aber natürlich zu befassen mit der Folge, dass man dann überlegen muss, inwieweit Tools dann auch Eingang finden können. AG-Leitung war ein Stichwort und hier ist es mir sehr wichtig zu sagen, dass die AG-Leitung zwingend in den Händen der Praktiker sein muss, weil das Referendariat führt an praktische Berufe heran, sodass eine AG-Leitung durch reine Theoretiker oder vielleicht auch durch Hochschulprofessoren der Bedarfslage meines Erachtens nicht vollumfänglich entsprechen wird. Ich meine auch, Jureform so verstanden zu haben, dass sie umgekehrt sogar Praktiker vermehrt in der universitären Ausbildung präsent haben wollen. Also ist ja die Zielsetzung, mehr auf Praktika zu setzen und nicht umgekehrt mehr auf Hochschulprofessoren, insoweit AG-Leitung
finde ich es gut, wenn wir da weiter auf unsere Berufsträger setzen. Und natürlich evaluieren wir diese auch. Wir halten ständig nach, wie die jeweiligen AG-Leiterinnen und AG-Leiter besprochen sind. Und im jeweiligen Bedarfsfall betreiben wir Akquise und sprechen die Beteiligten an und sagen, können Sie nicht noch eine AG machen, weil Sie sind zu gut evaluiert, um dann uns auch leisten zu können, andere AG-Leiter vielleicht weniger zu hinterfragen. Und es gibt inzwischen auch, weniger aus meiner Zeit, das ist eine Weile her, aber zwischenzeitlich gibt es Muster für AG-Leitungen zur jeweiligen Vereinheitlichung der AGs. Also einfach Leitfäden und Musterpapiere, um da eine Vereinheitlichung durchzuführen. Und wir schulen die AG-Leitenden für die Didaktik. Das ist auch etwas, was jüngst aufgenommen wurde, sodass nicht nur ein purer Referent da sitzt, der seine Fachkenntnisse offeriert, sondern eben ihm auch vorher oder ihr vorher vermittelt wird, wie man dieses Wissen geschickt weitergibt. Ich würde mich dann noch gerne zur Anonymisierung der Korrektur oder der Prüfungen, der Klausurprüfungen erklären. Das ist so ein bisschen ein Widerspruch, den ich da spüre, wenn einerseits die Kritik geäußert wird, dass der Erstkorrektor und der Zweitkorrektor von den Punktewerten häufig so weit auseinander sind, was ich so nicht nachvollziehen kann, also sehr weit auseinander jedenfalls nicht, ein paar Punkte schon. Umgekehrt dann aber gefordert wird, dass man dem Erstkorrektor die Zweitkorrektur oder dem Zweitkorrektor die Erstkorrektur nicht offeriert, mit dem Vorwurf, er oder sie könnte ja schließlich einfach nur einen Haken dran setzen. Das beißt sich in der Argumentation aus meiner Sicht etwas. Ich würde vielleicht eher meinen Eindruck hinzusetzen. Die Korrektoren, die Zweitkorrektoren machen sich schon Gedanken darüber, ob die Erstkorrektur zutreffend ist und inwieweit sie dieser folgen können. Und das ist auch aus gutem Grund so, dass sie dann mit Punktewerten differenzieren und dann in ein Annäherungsverfahren bzw. in ein Stichverfahren gehen. Also die völlig belanglose, das wird schon so in Ordnung sein, diesen Vorwurf möchte ich hier im Namen der Korrektoren entgegentreten. Was die Tauchstation oder die Stückelung des Examensstoffes angeht, nehme ich vielleicht das Wort von Herrn Neubert noch mal in den Mund. Das sind große Würfe und die kriegen wir kaum an § 5d Deutsches Richtergesetz vorbei, wo es nämlich heißt, dass die Voraussetzungen für die Ausbildung und die Prüfung bundesweit identisch sein müssen, um auch Qualitätsstandard immerhin für einen Zugang zu einem staatlichen Beruf sicherzustellen. Sie fragten mich dann nach dem Austausch mit den weiteren Prüfungsämtern, wie der sich eigentlich vollzieht. Ich habe eingangs dieses heutigen Nachmittags von dem CoA berichtet, also dem Koordinierungsausschuss Juristenausbildung. Dieser tagt zweimal jährlich. Dann gibt es die Präsidententagung, da tagen die Justizprüfungsämterpräsidenten nochmal. Und natürlich stehen wir unterjährig im ständigen Austausch mit den anderen Prüfungsämtern, schon weil sich Fragen, das werden Sie verstehen, häufig auch wiederholen, dass man mal fragt, gibt es für eine bestimmte Konstellation bei euch einen Nachteilsausgleich oder wie sind die Erfahrungen mit der Klausur XY? Es fiel dann noch die Anmerkung, dass der Migrationsanteil erhöht werden soll. Das GJPA selbst hat keine Zahlen über den Migrationsanteil der Beteiligten. Wir ermitteln gegenwärtig nur die Geschlechter, aber nicht den Migrationsanteil. Dafür haben wir keine statistischen Werte. Ich kann also allenfalls meine Erfahrungswerte und dann vielleicht eher die Erfahrungswerte aus meiner Zeit am Landgericht mit die Ihnen teilen. Da ist eine Tendenz, eine positive Tendenz durchaus sichtbar und das wäre mir auch ein Anliegen, dass wir das weiter erhöhen. Ja, dann hoffe ich jetzt alles in kürzerer Zeit als eingangs, wofür ich noch mal um Entschuldigung bitte, besprochen zu haben. Vielen Dank, Frau Dr. Teschner. Für die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz nimmt nun Herr Dr. Mahalt Stellung zu den Fragen, die an die Senatsverwaltung gerichtet worden sind und gerne auch darüber hinaus. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Ich werde versuchen, alle Fragen zu erwischen, die gestellt worden sind. Ich fange mal an. Die erste Frage war die nach der Vergütung der Referendarinnen und Referendare, nach der Entwicklung
da muss ich auch gleich eingangs so ein bisschen passen. Ich kann Ihnen jetzt über die, also zahlenmäßig da so aus der Hüfte nichts Konkretes sagen. Was ich sagen kann, ist, dass wir natürlich darum bemüht sind, dass wir haben das im Blick und wir sind natürlich immer darum bemüht, angemessen zu vergüten. Das ist natürlich immer auch eine Frage, wie viel Mittel zur Verfügung stehen. Aber wie sich das jetzt in den letzten Jahren konkret entwickelt hat, müsste ich einfach nochmal nachschauen. Eine weitere Frage nach universitären Repetitorien, ob da etwas geplant ist. Da kann ich nur darauf verweisen, das ist letztlich eine Frage, die die Hochschulen zu klären haben. Also das ist etwas, was jetzt nicht in unseren Bereich originär fällt. Dann kam als nächstes die Frage nach dem Stakeholder-Prozess, ob wir den unterstützen, gegebenenfalls finanzieren. Da würde ich gerne verweisen auf das, was Frau Dr. Teschner auch schon erwähnt hat. Der Koordinierungsausschuss hat ja selbst einen Stakeholder-Prozess jetzt in Gang gesetzt gerade. Vielleicht vor diesem Hintergrund, der Koordinierungsausschuss für die Juristenausbildung, der dient ja gerade dazu, dass alle Länder und der Bund zusammensitzen, denn das kann nicht ein Land alleine effektiv etwas anstoßen. Der Koordinierungsausschuss widmet sich im Grunde fortlaufend auch der Frage, ist denn das Studium, ist die Ausbildung noch zeitgemäß? Und der nächste Schritt ist dort tatsächlich, dass wir jetzt eben, wie es uns von der Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister aufgetragen worden ist, im ersten Quartal des kommenden Jahres Vertreter des Deutschen Juristenfakultätentages und des Bundesverbands rechtswissenschaftlicher Fachschaften einladen und zu einer Kick-Off-Veranstaltung. Das ist eben der Stakeholder-Prozess, den wir da jetzt angestoßen haben. Und da wollen wir über die wesentlichen Fragen eben auch dann diskutieren, auch darüber, wie es dann weitergeht. Dann hatten wir als nächstes die Frage nach der Verbesserung der Prüfungsbedingungen durch Entzerrung. Herr Schlüsselburg, hatten Sie gefragt, da hatte Frau Teschner ja auch schon was zu gesagt. Das ist tatsächlich eine logistische Herausforderung. Das ist etwas, was wir auch nicht im Alleingang tun könnten. Es hat auch so, man muss so Dinge mitbedenken, es wirkt sich aus unter Umständen auf die Dauer des Vorbereitungsdienstes auch, ne, wenn man es entzerrt und so. Das sind alles so Fragen, die man da einfach im Kopf haben muss. Aber das ist jetzt nichts, was wir so im Alleingang einfach entscheiden können. Zum E-Examen, da hatten Sie gefragt nach dem Zeitplan für die erste Staatsprüfung. Da vielleicht ganz kurz zum Verständnis. Also wir sind da dran, wir haben das im Blick. Wir möchten das gerne so bald wie möglich einführen. Das wird allerdings noch ein kleines bisschen dauern. Vor dem Hintergrund, es klang auch eben so ein bisschen schon an bei der Frage, wie ist denn jetzt ist eigentlich mit der zweiten Staatsprüfung, die ist ja ein Projekt. Das heißt also, die wird jetzt geschrieben, aber wir sind mit der zweiten Staatsprüfung technisch noch nicht am Ende. Wir sind noch nicht dort, wo wir da endgültig hinwollen. Das, was wir am Ende möchten, ist ja, dass das gesamte Prüfungsverfahren medienbruchfrei ist, dass digital korrigiert wird. Da sind wir auf einem sehr guten Weg, da sind wir im Zeitplan, da werden wir im Laufe des nächsten Jahres hinkommen, da bin ich sehr sicher. Und im Anschluss daran ist geplant, es fürs erste Examen aufzustocken. Die Herausforderung ist tatsächlich, dass die Zahlen der Prüflinge erheblich höher sind. Das ist zum einen eine Frage nach Räumen, nach Arbeitsplätzen. Es ist eine Frage danach, dass die Technik auch wirklich verlässlich laufen muss, bevor wir sie auf so einen großen Maßstab skalieren. Wir wollen nämlich weder dass es im ersten Examen schief geht, noch wollen wir gefährden, dass es im zweiten Examen jetzt gut zu Ende gebracht wird. Das ist die Überlegung dahinter. Das heißt, ich würde sagen, der Zeithorizont ist, also es wäre nicht seriös, etwas Konkretes zu sagen, aber wir planen es tatsächlich unmittelbar im Anschluss, sobald es im zweiten Examen sicher läuft, auch dann fürs erste Examen. Also wir haben es im Blick, es ist nicht so, dass wir das jetzt irgendwie ausgeblendet hätten oder so. Die Frage nach der Quote von Klausuren, die von Professoren gestellt werden, hat, glaube ich, Frau Teschner schon geantwortet. Da kann ich jetzt auch nicht viel hinzufügen. Stakeholder-Runde auf Landesebene, da kann ich verweisen zum einen darauf, dass wir ein regelmäßiges Dekanate-Treffen haben. Da haben wir einen sehr fruchtbaren Austausch. Das bezieht sich nicht nur auf die Berliner Dekanate, sondern auch auf die Brandenburger Hochschulen. Da tauschen wir uns regelmäßig über den Status quo aus. Dann stehen wir auch in gutem Kontakt immer zum Personalrat der Referendarinnen und Referendare, mit dem wir uns regelmäßig treffen. Da sind wir eigentlich immer in einem guten Kontakt und tauschen uns über aktuelle Themen eigentlich relativ regelmäßig aus. Das ist natürlich nichts, womit wir jetzt große Reformprojekte anstoßen könnten. Aber ich denke, dass wir gut im Gespräch sind und da einen guten Kontakt haben.
Ja, dann kam noch die Frage, wie kann man eine gute Didaktik sicherstellen? Ich habe schon gesehen, dass die heute völlig zu Recht, wie ich auch finde, eine sehr bedeutende Rolle spielt. Das ist eben wirklich eine Frage nach der Qualität der Ausbildung. Und ich denke auch, dass wir da alle uns einig sind, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass eine hohe Qualität und eine didaktisch hochwertige Ausbildung sichergestellt werden muss. Wir können da unmittelbar eigentlich nur aufs Referendariat Einfluss nehmen. Alles, was an den Hochschulen sich abspielt, ist im Grunde etwas, was nicht unmittelbar in unserem Einflussbereich liegt. Zum Referendariat kann ich sagen, dass wir sowohl in der Station als auch in den Arbeitsgemeinschaften eben tun, was in unserer Macht steht, um eine hohe Qualität sicherzustellen. Frau Teschner hat das Wesentliche schon gesagt. Wir bieten Fortbildungen an in Didaktik, wir bieten Fortbildungen an zur Stationsausbildung sogar auch. Wir evaluieren regelmäßig. Es ist auch tatsächlich so, dass diese Evaluierungen angeschaut werden und dass daraus tatsächlich, also es ist nicht so, dass die einfach irgendwo abgeheftet werden, das kann ich tatsächlich bestätigen. Und es ist auch, das hatte Frau Dr. Teschner auch schon erwähnt, so, dass wir, um einen gewissen Qualitätsstandard sicherzustellen, aber auch um mehr AG-Leitende zu gewinnen, neben ihrer Arbeitslast, ist es so, dass wir eben auch jetzt Unterlagen zur Verfügung gestellt haben, die man in den Arbeitsgemeinschaften verwenden kann. Weil erfahrungsgemäß eine große Hürde, neu eine Arbeitsgemeinschaft zum ersten Mal anzubieten, tatsächlich gar nicht ist, dass man das nicht möchte, sondern man weiß, beim ersten Mal ist es einfach eine unglaubliche Arbeit, die Unterlagen zusammen zu basteln. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Das heißt, damit wollen wir auch einfach noch mehr AG-Leitende gewinnen. Das ist etwas, was zum einen die Qualität sichert, dadurch, dass wir diese Unterlagen haben. Und zum anderen haben wir natürlich dann auch einen größeren Pool an AG-Leitenden, aus dem wir schöpfen können. Das führt dazu, dass wir breiter aufgestellt sind und dass vielleicht auch auf den Einzelnen etwas weniger der Druck lastet, dann doch noch eine AG mitmachen zu müssen, weil noch jemand fehlt. Also das ist ein Thema, an dem sind wir wirklich sehr aktiv dran. Da tun wir tatsächlich, was wir können. So, ich glaube, damit habe ich alle Fragen beantwortet. Ich hoffe, ich habe keine vergessen. Vielen Dank. Also die Präsidentin des GJPA nickt. Scheint mir ein gutes Zeichen zu sein. Vielen Dank, Herr Dr. Marholt. Ich habe jetzt auch keine weiteren Wortmeldungen gesehen, sodass ich der guten Ordnung halber frage, ob wir entsprechend der Praxis in unserem Ausschuss die Besprechungspunkte, die wir gerade behandelt haben, also Top 2a bis Top 2c vertagen, bis das Wortprotokoll vorliegt und ausgewertet werden kann. Dazu stelle ich Einvernehmen fest. Dann sind die Tagesordnungspunkte 2a bis 2c vertagt. Ich danke herzlich den anzuhörenden Sachverständigen für ihre Zeit, für ihren Besuch. Sie können gerne bleiben, Sie können auch gehen, wie Sie möchten. Jedenfalls vielen Dank und einen schönen Tag noch. Mit Blick auf die Uhr, wir haben noch 10 Minuten Sitzungszeit. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, die Tagesordnungspunkte 3 und 4 aufzurufen. Oder wird das hier anders gesehen? Bitte. Ich glaube, den Tagesordnungspunkt 3, die Justizassistenz, können wir noch aufrufen. Ich hatte dann jetzt aus der Debatte eben auch keinen ganz großen Diskussionsbedarf vernommen. Gucke mal in die Runde. Dann machen wir es so. Ja, wunderbar. Dann kommt zum Aufruf Punkt 3 der Tagesordnung, Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD auf Drucksachennummer 19-1621, Justizassistenz in Berlin. Wird die Begründung des Antrages durch die Fraktion der CDU nicht gewünscht, aber durch die Fraktion der SPD? Herr Kollege Lehmann, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich werde mich auch versuchen zu beeilen und nicht alles vortragen, was ich vorbereitet habe. Wir hatten das ja auch schon im Plenum behandelt. Der Antrag vom April war im Mai im Plenum. Und die Ursache für unser Überlegen hier mit der Justizassistenz war, dass die 750 Richter und Richterinnen in den nächsten 10 Jahren in Ruhestand gehen. Und auch generell insgesamt bundesweit zieht sich das ja durch. Viel zu wenig, ich glaube 4.000 ist die aktuelle Zahl, zu wenig Richterinnen an Arbeitsplätzen vorhanden sind. Und der demografische Wandel ist eben vielleicht dem ist entgegenzuwirken in der Justiz, indem man vielleicht junge Leute heranführt und auch praktisch arbeiten lässt, damit sie eben nicht bei McDonald's, wenn sie schon einen Nebenjob haben müssen, während des Referendariats arbeiten, war die Idee, dass man das anbietet, schon in der Justiz tätig zu werden. Wir haben ein Pilotprojekt geplant erst einmal mit
einer geringen Anzahl, 6 bis 7 steht jetzt in dem Antrag, Anzahl von Menschen, die da das mal probieren können. Und dann gucken wir, ob da entweder Bedarf besteht, wie das läuft, ob das gut läuft, ob die mit der Vergütung einverstanden sind. Also als Testballon wäre das vielleicht erst einmal gar nicht schlecht. Ich kündige jetzt schon an, wir haben einen Änderungsantrag eingereicht. Der liegt auch schon dem Vorsitzenden vor. Da geht es darum, haben auch alle Fraktionen schon bekommen. Wir hatten den erst formuliert, dass eins von den Landgerichten die Justizassistenten beschäftigen soll. Mittlerweile haben wir die Überzeugung gewonnen, dass es beim Kammerrecht doch besser aufgehoben ist, weil ja die auch die Referendarausbildung insgesamt federführend betrachten. Und beim Zivillandgericht wäre es vielleicht auch nicht so praktisch, dann die Staatsanwälte mit Justizassistenten von dort aus zu versorgen. Da gibt es dann wenig Überschneidungen, gibt welche, aber wenige. Insofern, der Antrag liegt Ihnen jetzt vor. Ich bitte um Zustimmung im Namen der Koalition und würde sagen, wir müssen das Projekt dann mal in einem Jahr oder so evaluieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lehmann. Sie haben mir auch abgenommen bzw. meine Unzulänglichkeit ausgeglichen, dass ich nicht darauf hingewiesen habe, dass die Koalitionsfraktionen einen Änderungsantrag vorgelegt haben, der allen Kolleginnen und Kollegen vorlegen müsste. Sie haben den Änderungsantrag auch schon begründet. Insofern muss ich das nicht nochmal aufrufen. Die Wortmeldungen notieren wir bitte, die ich schon wahrgenommen habe. Zunächst kommen wir aber erst zur Stellungnahme durch den Senat, wenn die gewünscht wird. Ja, das ist der Fall. Dann bitte, Frau Senatorin. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten. Wir haben ja heute relativ viel schon über Justizassistenz in Berlin gehört, jetzt auch im Rahmen der Begründung des Antrags. Insofern mache ich es kurz an der Stelle. Ja, wir beabsichtigen die Einführung der Justizassistenz am Kammergericht, weil wir eine möglichst breite Auswahl an Gerichten den Referendarinnen und Referendaren bieten wollen. Vor allem ist aber auch am Kammergericht die Referendarabteilung angesiedelt, sodass es auch Sinn macht, das entsprechend an der Stelle organisatorisch vorzusehen. Es geht letztendlich darum, auf der einen Seite die Richterinnen und Richter und die Staatsanwaltschaft zu entlasten durch die Justizassistenz. Es geht aber natürlich auch auf der anderen Seite darum, dass wir Kolleginnen und Kollegen für die Justiz begeistern können. Die Eckpunkte des Projektes sind wie folgt: mit Beginn des 9. Ausbildungsmonats, das heißt nach dem Ende der Station beim Zivilgericht und bei der Staatsanwaltschaft, kann befristet für die Dauer von 6 bis 11 Monaten an einem Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit man als wissenschaftliche Mitarbeiterin, wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigt werden. Die Referendare können grundsätzlich sich das Gericht aussuchen, wobei natürlich immer die Kapazitäten und der Bedarf dabei zu berücksichtigen ist. Arbeitsumfang, wir reden hier von 6 Stunden pro Woche. Wir wollen auf der einen Seite die Entlastung der Gerichte, auf der anderen Seite einen tiefen Einblick in die Justiz. Wir wollen aber natürlich den Zweck der Referendarzeit nicht gefährden. Also insofern 6 Stunden pro Woche. Die Vergütung erfolgt nach TVL, also nach dem Tarifvertrag des Landes Berlin. Was sind die Voraussetzungen dafür? Voraussetzungen sind mindestens 7 Punkte im ersten Staatsexamen und mindestens 2 vollbefriedigende Zeugnisse aus den 4 Zeugnissen der ersten beiden Pflichtstationen des Referendariats. Die ersten Einstellungen stehen kurz bevor. Wir haben die Ausschreibung im August veröffentlicht. Die Frist endet heute. Und die Auswahl- und Einstellungsverfahren werden entsprechend im nächsten Monat im Oktober durchgeführt. Dienstantritt soll der 1. November sein. Und dieses Pilotprojekt soll dann nach einer entsprechenden Zeit evaluiert werden, um zu schauen, sind Anpassungen erforderlich, damit die Anpassungen und Optimierungen entsprechend vorgenommen werden können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Senatorin. Bevor ich die Rednerliste abarbeite, erfolgt von Amts wegen jetzt der Hinweis. Und Frau Kollegin, da sehen Sie, manchmal ist das eben mit Stress verbunden. Das ist die 2. Fassung eines Änderungsantrages, die gerade kurz reingereicht wurde. Wir haben das hier geprüft. Aus unserer Sicht ist der Änderungsantrag, der nunmehr vorliegt, identisch mit dem Ausgangsantrag. Das ist spannend. Dann müsste man uns mal zeigen, wo der Unterschied besteht. Ein Wort. An einem Landgericht, am Kammergericht. Mehr haben wir nicht geändert. Okay, gut, wunderbar, vielen Dank. Also, der Änderungsantrag bezieht sich auf das adressierte Gericht sozusagen. Im Ursprungsantrag war es noch das Landgericht in Berlin, nunmehr heißt es das Kammergericht oder Amtsgericht. Wunderbar,
Sie sehen, wir haben die Stresssituation gemeinsam bewältigt durch offene Kommunikation und Transparenz. Das war methodisch gut. Methodisch noch besser ist es, wenn man Änderungsanträge pünktlich einreicht, damit sowas ordentlich überprüft werden kann. Aber Fristenmanagement ist auch etwas, was sehr wichtig ist, Herr Kollege. Ja, ja. Gut. Weiter ist besser, oder? Dass wir darüber jetzt nicht weiterreden, das stimmt wohl. Also auf der Rednerliste steht der Abgeordnete Wallander und die Kollegin Dr. Wandrei. Habe ich jemanden, Kollege Schüsselburg? Habe ich noch jemanden übersehen? Das ist nicht der Fall. Der Schüsselburg war der Erste, sagt die Senatorin. Na, da muss das wohl stimmen. Bitte, Herr Kollege Schüsselburg, dann fangen Sie an. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich mache es kurz. Die Linksfraktion wird dem Änderungsantrag und dann auch den voraussichtlich geänderten Antrag zustimmen. Warum? Weil wir glauben, dass es ein Allheilmittel ist, aber weil wir glauben, dass es ein interessanter Baustein sein kann, den wir uns angucken sollten. Sie haben ja auch eine Evaluierungsfrist vorgesehen. Und vor dem Hintergrund dieser Evaluierungsfrist möchte ich eine Bitte äußern. Habe keinen Änderungsantrag gestellt, weil den hätten Sie abgelehnt mit Verweis auf Ihren Koalitionsvertrag. Deswegen gebe ich eine Bitte zu Protokoll. Ich fände es gut, wenn Sie bei der Evaluierung berücksichtigen würden, wie möglicherweise die sozialen Disparitäten zu bewerten sind und vielleicht auch die Geschlechtersituation, denn die geschätzte außer Dienst befindliche Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales hat ja in der ersten Runde im Plenum in meiner Vertretung auf ein paar Aspekte hingewiesen in dieser Richtung. Und das sollte uns nicht davon abhalten, das hier zu machen, aber vielleicht bei der Evaluierung mit zu betrachten. Wir hatten das Projekt ja auch in unserem Koalitionsvertrag. Die SPD hat den zu meiner großen Unzufriedenheit und meinem Bedauern aufgekündigt. Aber ich fühle mich gleichwohl immer noch Pacta sunt servanda an die Inhalte dieses Koalitionsvertrags gebunden, wenn sie jetzt in anderer Gestalt hier auftauchen. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege. Nun folgt Herr Wallender, bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fraktion ist nach wie vor nicht wirklich überzeugt von dem Modellprojekt und dem Antrag. Wir werden uns aber enthalten, da es sich eben auch nur um eben ein Modellprojekt handelt. Ich glaube, dass es eher so ein bisschen Schaufensterpolitik ist, insbesondere sage ich mal jetzt noch die Verabschiedung des Antrags, wenn man hört, dass die Stellen jetzt schon ausgeschrieben sind und so weiter, dann ist das ja alles schon in Gang gesetzt, bevor das Parlament überhaupt eine Entscheidung getroffen hat. Ich sage jetzt mal so, wenn Sie verhindern wollen, dass die Referendare bei McDonald's arbeiten nebenher, dann sollten Sie halt wirklich einfach mal an die Referendarsvergütung herantreten. Dann können Sie da vielleicht etwas verbessern und verändern. Ich sehe auch nicht den Beleg, dass die Justizassistenz zu einer Entlastung der Richter oder der Staatsanwälte beiträgt, wenn die nur 6 Stunden sozusagen Arbeit leisten können und dann müssen sie betreut werden, ihnen müssen Aufgaben zugeteilt werden und sie haben vor allen Dingen natürlich nicht dieselben Befugnisse wie ein Richter oder ein Staatsanwalt. Das heißt also, es ist äußerst schwierig, sich vorzustellen, dass das zu einer signifikanten Entlastung führen wird. Deswegen, man kann es ausprobieren, aber wir sind sehr skeptisch, was den Erfolg des Projekts angeht. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Wallender. Die Senatorin macht von ihrem Recht Gebrauch, jederzeit das Wort ergreifen zu dürfen. Bitte sehr, auch was Historisches für unsere Geschäftsordnung. Bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter Wallender. Ich bin so ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt, über Ihre Ausführungen. Sie haben sich vorhin schon zu diesem Punkt Justizassistenz geäußert und da hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass Sie das Projekt an sich in Frage stellen. Zweitens möchte ich Ihnen auch gerne widersprechen. Natürlich führt das zu einer Entlastung der Gerichte. Wenn jemand da ist, der gewisse Rechercheaufgaben wahrnehmen kann, der gewisse Vorstrukturierungsaufgaben wahrnehmen kann, ist das selbstverständlich eine Entlastung für die Richterschaft. Also insofern finde ich Ihre Ausführungen wirklich sehr wenig überzeugend. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Senatorin. Das war Artikel 49 Absatz 2 Satz 1 der Verfassung von Berlin. Nicht wahr? Ja. Auch mal was Neues. Haben wir noch nie zur Anwendung gebracht hier. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern. Also was Historisches geschaffen, Frau Senatorin, in diesem Ausschuss. So, jetzt kommt noch Frau Dr. Wandrei dran. Bitte. Also ich mache es kurz. Es ist schon 5.
Wir werden uns enthalten. Klar, wie Herr Schlüsselburg schon richtig sagte, war es Rot-Rot-Grün auch schon im Koa-Vertrag. Ich finde es insgesamt, ist es ein nicht uninteressantes Projekt. Wir haben dennoch einige Vorbehalte, also 6 bis 7 Leute erscheint uns zu wenig, um da überhaupt vernünftig evaluieren zu können. Sollten vielleicht ein paar mehr sein, wenn man das vernünftig auf die Beine stellen will. Aber ganz grundsätzlich finde ich, ob es nicht eher doch sinnvoll wäre, das Referendariat zu verbessern. Wir haben eben so viel über das Referendariat gesprochen. Und man schafft doch im Endeffekt so eine Art Zweiklassengesellschaft, nämlich die Leute, die das normale Referendariat machen und die Leute, die dann so eine Justizassistenz machen dürfen, in Anführungsstrichen, die ja auch an besonders gute Examensnoten geknüpft ist. Ich finde, es wäre vielleicht eine bessere Maßnahme gewesen, das Geld in die Referendarausbildung zu stecken. Aber ich finde es auch ein nicht ganz uninteressantes Projekt. Also kurzum, wir enthalten uns und gucken mal, wie es läuft, wenn Sie denn evaluiert haben. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Deswegen kann ich mit großer Spannung nach den Wortbeiträgen zur Abstimmung kommen. Und ich lasse zuerst über den Änderungsantrag der Koalitionsfraktion abstimmen. Wer dem Änderungsantrag seine Zustimmung geben will, zu schnell, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der CDU, der SPD und die Linke. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich? Das sind die Fraktionen der Bündnis 90 Die Grünen und der AfD. Vielen Dank. Damit ist der Änderungsantrag angenommen. Wir stimmen nunmehr über den Ursprungsantrag in Form des Änderungsantrages ab auf Drucksache Nummer 19-1621. Wer dem Ursprungsantrag in Form des Änderungsantrages seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind wiederum die Fraktionen der CDU, der SPD und die Linke. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich? Das sind die Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen und die AfD. Damit ist der Antrag mehrheitlich angenommen. Dem Plenum wird eine entsprechende Beschlussempfehlung zugeleitet. Top 3 unserer Tagesordnung hat damit sein Ende gefunden. Top 4 kommt nicht mehr zum Aufruf. Der wichtigste Tagesordnungspunkt jedoch schon, nämlich Top 5 Verschiedenes. Gibt es noch Wortmeldungen von Seiten des Ausschusses? Der Kollege Dr. Naff, bitte schön. Ja, ich danke Ihnen, Herr Vorsitzender. Unter Verschiedenes würden wir gerne über eine Anhörung abstimmen wollen. Nämlich, wir haben ja bei der nächsten Sitzung das Thema Verbraucherschutz. Das ist uns allen ein wichtiges Thema. Wir haben jetzt heute, müssen es die Kollegen erhalten haben, einen Besprechungspunkt. Man kann ja mit der Verbraucherbildung und Aufklärung nicht so früh wie möglich beginnen. Und wir würden gerne auch mal sehen wollen, wie die Verbraucherzentralen als Bildungspartner in Berliner Schulen, wie das funktioniert, dass man Schülerinnen und Schülern über Verbraucherschutz aufklärt, diesbezüglich eine Analyse und dann guckt, wo es vielleicht noch Bedarf gibt. Der Besprechungspunkt hat die Nummer 0198 gekriegt und das würden wir gerne mit einer Anhörung verbinden. Und ich glaube, in der Sprecherrunde kann man ja dann noch über die Besprechungspunkte sprechen. Da gibt es ja auch einige Besprechungspunkte, die wir dann auch aufnehmen würden. Das heißt also, wenn Einvernehmen besteht, würden wir bei der nächsten Sitzung, wo es um Verbraucherschutz geht, diese Anhörung durchführen. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Naß. Also Sie stellen den Antrag zu dem gerade eingereichten Besprechungspunkt nach 21.3 der Geschäftsordnung zu der Überschrift Personal im Veterinärwesen. Ist das richtig? Dann lese ich weiter. Oder der andere? Der andere. Also zu dem Verbraucherzentralen als Bildungspartner in Berliner Schulen Analyse und Weiterentwicklung eine Anhörung durchzuführen. Gibt es dazu eine Gegenrede? Das ist nicht der Fall, dann stimmen wir dennoch förmlich ab. Wer ist dafür, dazu eine Anhörung durchzuführen, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind mutmaßlich alle Fraktionen. Der guten Ordnung halber gibt es Gegenstimmen. Das ist nicht der Fall. Enthaltungen sehe ich auch nicht. Damit ist die Anhörung beschlossen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann möchte ich Ihnen noch bekannt geben, dass ich, wie ich vorhin schon im Rahmen meines Wortbeitrages sagte, gestern einen Termin mit Vertretern des Hauptrichterrates hatte. Die haben mich nämlich als Ausschussvorsitzenden adressiert. Und ich möchte das hier weitergeben an die Fraktionen, dass es Sinn macht, dort in das Gespräch mit den Vertreterinnen und Vertretern der Richter einzusteigen.
weil Fragen wie Verlängerung der Lebensarbeitszeit für Richterinnen und Richter anstehen, aber auch versorgungsrechtliche Aspekte, die wir dort eingehend besprochen haben. Ich hatte zugesagt, dass ich das hier transparent mache und weitergebe. Die Persönlichkeiten sind ja bekannt. Wenn nicht, können Sie jederzeit bei mir erfragt werden. Ich berufe dann im Anschluss an die jetzige Sitzung eine Runde der Sprecherinnen und Sprecher ein, damit wir die Tagesordnung der nächsten Sitzung festlegen können, und darf dann die jetzige 44. Sitzung schließen mit dem Hinweis, dass die 45. Sitzung am Mittwoch, den 16. Oktober 2024 um 14 Uhr stattfindet. Vielen Dank. Sitzung ist geschlossen. Einen schönen Tag noch. Fällt die nächste.